Ja, meine Damen und Herren, heute geht es um Magnesium Glycinate, eigentlich auf Englisch. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch Glycinat ausgesprochen wird, aber Magnesium an und für sich ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Körpers. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Magnesium, das ist ganz wichtig zu wissen natürlich für die Leute da draußen. Es gibt zum Beispiel das Magnesiumglycinat, dazu kommen wir gleich. Und dann gibt es sowas wie zum Beispiel Magnesiumoxid, nicht besonders empfehlenswert, findet man aber leider da draußen oft in Supermärkten und Drogerien und so weiter. Beim Magnesiumoxid hat man leider das Problem, dass leider nur 4% von dem, was man zu sich nimmt, auch wirklich tatsächlich im Körper landen. Und das ist bei diesem hier, beim Magnesiumglycinat, nicht der Fall. Das ist sehr, sehr gut verträglich erstens, hat eine sehr hohe Bioverfügbarkeit und im Gegensatz zum Citrat, was wirklich oft vergeben wird, was auch ein gutes Präparat ist, kriegt man dadurch halt keinen Durchfall. Beim Citrat hat man öfters mal leider die Nebenwirkung, dass es einen kleinen Sprühschiss gibt auf der Toilette und das möchte man ja eigentlich nicht. Deswegen kann ich Magnesiumglycinat von ZEC Plus wirklich wärmstens empfehlen. Und ihr wisst auch Bescheid, zurzeit, ich gebe mir ganz viel Supplemente und ich würde euch nie was empfehlen, was nicht wirklich in meinen Alltag integriert habe. Und dieses Zeug ist immer mega, mega bekömmlich. Richtig. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Fakten. Und zwar geht es darum, beim Magnesium Bisglycinat, da geht es um ein Präparat, das durch eine sehr hohe Bioverfügbarkeit auffällt. Es optimiert die Muskeln und Nervenfunktion, unterstützt das allgemeine Wohlbefinden, sowie beim Sport als auch im Alltag. Ganz zum Schluss möchte ich doch mal darauf hinweisen, dass ein sehr, sehr wichtiges Vitamin hier in Deutschland, ja, und zwar das Vitamin D, vor allem von Leuten aus unserem Kulturraum, die ein bisschen mehr Sonne brauchen und so weiter, die kriegen sehr, sehr oft zum Beispiel Vitamin D verordnet. Was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, da kann ich euch auch das Vitamin D und K2-Präparat von ZEC Plus zusätzlich empfehlen. Was den meisten Leuten nicht gesagt wird, dass es, wenn es nicht in Kombination mit Magnesium zusammen eingenommen wird, dass es sehr viel weniger effektiv ist. Dementsprechend kann ich euch nochmal als kleinen Tipp am Rande empfehlen, nehmt Magnesium zusammen mit Vitamin D3 und K2 über den Tag verteilt ein. So könnt ihr euren Vitamin D-Spiegel auch wirklich effektiv pushen, sodass ihr das meiste aus der Sache rausholt. Vitamin D3 und das Magnesium Bisglycinat von ZEC Plus. Die Empfehlung für heute und der Sponsor der aktuellen Folge von 100% Real Talk. Und mit dem Rabattcode REALTALK10 erhaltet ihr 10% auf alle ZEC Plus Produkte. So sieht's aus. ZEC Plus aus Überzeugung. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Commander, Saman, Mohammed, Belasch, ein verdammt guter Tag, ja. Ein Fußball haben die anderen. Let's get ready to rumble! Oh, Alter, wie steuern! So einen Arbeitstag kann man noch nicht besser starten als in dieser Konstellation. Das ist ein Traum, das Arbeit ist Vergnügen. Ich darf auch meine Kette tragen. Keiner sagt, ich muss sie abmachen. Zum Beruf gemacht, Digga. Ja. Sehr gut. Hat ein bisschen gebraucht. Lass uns nicht, hängen wir uns nicht darauf auf. Kettenthema direkt am Anfang. Kettenreaktion. Wir haben gerade über Ketten geredet. Ja. Wir nicht. Eine Person hat über Ketten geredet. Blame it on a boogie. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr irritiert. Ich vermisse so ein bisschen das. Dass man sich selbst. Ja. Vor allem, man hört sich immer so crispy clear und dann fühlt man sich wichtig. Man hat so ein guter Sound Podcast auf jeden Fall immer. Ja. Ich habe das nur, weil sonst würde ich euch noch mehr unterbrechen. Ja? Das wollen wir ja nicht. Wir haben nächste Folge direkt nach dem Neujahr. Heute feiern wir Silvester. Liebe Freunde, es gibt doch nichts Besseres, als mit Leuten wie uns zu feiern. Guckt dir einfach diese Fressen an. Ja, das ist doch der Traum eines jeden deutsch-bürgerlichen. Auch mal mit seriösen Menschen. Partyrakete da. Ja. So sieht's aus. Ja. Und dann direkt Kettenthema. Ja, ja, die nächste Folge wird sein Gillette-Eichel. Das ist eine tolle Folge geworden, Belasch. Die ist großartig. Idil Baydar. Und sie hat wirklich. Ich war auch ein Panel mit ihr. Vor kurzem. Sie hat allen Ernstes gefordert. Mach die ab. Mal abgesehen davon, dass sie gegendert hat, geht ja gar nicht, aber sie hat gefordert, dass man Gil Oferim verzeihen soll. Was haltet ihr davon? Wenn jemand gendert, der verlangt auch so etwas wahrscheinlich. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das geht dann so Hand in Hand. Warum genderst du, Hamudi? Ich? Weil das kann. Das ist Quatsch, Alter. Also jetzt mal, ich glaube, Belasch. In diesem Buch wurde nicht einmal gegendert. In diesem Buch wird nicht gelogen. Also mit welcher Begründung hat sie das gemacht? Gut. Danke, danke. Ah. Menschlichkeit. Ja. Man macht ja auch mal Fehler und so. Ja. Ich habe auch gesagt, ich bin auch dafür,
Ich bin auch dafür, dass Gil Ofarim zum Podcast kommt. Mhm. Offizielle Einladung ist raus damit, lieber Gil. Kannst sehr gerne kommen. Kannst die Kette auch tragen. Ja, Hauptsache, du distanzierst dich von Ben Salomo. Ja. Dann ist alles gut. Also B, wenn ich das mal beantworten darf, also ich finde es schon, das muss krass geahndet werden. Also weil mittlerweile dieser Hetzmob vor diesem Hotel, das kann eine Menge kaputt machen. Ich hab nächstes Thema. Alles klar, Silvester-Show. Hey, ganz kurz mal. Ich habe für alle was Warum mitgebracht. Muss man alle politisch werden, wenn ich irgendwo sitze? Ja? Lass doch einfach ein bisschen Dings. Lass doch einfach ein bisschen Sport reden. Ey, Mo, ich muss jetzt ganz kurz mal, wenn du schon hier sitzt, Cut. Ich habe ja immer ein bisschen so geknirscht wegen Steiger. Jetzt lass mal, ich habe nichts gegen den, ich muss den nicht abends hören noch zu Hause. Ich habe jetzt den ganzen Clanland-Podcast gesehen. Ich nehme auch zurück, das war eine gute Konstellation mit Steiger. Hat den Podcast gut getan. Du hast einen schönen Podcast gemacht. Das ist echt gut. Dankeschön, Dankeschön. Ey, und das Buch, aus dem der Podcast entstanden ist, was hier liegt, ist ja auch noch 3 Millionen Mal besser. Ja, jetzt wirst du arrogant. Ja. Haufen. Ja, ja. Nein, nichts. Ja. Egal. Also. Jetzt, ich habe nur so zwei Sachen, die nett sind, der Rest alles böse. Ich fange mit den netten Sachen an. Vielen Dank, wie warmherzig du mich in deinen großartigen Gym dieses Jahr aufgenommen hast. Ja, Mann. Danke dafür. B kann man gar nicht auf. Cool, dass du ihn dafür dann zur Belohnung 5-mal sitzen lassen hast. Ja, ich habe weiter. Danke, Saman, dass du so warmherzig bei dir aufgenommen hast. Bei B werde ich mich nicht mal bedanken, das habe ich letztes Jahr gemacht. Ihr seht den Höhenflug immer noch hier. Commander, danke für alles. B natürlich auch, danke für alles. Ja, gerne. Ich habe B auch Silvester eine Dankensnachricht geschrieben, weil ich muss mal sagen, wenn ich gleich hier mal die Fragen von B beantworten darf, mein schönstes Ereignis dieses Jahres. Hey, du bist gar nicht dran. Achso, ich wollte doch mal reden. Wir reden noch hier. Guck mal, deine schönsten Ereignisse haben alle nur mit Omas und Pornos zu tun. Deswegen ja, der scheint gar keinen Bock drauf. Wirklich, ja. Außerdem kommt ich muss einfach mal sagen, das ist auch, weil ich sehr fit bin und ich pflege gerade meine Mutter. Und ich weiß ja auch, Mohammed beschäftigt sich viel mit Islam. Und das Glück eines Mannes liegt unter dem Fuß der Mutter. Und irgendwas, was mir Jahrzehnte gefehlt habe, habe ich seit einiger Zeit wieder. Das ist super. Einfach mal was Positives, ja? Sehr schön. Kann man mal machen. Nach dem AIDS-Test. Guck mal. Unter den Füßen der Mütter. Es ist so hochgegangen. Ja, ja. Es ist so hochgegangen und dann hat er direkt wieder uns auf den Tatsachen gerückt. Wir machen hoch, wir machen runter. So. Ja, willst du glatt so? Dach, ja, Hobby. Okay, Leute. Also, wir kommen mal zu Sport. Ja. Also, TikTok Fight Night. Das war tatsächlich das letzte MMA-Event, was ich mir angeguckt habe, live. Ach so, wirklich jetzt? Ja. Du bist so ein bisschen raus, oder das was? Das war MMA und Boxen, da waren auch MMA-Kämpfe dabei. Okay. Ja, aber jetzt war ja gerade auch, das war ja nicht TikTok, aber Bösemann gegen Manuelsen. Es ist schon auch TikTok ein bisschen, Brudi. Das ja, okay, vom Vibe her, aber es war nicht der TikTok Fight Night Scheiß. Habt ihr geguckt? Sonst. Da waren, also war das so? Ja. Die werden war doch, glaube ich, Barello gegen Kurt Ibo. Dann, Barello hat gewonnen. Ja. Geil. Das war hart, hast du gesehen, Mo? Dann hast du noch den. Es war schon so ein bisschen TikToky, du hast recht. Du die auch noch. Auch. Du die auch, genau. Genau. Gegen wen nochmal, B? Gegen Fat Comedy. Stimmt. Fat Comedy hat gewonnen, aber, oder? Ich glaube nicht. Nein, ehrlich? Ich habe auf TikTok. Fat Comedy trainiert lange. Ich habe auf TikTok nur so Highlights gesehen, immer. Da war manchmal das Ende nicht da und so. Fat Comedy ist aber übergewichtig, Bruder. Aber die haben sich gegenseitig gut geballert. Das wollte ich auch sagen, B. Ich fand cool. Du war auch gut körperlich. Der war trainiert. Also das Einzige, was ich gesehen habe, war, kennst du, wenn du dann im Kampf bist und dann schlagen irgendwie alle aufeinander. Aber du weißt nicht, wer wen trifft. Aber der andere Arm blockiert den anderen Arm und dann kommen keine richtigen Treffer zustande. Bei den beiden war es ganz okay. Ja, also ich habe nur diese Highlights gesehen, keine Ahnung. War ganz okay. Also im Gegensatz zu den anderen Leuten, die sich da wild geschlagen haben, so. B hat recht, bei Studi und. Meinung zu, Meinung zu Bösemann und Manuelsen mit gebrochener Nase und alles. Ja, erzähl mal, was ist deine Meinung? Ich habe mir den Kampf nicht ganz angeguckt, ehrlich gesagt. Ich habe mir nur mal angeschaut, wie es ausgegangen ist. Mhm. Guck mal, die Messlatte war sehr niedrig nach dem ersten Kampf. Und das ist nicht böse gemeint, ehrlich, wirklich nicht böse gemeint. Ich kann nicht böse reden, weil Manuelsen ist mit meinem Onkel befreundet. Also, es sah von Manuelsens Seite schon mal besser aus als der letzte Kampf, war aber trotzdem jetzt nicht dolle. Mhm. Und ja gut, hat jetzt durch einen Schwinger gebrochene Nase gefressen, kann passieren. Ist die Nase gebrochen? Ist gebrochen. War die gebrochen? Da war Dings, da war ein, da war ein Haken dran, Bruder. Ja, so ein Pflasterchen drauf. Ja? Sah aus wie Cut. Okay, das sah jetzt, ich habe mir nur die Reactions dazu angeguckt, da sah es danach aus, als wäre die gebrochen. Okay. Und ja gut. Kein Weltuntergang, schade, dass nach dem zweiten Kampf jetzt nicht ein anderes Ergebnis für ihn rauskommen konnte, aber
Also drei war Fragenshammern. Man hat ja am Anfang das Gefühl gehabt, so, das sah aus wie so ein Headbutt, aber war es ja nicht. Mhm. Das war ja die rechte Overhand, die dann am Ende direkt auf die Nase getroffen hat. Da hat er sofort auch angefangen. Die rechte Innerhand, sagst du? Ja. War eine Innenhand eigentlich. Die Innerhand. Bricht man nicht eigentlich ab, lieber Summern, außer beim Sparring, erst wenn die Blutungen zu stark sind? Also hätte ja, man der Arzt sagt, man hätte doch safe dann abbrechen. Ja, der hat gesagt abbrechen, ja. Also Abbruch. Wie wärst du mit so einem Bruch umgegangen bei deinen Schützlingen? Hättest du abgebrochen bei deinen Schützlingen? Nee, ne? Guck mal, das ist halt immer schwierig, so auf Kamera, gerade bei den lichten Verhältnissen, die dort waren, ich habe es ja gar nicht richtig gesehen. Ich dachte auch erstmal, es kam vom Kopfstoß. Erst im Nachhinein hat man dann gesehen, ah nee, das war vom Schlag. Kann's gab's einen sagen, Kopfstoß? Gab's keinen, gab's aus Versehen, doch, das sagen sie beide. Da siehst du, ja, da siehst du auch, wie er so Blut von Manus Nase auf seiner Stirn ist am Ende. Also es kommt ja nicht von Weitem, so ein Abdruck. Aber der war ein Clinch-Spieler, ja? Der war nicht mit Absicht. Der Kopf ist doch 1 Meter drüber. Wie geht das überhaupt? Na, wenn du runtergehst, Manu macht runter, wollte clinchen und Mösemann ist nach oben gegangen. Zum Double-Attack-Down runtergegangen. Was er dann? Er hat geshootet, Digga. Vielleicht machen die nächstes Mal lieber MMA, so viel wie da gekuschelt wurde. War schon nicht schlecht. Ja. Also wurde ich auf jeden Fall gut einen gerestet. Der mal, egal, ich will kein Fett machen, alles gut. Nee, der hat ja gesagt, dass er ein kaputtes Knie hat und so. Ja. Ja, okay. Wer hat ein kaputtes Knie? Manuelsen, der sagt deswegen kein MMA. Weil er würde vom Boden eh nicht aufstehen können dann. Weißt du? Ey, aber ist auch. Muss man so hin. Ganz ehrlich. Aber Digga, wenn er auf einen bösen Mann drauf liegt, Digga, also ich glaube, ja, er hat auf jeden Fall leichte Gewichtsvorteile, oder? Ja, aber muss er ja erstmal. Aber ganz kurz, wenn jemand grappeln kann und der andere überhaupt nicht grappeln kann, dann ist mir scheißegal, ob der da keine Ahnung wie viel wiegt, dann komme ich da auch weg. Oder ich komme erst gar nicht unter den. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Bösemann am Boden ist, aber wenn Manu gar nichts am Boden kann, dann ist auch egal, dass er so viel wiegt. Ja, also bei Manu habe ich noch nie MMA gesehen. Ich habe, glaube ich, vor 1-2 Jahren mal Auszüge von Böses MMA-Training gesehen. Der beschäftigt sich auch schon länger damit, glaube ich. Gut, also ich meine, wenn er ein bisschen was kann. Aber ist ja egal. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt ist ja auch okay, wenn Manuel sagt, ich kann kein MMA, dann mache ich kein MMA. Das ist doch okay. Nee, er meint, er ist verletzt. Also er sagt, es liegt an seinem Knie, sonst würde er wahrscheinlich sogar. Keine Ahnung. Boah. Aber stell dir mal vor seine Kicks, Alter. Ja. Aber was ich halt finde, ist einfach so, dass jetzt haben wir doch 2-mal gesehen, so jetzt muss doch nicht noch angekündigt werden, 3. Mal. Braucht doch kein Mensch. Ja, ich glaube, weil es halt nicht so richtig zu Ende gegangen ist, oder? Ja, aber es wird auch beim nächsten Mal, wissen wir auch, das wird ja auch nicht viel besser, oder? Nee, ich meine, es gab kein definitives Ende. Das letzte Mal war TKO. Da kann man schon sagen. Definitiv, ja. Da gibt es jetzt nichts zu diskutieren. Ja, heutzutage gibt es Innenhand und dann gibt es noch irgendwelche Kaffas und keine Ahnung was, diese ganze Quatsch. Aber ganz ehrlich, Boxen ist auch sowieso so ein bisschen Pussy. Also die gehen auch viel früher rein und brechen auch viel früher ab. Ja, dann sollen die doch einen Muay Thai-Kampf machen oder K1 einfach. Manuel hat früher viele angeblich Muay Thai-Fights gehabt. Das weiß ich, Der war auch auf der Fighter-Seite von seinem Verein damals. So habe ich ihn ja kennengelernt, Moritz. Aber damals, wo er dünn war. Also sehr lange. So. Aber er hat viel Erfahrung, er hat angeblich Kämpfe gehabt. Keine Ahnung. Dazu kann ich was sagen, als er damals bei mir war, wir uns kennengelernt haben, über Kreuzberger, auch Bekannte von B. Das war, müsste man mal recherchieren, 2007, 2008, da gibt es auch ein altes Video. Da war bei mir, hat er mir ganz viele Videos gezeigt von sich, damals noch mit einem USB, wo er K1 macht. Er hat damals K1 gemacht, das weiß ich sicher. Ja, aber es ist ja, wie der liebe Commander schon gerade gesagt hat, wozu eigentlich? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Kampf mir dann auch später auf TikTok angeguckt. Ich war mir zu dumm, da 16,99 € dafür zu bezahlen, um das live zu sehen. Und ich habe live gesehen. Hast du bezahlt? Über Abo Hamza seine Instagram. Danke an Abo Hamza. Danke an Abo Hamza, bester Mann auf jeden Fall. Aus Leverkusen. Ja. Welcher Abo Hamza? Der aus Leverkusen. Achso, kenne ich nicht. Ja. Naja. Sehr guter Mann, Grüße auf jeden Fall. Top Mann. Dann denke ich mir auch so, ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet, auch von Manuelsen, aber das war also, weiß nicht, also die Schlagpower hat irgendwie gefehlt. Er hat ihm ja einmal eine Links-Rechts-Kombination gegeben, während er nach vorne gelaufen ist und dann ist Bösemann auch, glaube ich, gestolpert nach hinten. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt vom Schlag war oder nicht. Das war so gestolpert. Gestolpert. Das war kein Knockdown. Ja, genau. Deswegen, ich war auch so ein bisschen, Alter. Dann hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ja, ich meine, am Ende des Tages verstehe ich nicht, warum Leute überhaupt was erwarten. Ganz ehrlich. Muss ich schon sagen. Nach Ansagen, die gemacht wurden. Ja, Ansagen werden gemacht. Aber das sind doch keine Pro-Fighter. Erstens, zweitens, man hat einen ersten Kampf gesehen. Man hat gesehen, wie es ungefähr so aussieht bei den beiden. Und auf der anderen Seite ist ja wohl ganz klar, eigentlich hat Bösemann doch eigentlich die richtige Taktik ausgepackt gegen so einen überlegenen, körperlich überlegenen, der so viel mehr wiegt und so viel größer ist. Und vor allem Manuelsen ist, er hat sich ein bisschen blamiert dadurch, dass er sich immer als technisch krass dargestellt hat. Aber er legt ja Wert drauf. Er möchte ja gerne einen technischen Boxkampf haben. Was machst du dann mit so einem Typen? Du bringst ihm einen Streetfight vor die Haustür.
Du machst genau das Gegenteil. Du greifst ihn einfach an und machst das einfach ekelerregend und ugly. Ja, vor allem und das hat Bösemann gut gemacht. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du dann aber auch dann dieses so, ich weiß nicht, wenn Leute irgendwie technisch hochwertiges Boxen erwartet haben, dann hätten sie vielleicht die Veranstaltung in Riyadh sich angucken müssen. Deswegen auf jeden Fall Respekt an den Bruder Agit Kabayel. Toll. Super. Agit, Alter, du hast rasiert, Alter. Du bist so geil. Nee, aber guck mal, ich habe jetzt gar nicht so technisches Fest erwartet, aber mehr Action, mehr Aktionen, mehr Versuche, dein Game umzusetzen, selbst wenn es unsauber ist. Bruder, ich habe Tausenden von Amateurkämpfen in meinem Leben gesehen und wo dann wirklich versucht wurde, schon beim zweiten, dritten Kampf, da hast du irgendwas erkannt. Da war ja wirklich nur aneinander zu gehen und clinchen und dem ganz kurz den Kampf aus dem Weg zu gehen. Das ging ja vielmehr darum, von Manuelsens Seite hatte ich das Gefühl, den Kampf aus dem Weg zu gehen, weil du machst ja nichts anderes, wenn du clinchst oder wenn du jemanden gegen den Cage pinnst. Du gehst ja eigentlich, oder auch auf den Boden, du gehst dem Kampf aus dem Weg. Ja. Genau, das hast du gut gesagt. Ich habe auch das Gefühl, als wenn Manuelsen da hingekommen ist, um nicht zu verlieren, und Bösemann da hingekommen ist, um zu gewinnen. Ja. Das ist so eine Mindstate-Frage. Gut gesagt, ja. Es wäre auch irgendwie fatal, wenn Leute da so viel Leistung abliefern, wie Leute, die halt 20 Jahre ins Gym gehen. Das kann ja nicht sein. Die waren ja im Studio. Es war abzusehen, dass sowas passiert. Das hat man tausendmal. Ich meine, wir haben beide schon Hunderte und Tausende von Kämpfen betreut. Und wenn dein Kämpfer einen Kampf zuvor verloren hat, ich weiß, der nächste Kampf, wenn der Typ unerfahren ist, wird scheiße aussehen. Mhm. Wird vermeidend aussehen, weil die einfach nicht mit noch einer Niederlage nach Hause gehen wollen, dann ist denen ein Unentschieden lieber, oder das, was Manuelsen jetzt halt bekommen hat, ist dem auch lieber, als noch eine klare Niederlage nach Hause zu bringen. Das kommt halt mit der Wettkampferfahrung. Und da kann er auch, ich glaube dem auch gerne, dass wenn er im Gym ist, der eine saubere Technik an den Tag legen kann. Das bedeutet nicht, dass man das im Ring schnell umgesetzt bekommt. Das ist einfach ein ganz anderes Game. Und da bin ich will mich gar nicht lustig darüber machen. Klar kann man jetzt, ja, Ansage, Rapper hin und her. Aber wenn wir jetzt als Sportler raufgucken, wir haben das tausendmal beobachtet. Ganz ehrlich, die sind reingegangen, haben ihr Ding gemacht, Credits dafür, ist okay. Ich würde halt raten, geht nochmal irgendwie an die Whiteboards, guckt nach, wo die Fehler waren, merzt die aus. Mach Aufbaukämpfe, wenn du ein Interesse daran hast, technischer Kämpfer zu sein, auch richtig. Oh, und dann wird nicht passieren. Was sind Whiteboards? Das ist das, was er machen müsste, meiner Meinung nach, damit er den Kampf abliefern kann, den er abliefern möchte. Er hat ja vor dem Kampf schon gesagt, dass er nicht mehr kämpfen will. Ja. Also rappen, Musik, dies, das, aber kämpfen, nein. Habe ich gesehen, das war so ein Interview. Und ja, das war ja relativ danach, nachdem Bösemann gesagt hat, ich muss nicht nochmal gegen dich kämpfen. Wenn du kämpfen willst, machen wir MMA. Da meinte er, ich will nicht nochmal. Nein, der wurde generell gefragt, ob er Interesse hat an weiteren Kämpfen. So insgesamt einfach zu kämpfen. Aber auch in seinem Alter, wozu? Insgesamt wozu? Ja, aber ich meine, fürs Geld. Das wollte ich für was denn sonst? Genau. Ich meine, die Jungs, die gehen da in den Ring, ja, die werden bezahlt. Ja, aber der ist jetzt keiner, der wenig verdient hat in seinem Leben. Es geht ja nicht darum, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass es nicht um Fame und Geld geht. Na, 100%. Es geht nur darum bei denen. Es geht um nichts anderes. Die haben sich doch nicht selber was zu beweisen. Trefft euch irgendwo auf dem Hinterhof, wenn ihr ein Problem miteinander habt. Aber es geht um Fame und es geht um Geld. Wer das abstreitet, tut mir leid, den kannst du nicht ernst nehmen. Genau, aber das wäre meine nächste Frage an euch. Meint ihr, das hat ihm mehr geschadet, als ihm genutzt? Weil ich habe mir, letztens wurde mir vorgeschlagen von seinem letzten Album, wie heißt das Album von Manuelsen? Das letzte, was jetzt rausgekommen ist? Namen meinst du, oder was? Nein, so insgesamt, woher sollen wir das wissen? Ach so. Das ist scheiße sowas. Ach echt, ach scheiße, ja? Ich kann dich vor einer Woche dran erinnern, was du mit mir gemacht hast. So ist er. Mein letztes Album. Ah, siehst du, am seidenen Faden. Am seidenen Faden. Neon, richtig. Ja, das ist noch nicht draußen, Neon. Neon ist noch nicht draußen. Nur seit 2 Jahren. Doch, ist schon draußen. Ja, ich kenne jeden Song. Ja, weißt du, ich kann, weißt du, was Lieblingssong, du Penner? Mein Lieblingssong ist Intro. Boah, voll. Da hat der Glück, von mir liebt er nur die Instrumentalversion immer. Ich habe sogar einige Lieder in meiner Trainingsliste von dir. Also, holla, egal. Was wollte ich gerade sagen? Mo hört immer nur instrumental. Und bei B sage ich, an manchen Stellen musst du dir vorstellen, dass es gut klingt. Was sind Whiteboards, lieber Mohammed? Nee, ganz kurz, Boogie. Meine ganz Frage, kurz mal, ja, Whiteboard. Das ist einfach eine Tafel. Ja, aber warum? Okay. Weiter geht's. Bester Lehrer B. Okay. Meine Frage ist dann, da kam mir letztes Mal der Vorschlag von ihm und Haftbefehl, war ein cooler Song, aber dann hatte ich die ganze Zeit diese Bilder von diesem Boxkampf in meinem Kopf und ich konnte es nicht mehr ernst nehmen. Also es ist nicht böse gemeint. Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, sowas. Würde ich lassen, Digga. Ja, manche sollten den Mythos aufrechterhalten. Also ich finde zum Beispiel auch, dann halt krass, wenn du dann im Nachhinein, jetzt guck dir nochmal die Videos an, wo das Animus-Ding war, wo er dann im Patsch, Patsch, 2 Backpfeifen, da liegt er da im Beast-Mode. Digga, ganz ehrlich, ja, aber ist halt schlecht gealtert. Ja, weil, pack, pack, da lag er da im Beast-Mode, weil Bösemann vollstreckt hat. Weißt du, was ich meine? So, ich finde, das sind halt so Sachen, ich sag ganz einfach, gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Digga, dann altern Sachen auch nicht so schlecht. Weißt du? So, ich meine ganz ehrlich, wir waren nicht dabei bei Animus. Ich glaube, Animus ist
im 1 gegen 1 wahrscheinlich auch ein stabiler Bruder. Keine Ahnung, er sieht auf jeden Fall stabil aus. Er hat lang geboxt, soweit ich weiß. Ja, so, ich weiß es nicht. Aber sowas altert dann halt immer schlecht. Weißt du, ich finde immer dieses, mir fehlt auch ein bisschen dieses Humble-Ding. Ja. Weißt du, du hast Profikämpfer, egal ob jetzt im MMA, im Boxen, die sind extrem die Humble-Guys. So, guck mal, zum Beispiel die ganzen Dagestanis, Tschetschenen. McGregor zum Beispiel. Ja, na gut, nicht alle, weißt du, ich meine ganz ehrlich. Your wife is in my DMs. Ich bin auch manchmal erstaunt, was Islam Makhachev für eine Welle macht teilweise. Ja. Ja, dass er doch auch ganz schön so für einen Tschetschenen oder Dagestani, genau, ballert er auch manchmal ganz schön. Er ist nicht so extrem. Aber er ist auch, er ja, hat so, ich finde ihn manchmal ein bisschen unangenehm arrogant mittlerweile, okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin mal gespannt, was Geechi mit ihm macht. Ja, ich bin mal gespannt, was Geechi mit ihm macht. Weißt du, so mal gucken. Was für ein toller Übergang zu ernstzunehmendem Sport. Ja. Nee, aber um vielleicht das Thema abzuschließen, also ich weiß nicht, ob das fördernd war, ist oder war. Ich finde es eher nicht, weil ich glaube jetzt nicht, dass ein Haftbefehl krasser drauf ist oder krasser geboxt hätte als jetzt ein Manuelsen, aber nur von dem Vergleich, weil ich habe die beiden in einem Song gehört und es war so ein bisschen. Wie sagt man das in eurer Sprache? Kredibiler als Haftbefehl angefangen hat zu rappen? Wie sagen das die Kids heutzutage? Weißt du, ich mag mal Neuen so. Ist ein sehr sympathischer Typ scheinbar, sehr lieber Kerl. Fall. Also das super ist, ich kenne ihn nicht persönlich. Da würde ich mir auch gerne einhaken, dass ich finde, es tut seiner Musik nicht gut, weil es ein sehr starker Musiker ist. Ganz krasser Musiker. Krasser Künstler und ich bin Laie, ich bin Kampfsportler. Ich bin jetzt nicht aber so was nützt dir das im Endeffekt, wenn deine Musik nicht gehört? Ist wie bei Flair. Manuelsen macht nicht viel mit Mucke. Der reißt nicht viel mit Mucke. Flair reißt nicht viel mit Mucke. Die sind sehr abhängig von der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist ein Haus, was sie selbst gebaut haben. Irgendwo. So, und in dem Augenblick, wenn die Leute so sehr dran gewöhnt sind, dass du Ansagen schwingst und dass du auf Instagram live bist und dass du halt die ganze Zeit mit dem Stress hast und mit dem irgendeine Meinungsverschiedenheit und hast du nicht gesehen, da wird das irgendwo dann auch dein Fokus, aber das hast du dir selber dann ausgesucht halt auch, ne? Und das ist halt so der schmale Grat beim Künstler, diese Aufmerksamkeitsgeschichte in der Öffentlichkeit zu haben und auf der anderen Seite noch musikalisch und künstlerisch relevant zu sein, ist sehr, sehr schwer hinzubekommen. Da gab es kaum Leute, die das geschafft haben. Was bleibt dem übrig? Das ist es halt. Ja, was bleibt dir übrig? Du musst halt weiter die Aufmerksamkeitsschiene reiten wahrscheinlich. Also, aber das halt meine ich. Reiten, also. Die suchen sich ja nicht aus irgendwie, dass die Musik nicht Gold geht und nicht absolut erfolgreich ist. Das ist ja etwas, wenn wir uns aussuchen könnten, wären alle unsere Projekte immer Nummer eins. Ja, aber sie suchen sich aus der Aufmerksamkeit halt diese ganzen. Klar, weil sie dann links, aber sie dann relevant bleiben irgendwie auf eine Art und Weise. Es ist schon irgendwo, nachvollziehbar, finde ich. Guck mal, die Relevanz ist ja auch etwas, was nicht nur den musikalischen Part irgendwie beflügelt, sondern der eine verkauft Shisha-Tabak, der andere hat Klamotten, der andere hat Merchandise, der andere hat, keine Ahnung, dreht ein Porno von mir aus oder macht ein Dildo von seinem Pimmel. Spielt ja keine Rolle. Es geht einfach nur darum, so, es gibt voll viele Nebenbereiche und wenn du nicht mehr relevant bist, wenn du gar nicht mehr da bist, dann leidet ja der ganze Scheiß da auch darunter. Ja. Deswegen denkst du dir, okay, mit Musik werde ich jetzt kein Millionär, dann nehme ich doch lieber das andere. Hauptsache etwas. Die Frage ist natürlich, pusht es deine Mucke? Ja, das pusht die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit definitiv. Ob es deine Relevanz jetzt pusht, musikalisch, keine Ahnung. Mucke ist vorbei. Also das wird einfach mal Zeit, dass sich selber ohne Mucke kannst du als Musiker doch kein Geld verdienen. Aber guck mal, das Ding ist, wenn du heutzutage wirklich mit Mucke relevant sein willst, im Vergleich zu den Leuten, die wirklich relevant sind, dann muss ja jeder seine eigene Messlatte haben, muss man auch mal dazu sagen. Aber wenn du dich jetzt wirklich vergleichst mit den Leuten, die richtig absahen, diese 23-Jährigen, weißt du, die auf TikTok stattfinden und die einen Warner-Vertrag haben, wo sie 5 Millionen Euro Vorschuss erstmal bekommen. Haben. Da musst du auch in dieser Kategorie sein, da musst du dieses Alter haben, du musst diese Musik auch machen, du musst auch diese Relevanz in der Jugend haben und so weiter. Ein 46 Jahre alter Dude oder ein 40 Jahre alter, sogar ein 35 Jahre alter, teilweise sogar ein 31 Jahre alter hat heutzutage in dieser oberen Pyramide von Hip-Hop keinen Platz. Und da musst du halt einfach mal dir die Frage stellen, woran das liegt. Das liegt natürlich an der Industrie. Die Industrie hat das so gemacht. Und das ist aber halt die so, jungen Künstler da leidest du dann darunter. Leidest du dann darunter? Wenn du dann irgendwie lange etabliert bist wie ein Savage, der nimmt es von damals mit. Sido nimmt es von damals natürlich mit. Ja, klar. Gut gesagt. Aber wenn du damals kein Number One Selling Artist warst, wenn du kein Goldplatten-Dude warst, dann wirst du es jetzt auch nicht mehr. Dann passiert ja, da nichts. Ich weiß, was du meinst, Ist halt die Wahrheit. Naja, die Frage ist halt auch, du hast halt natürlich durch Social Media, Internet und Co. Kümmer, die Jugend und diese Kultur, mit der wir eigentlich, diese Leitkultur, mit der wir aufgewachsen waren, amerikanische Filme, amerikanischer Hip-Hop, bla bla bla, das hat sehr lange angehalten, ein ganzes Jahrzehnt. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr. Es ist viel schnelllebiger, die Leute entwickeln sich schneller, sie kriegen mehr Hypes mit. Und Musik, die du schon sagst, von 23, ich kann es einfach nicht hören. Ich höre es, sage ich cool, aber dann fällt mir ein, er geht gar nicht. Was der Rap, wie der Rap, der ist einfach zu jung dafür. Und ich glaube,
einfach selbst, guck mal, das Thema hatten wir auch schon oder öfter. Oder zu mit, schlecht. Oder zu schlecht. Ich hatte das Thema auch öfter mit Mo, was ich so nicht, und das war wirklich 2018, 19, wo ich darüber mit ihm gesprochen hatte, was ich nicht so ganz verstehe, und das ist der Einzige, der das wirklich gemacht hat, war PA, der dann irgendwann mal früh genug erkannt hat, ey, ich muss auf die Newcomer setzen. Das ist genau wie im Kampfsport. Guck mal, wenn ich sage, ey, ich habe jetzt meine Prime, die geht bis, keine Ahnung, 33, 32, ich muss mir doch auch meine Gedanken darüber machen, okay, was will ich danach machen? Scoute ich jetzt schon Jugendliche? Will ich in den Bereich vom Training? Will ich in den Bereich vom Promotion? Will ich in den Bereich vom Management? Will ich in irgendwas, was mir irgendwie weiterhilft, zu erkennen, okay, meine Zeit, meine Prime ist Zeit im Käfig, Zeit ist vorbei, jetzt kümmere ich mich um den Nachwuchs, weil ich weiß, ich verdiene nicht mehr viel Geld. Und dann kommt meine Frage zu dem, was du meintest mit dem, aber ich habe doch einen künstlerischen Anspruch. Das heißt, den ganzen Drive, den ich hatte die letzten Jahre, habe Musik gemacht, ist doch mein Anspruch, den ich selber habe. Und alle von dieser alten Garde sehe ich, entweder bleiben die hängen auf dieser Musik, die kommen nicht klar, ja. Ich meine, letztes Mal auch Haftbefehl, Digga, ich sehe den immer nur, was ich immer sehe, besoffen auf irgendwelchen Bühnen, total Knockout. Das ist kein Suff, Bruder, das ist was anderes. Das ist was anderes, was auch immer. Aber was machst du langfristig damit? Und ich glaube, damit haben wir natürlich, jetzt hat der Bruder Manuelsen da was angekurbelt, was ein Thema für sich ist eigentlich. Aber was machst du mit deiner Legacy? Was machst du mit deinem, was du bist? Ich hatte das letzte Mal mit Bushido. Ich habe gestern im Training, ich hatte noch einen alten Song von dir, diese Elektrofaust. Da habe ich überlegt, ey, eigentlich schade, weil der hätte Berlin bis zuletzt richtig gut repräsentieren können. Aber er war als Produzent im Hintergrund. Bei Elektro-Ghettos haben wir... Bitte? Elektro-Ghetto heißt nee, auch Elektro-Faust. Okay, von okay. Dings, vom Bordstein bis zur Skyline. Da warst du im Video drin. Ja, das weil es heißt Elektro-Ghetto, oder? Nee, Elektro-Faust. Ach, okay, da bin ich und Erdogan als einzige Langkünstler. Der runterfahren, um wieder neu zu booten. Der einzige Bio-Deutsche, der einzige Bio-Deutsche. Drunken Master. Genau. Drunken Master? Kung-Fu-Film oder sowas. Habe ich dir ein schönes Poster geschenkt jetzt zu Weihnachten. Und das meine ich, das ist so, warum verkackt ihr euch so mit bestimmten Dingen einfach zu erkennen, ey, meine Zeit ist vorbei, ich verstehe das, der gewisse Hype, diese Anerkennung und Aufmerksamkeit. Aber Bushidos Zeit ist nicht vorbei. Nee, der ist da genauso relevant. Also nicht genauso relevant. Ich rede jetzt von Manuelsen oder von anderen Leuten. Aber der war nie da. Der, Moment, das, Bushido du darfst nicht diese Leute miteinander vergleichen. Bushido hat seine Legacy auch gefickt. Ganz, ganz anderes Level. Bushido hat seine Legacy auch gefickt. Ey. Wenn der früh genug ausgestiegen wäre, in den Produzentenbereich gegangen wäre, gute Produkte, also gute Leute gefördert, wie ein PA mit Jamule und Codes gemacht hat, hättest du viel mehr dazu beigetragen. Obwohl doch, das konnte Bushido eigentlich schon. Weiß ich nicht, ob er es kann oder nicht. Der hat ja viele Leute gehabt, doch, das ist wie bei anderen Labels auch. Es gab Labels, die haben gesigned und die sind immer nichts geworden und sind alle gegangen. Da war natürlich dann immer so ein bisschen... Bushido hat ein paar Superstars gemacht. Ja, ja klar, aber... Shindy, K1. Shindy, K1 und so weiter. Chakusa hat eine Zeit lang super verkauft. Ja. Gab es aber einen, aber mit dem er auf Dauer gut war? Das großen des Gurus. Ey, Shindy, ich glaub, PA hat Shindy da kein Ego. Und K haben es großartig geschafft, aus seinem Schatten rauszukommen. Das ist ja die Errungenschaft. Ja, aber ich glaube nicht, dass PA sich dort hinsetzt und darüber traurig ist, dass Jamule mehr Streams hat. Nee. Das ist der Unterschied. Egal, ob da die Kohle kommt, das Konto. So also, war spannend. Aber das Thema ist gerade voll am Thema vorbei. Ja, wirklich, scheiß mal da drauf. Wirklich, Alter, soll jeder machen, was er will. Jeder Cent, den ihr da draußen habt, der sei euch gegönnt und nicht gegönnt, die geht mir am Arsch vorbei. Genauso wie ich euch am Arsch vorbeigehe. Das Einzige, was mich gerade interessiert, ist Schlägerei. Hier, diese Dings hier, Veranstaltung, um das zum Abschluss zu bringen, ist, es sah aus wie so ein Spielunken. Ja, ja, war es auch. So wie so eine Spelunkenveranstaltung. Du weißt, wer die veranstaltet hat, Casino-Fights, ne? So, weißt du, dieses, es war dunkel, da war überall Nebel, diese Geschichten. Und der Look hat mir nicht gefallen, der sah so unprofessionell aus, im Gegensatz zum zu den Fights davor. Vom Universum? Das Dunkle, so, das gefällt mir. Das hat immer so ein Hinterhof-Feeling. Irgendwie so ein bisschen. Das sah aus wie so ein Zelt, ne? Ja, so, weißt du, was ich meine? So, das hat mir nicht gefallen. Das war von der Ästhetik nicht so ganz meins. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt nur darüber, weil Manuelsen und Bösemann gekämpft haben, weil die sind beide so Hip-Hop-mäßig relevant. Aber insgesamt hat kein Mensch, glaube ich, erwartet, irgendwie Filigrantechnik zu sehen. Das hat auch keiner bekommen. Und beim nächsten Mal, wenn es dann nochmal einen Fight gibt und die können da absahen, so ein bisschen sich Geld in die Tasche stecken, weil sie eben mit dieser Bushido- und Sido-Welt niemals was zu tun gehabt haben, dass sie mit der Mucke irgendwie großartig Geld verdient haben, dann sei es denen doch gegönnt, dann sollen sie das doch machen, das ist deren Entscheidung und wer das guckt, ist auch deren Entscheidung, von daher keiner verliert dabei was. Es gab nur die Kritik halt damals immer, dass der professionelle Sport sein Antlitz verliert, weil es solche Sachen gibt und das hat sich jetzt langsam auch relativiert. Die Leute, die gerne so unprofessionelle TikTok-Fights gucken, die haben da ihr Entertainment, auf der anderen Seite hast du dann nochmal die Pro-Scheiße, da kannst du dann gerne hingucken, wenn du eher dafür gebaut bist halt so. Ich habe da aber auch eine Meinung gehört von einem ganz renommierten Boxtrainer. Der hat einfach gesagt, dass damals dem Boxsport ganz viel Schub gegeben hat. Rocky, Sylvester Stallone, der war auch kein Boxer, deswegen, der hat da eigentlich was Positives rausgezogen. Internationaler guter Film.
Ja, du hast recht. Es ist das international anerkannte Scheiße. Was viel was ich da mal vermittle, ist dieser Respekt wie auf anderen Kampfsportveranstaltungen. Für mich war das nur als wirklich als Konsument, sage ich mal, war das für mich so. Es war jetzt, um das Thema auch abzuschließen, Manuelsen war das für mich nicht förderlich als Zuhörer von seiner Musik, dass ich sage, ey, das war jetzt gut. Es nimmt so ein bisschen den Charme. Das ist ja genau das Thema, was man auch oft hatte. Wie viel Persönlichkeit willst du von deinem Schauspieler, Star, Idol auch sehen, was auch immer. Aber, was ich auch... Bad Publicity ist auch Publicity. Manuelsen hat keinen Schaden davon. Ja. Diese Basis mit der Mucke, die muss auf jeden Fall Superstar-like sein, damit du auch wirklich ganz oben mitspielen kannst. Es ist so wie in der Gesellschaft mittlerweile geworden, dass die Mittelschicht nicht existiert, auch nicht in der Musikindustrie. Entweder bist du Superstar-Status oder du bist halt gar nicht am Start. Und wenn du gar nicht am Start bist, wir sind auch nicht am Start. Wir machen auch Nischenprodukte für unsere kleine Fanbase und so weiter. Da kannst du dir auch so ein bisschen was, aber du kannst nicht mit den Oberen mithalten. Das geht nicht. Ich glaube, viele Leute kamen auch erst durch dieses Internet ins Game. Die haben früher keine Platten verkauft. Er hat genau recht. Ja, ja. So Sido und Bushidos waren Topseller. Spotify. So zum Beispiel Moneyboy und so. Den kann ich mir auch nicht vorstellen ohne diese Interviews, die damals auch mit komischen Zwergen kamen und so ein Unsinn. Weißt du? Aber wenn wir schon gerade bei der Upper Class sind, der liebe Commander hat es schon angesprochen, wer sich am vergangenen Wochenende, war das vergangenes Wochenende, in Saudi-Arabien ins obere Eck der Schwergewichtsweltklasse geboxt hat. Und das war niemand anderes als unser lieber Agit Kabaye. Ja, ein Applaus bitte für ihn. Sehr sympathischer Mann auch. Top, Mann. Kampf auch gewesen, also auch richtig, im Sinne unserer Choke-Geschichte hier, also weil wir über Choke die Einladung bekommen haben, war Agit einer unserer ersten Choke-Gäste gewesen damals. Ein Applaus bitte. Ja. Ich vermisse Choke immer noch neuen Content, sag ich ehrlich. Ja, glaube ich dir. Ich hoch. Also Agit auf jeden Fall Daumen hoch. Schön, dass der gewonnen hat. In der vordersten Reihe natürlich ist um die Welt gegangen. Ein Cristiano Ronaldo neben einem Conor McGregor. Cristiano Ronaldos Uhr kostet nur 77.000 Euro, weil McGregors Uhr 360.000 Euro kostet. Ja, also, so peinlich. Cristiano, der Keck, du Opfer, wenn du das siehst. Da sage ich nur, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Ja. So, super gesagt. Alter, die Poet. Zeit hast du nur, weil du keine Arbeit hast, Boogie. Komm runter. Hey, scheiß Araber. Ja, würde ich unterschreiben. Keine Diskussion. Ja, war auf jeden Fall eine Veranstaltung, wo Anthony Joshua gewonnen hat, wo Deontay Wilder überraschenderweise brutal auseinandergenommen wurde. Ich glaube, die hatten das so aufgebaut, dass wenn Wilder gewinnt und Joshua gewinnt, dass da die beiden dann gegeneinander kämpfen. Ich denke mal auch, ja. Mhm. Aber welchen Kampf haben wir gestern gesehen? Der tolle Kampf. Ich habe ihn Tyson Fury gegen Wilder, wo Tyson Fury klinisch tot war und dann nochmal aufgestanden ist, Digga, die Undertaker-Nummer, Digga. Ja, genau. Ganz wilde Nummer. Ey, von wann war der Commander? Scheiße, aber das war doch echt, oder? Das war echt, Mann. Digga, das war doch krass. Das war der absolute Undertaker-Move, oder? Von wann war der Kampf, Peter, bitte? Letztes Jahr, ne? Digga. Zwei oder drei Jahre? Das war eine Trilogie, ne? Keine Gefühl mehr für die Zeit. Ja. Dreimal haben die gekämpft, glaube ich, ja. Könnte man den Kreis schließen zu dem Ngannou-Fury-Kampf? Gute Leistung. Also ich muss ehrlich sagen, wir hatten dieses Jahr einige, was den ganzen Boxsport angeht, hatten wir schon einige gute Wechsel und gute Kämpfe. Eine Sache haben wir vergessen. Amadou gegen Senad Gashi. So, ja. Das war doch eigentlich der interessanteste und auch so von der Technik her. Amadou ist ein guter Boxer gewesen. Ehrlich, ja? Das ist doch der Bruder mit der Tasse, oder? Der ich finde voll lustig. Ja, ich finde auch lustig. Sympathisches Arschloch auf TikTok. Ich freue mich auf den Typen. Senad Gashi wollte nicht boxen, dass er boxt. Ich auch nicht, Digga. Aber er hat gewonnen, ne? Er hat gewonnen, auch zu Recht. Guck mal, ich habe ihn nicht gesehen, aber... Senad Gashi hat gewonnen, B? Nee, der war ein anderer Bruder. Hätte keiner erwartet. Guck mal, das ist das, was Daniel Cormier letztes Mal Joe Rogan auch gesagt hat. Was sagt es über den Zustand des Boxsports? Dass Leute wie Jack Paul oder wie der Bruder hier, der... Absolut richtig, was er sagt. Was sagt es über den Sport aus? Wo ist der Sport hingekommen? Da kommt dann die Verzweiflung und dann kommen die TikTok-Fight-Nights. Aber das ist so eine TikTok-Trottel, sage ich mal, jetzt nicht böse gemeint, aber so also jetzt Verhältnis für den Sport. Doch. Was haben die... Aber das gab es schon immer. Früher hieß es Kirmesboxen, da bist du dann zum Rummel gegangen. Heutzutage hast du eine größere Audienz. Aber das hattest du niemals im Profibereich. Nee, natürlich nicht, aber das ist auch kein Profi. Jetzt, welcher? Muss man dazu sagen. Die TikToker, die sind ja kein Profi. Aber der schwarze Paul Bruder, so, der gegen Gashi gekämpft hat? Ich glaube, er ist ein guter Boxer. Ja, aber Gashi ist ja auch nicht schlecht. Weißt du nicht, ob er Profi hat? Gut, aber Gashi ist doch Pro. Aber Saman, haben wir dich... Er hat Profi-Account auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall Profi-Statistik. Saman, haben wir dich schon alle geweint? Das ist schon eine Ausnahme. Der ist schon... Der ist ein anderes Level. Ja, ja. Die beiden, waren High Level. Senad Gashi ist auch Profi, ne? Das weiß ich. Aber ich dachte, der ist jetzt so Instagram. Der hat auch einen Profi-Account. Aber ist das nicht ein bisschen ähnlich? Klammern.
Das ist ein realer Boxkampf. Ist es nicht ähnlich wie damals Mike Tyson beim Catchen? Da haben wir auch alle Tränen geflossen. Also nee, ich war glücklich. Na gut, das ist so pures Showprogramm. Ja, also ich meine so. Die Amerikaner, Boogie, die machen es einfach besser. Die haben es schon immer besser gemacht. Außerdem, wir sind im Kapitalismus, Freunde. Du! Das ist alles nachvollziehbar. Alhamdulillah. Nee, mich würde echt mal interessieren, was mich so bei der Nummer interessieren würde, wenn die Zahlen, Alter. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute haben den Pay-Per-View gekauft? Jetzt das große Box-Tournament. Weißt du, was ich meine? Ich meine, wen hattest du alles? Joshua, Wilder, Bivol. Die ganzen Leute am Start, so Agit, mich würde mal interessieren, ob die bessere Zahlen machen als die UFC. Ja, jetzt zu den Zahlen und zum MMA, zum Abschluss. Ja, dafür wollten wir eigentlich drüber reden, aber jetzt ist schon die Zeit um. So, die Zeit ist schon um. 25% Pay-Per-View-Verkäufe gestiegen innerhalb der Pressekonferenz, wo Colby Covington einfach den toten Vater von Leon Edwards reingebracht hat. Das ist auch ein hat der Colby, oder? Ich schwöre, ich hasse den. Und dann seine Performance, die er dann gebracht hat im Ring, Alter. Müll. Hat wie meine Eier gekämpft, Dicker. Müll. Ohne Scheiß. Der ist doch nicht aus wie deine Eier. War das nur der Ringrost, Alter? Oder ist der einfach so langsam, Dicker? Was für Ringrost? Ich war Dings da. Zum Glück habe ich meine Fresse nicht aufgemacht, weil ich noch schreiben wollte. Gott sei Dank habe ich kein Twitter mehr. Ich wollte schreiben, ja, Kobe, neuer Champ, hin und her. Ich war noch voll in meinem Film. Ey, was für mich neu ist, ist auf jeden Fall Boxen, ganz normal. Oh, bitte Hund. Also es ist ähnlich, ist neu für mich. Boxen mit dieses Bärnackel ist jetzt viel etablierter, ne? Ja, bei ganz vielen schon ganz geil, bei vielen Veranstaltungen habe ich gesehen, gibt es auch immer einen Kampf, wo Bärnackel ist. Ich glaube, Perry ist der Geilste, oder? Bitte? Am Samstag hatten die das auch gehört. Habe ich auch gehört, aber nicht alle natürlich. Ja, mit MMA-Gloves haben die geboxt. Na, das machen sie geht Warner auch? Nein. Ach so, Mike Perry. Nein. Mike Perry. Welche Perry weiter? Mike Perry ist der beste Mann, oder? Ich gucke BKFC nicht gerne. Ich gucke nur Perry ab und zu. Don't like it. Du bist ein Hater, ich liebe es. Ich hasse es. Was ich richtig geil finde, ist bei One. Kacke. Cool. Bis du wieder sagst, dass, ey, Bernackel FC war immer geil. Ich habe immer gefeiert. Inshallah, habe ich nächstes Jahr mit Stoff. Ich liebe Bernackel. Er ist wie bei Exorzist, diese eine Szene, diese ikonische, wo sie so halt. Oder Hauptsache, Alter, ich pisse nicht auf den Teppich, Hans. Das ist alles gut. Beide immer dagegen. Ich werde es noch sagen. Ich habe doch gerade gesagt, ich liebe Bärnackel. Verstehst du? Ich dachte, du magst es nicht. Habe ich falsch verstanden? Ja, so falsch verstanden. Zu den Fights. Der liebe Herr Gesangsverein hier, meine Experte. Gesangsverein, hat meine Oma immer gesagt. Möchte von jedem von euch mal gerne wissen, was so bei euch hängen geblieben ist. Ob das jetzt irgendwie Fight des Jahres oder Fighter des Jahres, Event des Jahres, gerne auch alles zusammen. Was auch immer euch einfällt, wir fangen beim lieben Commander an. Glatze vor Schönheit. Ich bin seit 93 hängen geblieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dieses Jahr auf jeden Fall relativ MMA-mäßig auf jeden Fall ziemlich ergiebig. Schon, ne? Ja, es war schon ganz geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, so mein Fighter des Jahres, auch wenn ich nicht glaube, dass er der beste Fighter ist, aber ich feiere ihn im Moment unfassbar, ist Pereira. Ja, ich finde, der Typ ist einfach zu geil. Weißt du, allein dieses Stoneface-Emoji, was überall gepostet wird, wenn es um ihn geht, großartiger Typ, Dicker. Und ich finde halt diese Story, ne, wenn man das Revue passieren lässt, Adesanya im Interview, ja, der sitzt da im Pub, besoffen, erzählt, gegen ihn habe ich gewonnen. Dicker, wenn sie jetzt so tun, als ob, der wäre auch so in die UFC gekommen wahrscheinlich. Ja, aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat ihn das motiviert. Ja, hat ihn motiviert und sehr geil, muss ich auch sagen, Strickland. Sehr witziger Typ, Alter, mit seinem Philly Shell Style da. Ich glaube sowieso, so richtig viel wird er nicht reißen. Ich glaube, beim nächsten Mal kriegt er richtig die Fresse dick. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass ich glaube auch, dass er gegen Izzy, wenn Izzy in seiner normalen Form gewesen wäre, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, an dem Abend war irgendwas mit ihm nicht ganz. Er war nicht er selbst oder er wird alt oder ich habe keine Ahnung. Das gehört halt zum Game auch dazu. Ja, gehört dazu. Okay. Und Loser für mich ist definitiv Tony Ferguson, Alter. Ja, der Bruder beschädigt, guck mal, weil du vorhin meintest, Legacy, so, ja. Bruder, du hast so eine krasse Legacy, hör doch, lass los. Aber der Bruder, der ist wie Cowboy Cerrone. Der kann nicht, ich glaube zum Beispiel jemand wie Sean Strickland, ich glaube, der Typ ist, wenn der nicht mehr kämpfen kann, weil er zu alt ist, schwer ist suizidgefährdet. Strickland. Ich glaube, der weiß gar nicht, was er mit seinem Leben angeht. Der muss sich prügeln, der Typ, der braucht es. Er ist schon. Ich glaube, der spart, bis sein Opa ist. Commander, wer war der mit den rosa Haaren? Den fand ich geil, obwohl der Haarschnitt schlimm war. Sugar Sean. Das ist jetzt was anderes, glaube ich. Wart ihr kurz auf einer anderen Internetseite. Ja, das war gayromeo.com. Chickswithdicks.com. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Fight des Jahres ist echt schwierig, weil es waren eine Menge geile Kämpfe dieses Jahr, finde ich. Wer kann sich das merken alles? Also es waren auch krasse Cards. Aber wie gesagt, dieses Jahr gehe ich mal mit Pereira. Ja. Chimaev hat zu wenig gekämpft, ich bin immer noch Fan. Ja, aber Chimaev war nicht toll. Und der Kampf, den er hatte gegen
Chimaev gegen. Gegen wen hat er denn gekämpft? Usman. Gegen Usman, Holland, da gegen sah Usman. Er auch nicht so gut aus. Ja, da gegen hat er Glück Usman gehabt, dass es drei Runden waren. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei 5 Runden, glaube ich, wäre zugunsten von Usman ausgegangen. Aber er hat den Runde, er hat ihn zu seiner Dings, er hat ihn zu seiner Bitch gemacht in der ersten, Runde. Aber, er hat halt, aber wenn du so kämpfst mit so viel Druck, wie willst du das über 5 Runden oder 3 Runden aufrechterhalten? Das ist ja Wahnsinn. Der geht ja rein. Der, wenn er dein Bein hat, der lässt ja nicht mehr los. Ja, also ja der geht. Es war halt 3 Runden, aber man kann nicht sagen, hätte, würde, haben, weil sonst wäre der Kampf mit Colby und Edwards 7 Runden gegangen. Richtig, hätte Colby richtig. Ja, stimmt. Ja. 8 Runden mehr noch, dann ich hätte gewonnen. Ja. Aber das waren schon mal gute Picks. War es? Ja. Commanders durch? Ja. Also ich finde es auch sehr schwierig, weil wir hatten eine Menge Veranstaltungen. Ich kann gar nicht sagen, der Kampf, die Fightcard, da gab es schon sehr geile. Aber für mich persönlich, der Kampf des Jahres war am Anfang des Jahres Islam Makhachev gegen Volkanovski. Warum? Oh, krass. Weil Volkanovski etwas losgelegt hat, die eine Ära beenden kann und eine Ära des dagestanischen Wrestlings beenden kann. Das heißt, wir haben an dem Kampf gesehen, wie du dich aus dem Grappling, aus den Fängen von einem Islam Makhachev befreien kannst und somit natürlich auch dem ganzen Style von einem Khabib Nurmagomedov und alles, was dahinter kommt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Den ersten Kampf meinst du, ne? Ja, aber krasser sehr, Fight. Sehr krasser Fight, ja. Also für die Leistung, die er dort gebracht hat, wirklich großen, großen Respekt. Hätte auch keiner gedacht, glaube ich. Nee, das ist es. Und das ist so für mich, das ist genauso wie der erste Fight letztes Jahr von Max Holloway, wo er meinte, I'm the best boxer in the UFC. Boah, das war auch ein so kraller Kampf. Alter. Aber war das gegen Cater, das Ding? Ja, gegen Calvin Cater, genau. Das Problem ist aber nur, durch die Veranstaltung dann gehen diese anfänglichen Veranstaltungen oft verloren. Ne? Weil man dann immer so die letzten Veranstaltungen hat. Und deswegen für mich der Kampf des Jahres einfach nur auch aus der Expertise heraus und auch aus dem, welcher Style schlägt welchen Style, dass er es geschafft hat, das dagestanische Wrestling zu neutralisieren. Und neutralisieren meine ich, er wurde ihm zu keiner Sekunde gefährlich auf dem Boden, dem Volkanovski. Ja. Er hat alles am Cage und auf dem Boden hat er neutralisiert. Ja, und beim zweiten Fight halt auch ein Headkick. Richtig, im zweiten Fight, aber Volkanovski Short Notice, darf man nicht vergessen. Und vor allem, das sollte ja ein Low-Kick werden. Das sollte ein Low-Kick werden, was meinst du? Weil er klein ist. Ach so. Er war so schlecht, dass er wieder gut war. Das wurde gar nicht gemerkt. Und das, um nochmal abschließend was dazu zu sagen, wenn du dir den Body anguckst in dem Kampf, der Körper von Volkanovski und Islam Makhachev im zweiten Kampf, es ist genau das gleiche mit Colby Covington gegen. Das hat auch beim dritten Ansatz nicht funktioniert. Wer kennt ihr nicht? Das zweite war ein Vorname, Colby Covington. Colby Covington. Die Leute werden es richtig hören, weil deine Ohren nicht richtig funktionieren. Beim zweiten Mal habe ich es richtig gehört. Wie Colby kommt in Kim. So, auf jeden Fall siehst du den Körper von dem. Also, der ist nicht trainiert, der ist nicht in Shape, der ist nicht fit. Und es war mit Volkanovski im zweiten Kampf gegen Makhachev genauso. Und ich glaube, es hat er auch selber gesagt, er hat sich da ein bisschen zu selbst überschätzt. Ja. Er hat das Ganze unterschätzt. Er hat einfach gesagt, fuck it, ich mache es, was die letzten Jahre gut gegangen ist wahrscheinlich. Jetzt auf dem hohen Level hat man gesehen, es geht natürlich schief. Ja. Ich würde aber gerne noch einen dritten Kampf sehen. Irgendwann ich mal. Ich auch. Aber wusstest du, bevor wir zu deinem Ding kommen, zu deinem Ding nicht, aber... Haha, ihr könnt Pick. Auch, ich habe Onlyfans, ihr könnt zu meinem Ding kommen. Geht zu seinem Ding. Rock'n'Com. Wusstest du, dass Bellator aufgekauft wurde? Die gibt es nicht mehr? Ja. Und der größte Star von allen, Michael Vane, ist jetzt in der UFC. Michael Venom Page, ja. Michael Vane. Er hat mich so hart gefickt. Der ekligste Schlag des Jahres war... Schau mal. Das ist doch richtig ernst. Ja, sag mal. Was denn? Der ekligste Kampf des Jahres war euer Freund, wo du und B mich eingeladen hat, irgendwie in Brandenburg, glaube ich. Nee, ey, der Arme. In Berlin. In der Music Hall, Berti Music Hall. PFL, irgendwo bei den Zuchtgroßen. War krass, war der Highkick, der dann gesessen hat. Es hat durch die ganze Halle geplatscht. Was, also ganz kurz noch, weil du meintest gerade diese Fusion ne, mit Bellator so. Was ich da nicht verstehe, ist, wozu kauft PFL Bellator? PFL spielt keine Rolle. Ja, Konkurrenz auch. Die werden auch jetzt aber. Ja. Niemals, Digga. Meinst du? Ja. Also die Bellator-Leute... Also One ist doch das Einzige, was du noch gucken kannst, oder? Nach UFC, finde ich. Nee, das war der einzig wahre Move, den du machen musstest. PFL. PFL ist geil. Das ist eine Chance für Kämpfer, die nicht UFC-Vertrag und so... Aber weißt du, wo PFL macht Spaß, wenn du live dabei bist? Weil du lernst die Leute kennen, die kämpfen gegeneinander. Das ist ein richtiges Turniersystem. Ja, ist auch eine Fusion jetzt gerade. Ich meine, damals, wo Strikeforce, Pride und WEC einfach geschluckt wurden von der UFC, da...
Das war ja nicht gut für den Markt. Es ist besser, wenn die Konkurrenz jetzt Bellator aufkauft, anstatt dass die UFC auch noch kommt und Bellator aufkauft. Okay. Da ist eine Monopolstellung, da gibt es nur noch die Asiaten bei One. Guck mal, die PFL, die planen ja auch schon, also die Macher von der PFL, und deswegen ist auch Francis Ngannou so der Art vom Botschafter von PFL, planen ja praktisch eine richtig internationale Liga mit einem Transfermarkt, ist ja langfristig die Vision zu schaffen. Okay. Und wenn man das hinbekommt, wäre das ein Gamechanger für den genau, Sport, weil dann hättest du Champions League, dann hast du lokale Ligen, die praktisch gegeneinander kämpfen. Also das, was du bei der Football und bei der NBA und alles kennst und NFL wollen sie ja ins MMA auch bringen. Ich würde gerne, ja, er hat jetzt den Kampf des Jahres, würde ich genauso sehen, Volkanovski Makhachev, den ersten. Müssen wir jetzt nicht noch mehr drauf rumkauen. Es gibt einen MMA-Moment des Jahres, den, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm haben, aber den ich trotzdem gerne benennen würde, auch in unserem Choke-Kontext. Daniel Weichel hat nach einer sehr langen und legendären für den deutschen MMA-Karriere die Handschuhe an den Nagel gehangen. War einer unserer allerersten Interviewpartner auch mit Choke. Ich weiß noch, da hatte ich nicht so viel Kameraerfahrung und war sehr eingeschüchtert. Aber wir haben dann auch viel mit den Jungs gemacht. Würde ich auf jeden Fall auch kurz den Applaus-Button für diese großartige Karriere. Und Daniel Weichel, super. Ein kleines Klatschen reicht. Respekt. Ganz, ganz großen Respekt, ja. Das ist ja mein MMA-Moment, Kampfsport-Moment. Enrico Kehl kann jetzt wieder kämpfen, hat jetzt bei Glory gekämpft und gewonnen. Großartigen Kampf gemacht. Müssen wir mal ein bisschen eine Lanze brechen für unsere Community. Warte, habe ich hier MMA-technisch noch irgendwas? Und so. Ja, ja, hat er. Ja, krasser Typ, Alter. Ja. Punch des Jahres war Mikey im Flugzeug. So. War das letztes Jahr oder dieses Jahr? Das, keine Ahnung. Das war ein Traum, war B? Habt ihr gesehen? Kennst du Summer? Na klar, ne? Muss man schon Applaus. Aber die Leute erlauben sich einfach zu viel. Ja. Gut, dein Pickup-Fight des Jahres, junger Mann. Warst du fertig? Ich bin fertig mit dem MMA-Kram. Okay. Warte mal, lass mal hier. Also, ihr nur. Wir nicht. Ach so, du nicht? Wir nicht. Unsere Meinung ist nicht relevant. Ja. Ich finde aber schon B. Meinung ist sehr relevant. Langwitz vor besonders. Die Standardfragen. Fight des Jahres MMA, würde ich sagen, war. Wie heißt sie denn? Mit Vornamen. Ich weiß nicht mehr, wie sie mit Vornamen heißt, aber. Alexandra? Rosa, mit Nachnamen auf jeden Fall. Die hat jetzt gerade eben gekämpft und zwar gegen Irene Aldana. Ah, den Ach, der letzte denn? Kampf, wo sich da komplett die Fresse eingehauen hat. Das war einfach. Das war crazy. Du votest für einen Frauen. Das ist auch Fight of the Night, glaube ich. Ne? Krass. Abu Wendehals? Abu Wendehals. Die Fahne. Also man kann ja nicht wirklich. Kannst du bitte einen Applaus geben? Mit über 40 Jahren noch Evolution? Sexist zu sein, ja, du. Ist keine gute Sache. Evolution. Ein Applaus für die Evolution von Belasch. Jetzt fühle ich mich diskriminiert. Finde ich gut. Belasch ist Feminist geworden. Ja. Sehr stark. Fighter des Jahres, Fallon Fox. Okay. Bitte wer? Egal. Googelt es. Okay. Kennt ihr nicht Samantha Fox? Samantha Fox. Die kämpft doch gar nicht mehr, oder? Die hat aufgehört. Die Veranstaltung des Jahres und so ein Zeugs, da gab es so viele geile, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Da würde ich jetzt auch die hier, die gerade eben war, die hat mich echt begeistert. Ja, fand ich super, ehrlich gesagt. Hier, wie ist der, Brandon? Hier Moreno gegen Pantoja 3. Das war auch gut. Alle Pantoja-Fights mit Moreno waren eigentlich ganz gut. Auch die Figueiredo-Fights waren auch gut. Letzte war jetzt die Split-Decision. Nee, fand ich gut. Ich finde es sehr gut, dass Pantoja jetzt gerade Champion ist, aber fuck it. Also Strickland auf jeden Fall interessant. Gut, dass der da so ist, wo er ist gerade. Pereira interessant, dass er da ist, da wo er ist gerade. Weiß ich nicht. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht viel ein. Es ist alles geil irgendwie. Wer viel mehr Expertise und Insight haben will, ja, der kommt natürlich zum Takedown-Podcast. Ja. Aber 100%. 100%. Nee, cool, da wo ist es geil. So, okay. Wenn gut. Wenn er noch meine Technik hinkriegt, dann ist er noch geiler. Jetzt machen wir mal ganz kurz, weil Mohamed Shakur natürlich auch ein krasses Anliegen hat, dort mitzumischen. Auch natürlich jetzt fernab von dieser ganzen MMA-Nummer. Haben wir einmal positives Ereignis des Jahres, negatives Ereignis des Jahres, Person des Jahres, Arschloch des Jahres, Film, Serie, Song oder Album des Jahres? Da habe ich mir natürlich ein paar. Ihr müsst natürlich nicht zu allem was antworten, aber erzähl mal. Okay, positives Ereignis des Jahres habe ich mir jetzt natürlich für ein Dingens, für eine Ankündigung, aber nur in einem kleinen Rahmen geblockt. Positives Ereignis des Jahres ist, dass zwei Serien von mir ins Development gegangen sind. Eine haben wir jetzt rausgenommen aus dem Development. Die andere Serie, die würde ich jetzt mit Namen schon spoilern. Don't Call It Soccer wird die heißen. Ich kann ganz kurz, ganz kleines bisschen sagen, das Spiel. Don't Call It Soccer. Ah. Es geht schon mal nicht um Fußball. Es geht um Fußball am Rande. Es geht um Unterschichtmilieu in Ost-Berlin, Platte, Hooligan-Milieu.
Also, wir sind am Arbeiten. Dirk unterhalten, ne? Unter anderem auch. Im Zuge der Recherche. Und unter anderem auch, ich zeige dir gleich, wie ich mich unterhalten habe. Okay. Heute noch tatsächlich. Korrekt. Selbst ich kenne Dirk. Wir sind auf jeden Fall am Machen. Ich habe eine Produktionsfirma, mit der ich daran arbeite. Wir machen gerade die Showbible. Wir haben schon ein paar Szenen geschrieben als Show Proof of Concept. Show was? Bible? Showbible. Showbible. Ja, ich spiele da nicht mit. Ich bin Showrunner von der Serie. Das heißt, ich bin verantwortlich für den ganzen kreativen Prozess und Budgetierung und sowas. Oh. Und dann machst du. Du schreibst das Konzept. Er ist Showrunner geworden für Showbible. Please go to Hollywood. Ich weiß, dass ich das dabei habe. Nächstes Jahr können wir ihn gar nicht mehr am Tisch begrüßen, da wird er zu groß sein für uns. Nee, nee, dann fliegt ihn das. Nein, B, dann fliegt ihn das um die Ohren, dass er hier war. Wow. Lies mal, was steht da. Lies mal, was steht da. Beste Foto auf jeden Fall schon mal. Ich sag dir, Mohammed, dann bist du da oben und dann machen wir ein Foto von mir und B und zusammen fliegst du raus wieder. Okay, also. Wieder. Ja. Es gibt QR-Code, Mohammed Chachour, Actor, Showrunner und Autor. Das oh, was, einzige, was? Oh, ja, was? Ja, ja, klar. Was? Das einzige Problem ist, dass dein Agent Türke ist, Bruder. Da wird leider nichts. Aber Mohammed, aber ja. Aus London, Türke aus London, nicht aus Berlin. Da geht's. Überall gleich. Stuntman haben sie vergessen, Stuntman. Bin ich nicht. Ja. Gott sei Dank brauche ich nicht auch noch zu machen. Nee, aber Showbible ist das, das Gesamtkonzept, Vorgeschichte, Backstory der, Dingens, der Serie und halt für 3 Staffeln vorgeplant. Oh. Aber ja, das ist etwas, ich dachte, das geht um die Bibel. Ich dachte, das ist die Serie, die heißt Showbible. Genau, die, heißt, die Serie heißt Showbible. Ja. Genau. Ja, aber ich finde es eine geile Idee. Also gerade weil das so eine unberührte Szene ist. Die unberührte Szene ist lustig. Ja. Und du hast halt so eine diese gewisse deutsche Identität, die leider mittlerweile in Deutschland und in deiner ganzen Generation fehlt. So. Ja, man muss halt ehrlich richtig sagen, Hooligans so unberührt hat viel mit ist es nicht. Zu tun. Und das kommt auch daher. Die Idee kommt daher, dass eben nicht so unberührt ist. Ich habe einen Tatort gesehen, wo dann guck mal, ich kenne die Community ein kleines bisschen über den Sport. So, ja. Man bekommt ja ein bisschen was mit, wenn man im Osten trainiert. Und die haben das, ich finde, die sind bisher, die deutsche Filmszene ist bisher sehr respektlos mit der deutschen Hooligan-Kultur umgegangen. Und wenn du Film machst, ja, wenn du Film machst, dann sagt man, geh respektvoll mit deinem Thema um, judge dein Thema nicht und vor allem pack nicht deine politische Überzeugung über ein Thema, sondern versuch mal ein bisschen zu erforschen. Wieso sind doch alles Nazis? Und wenn eine Frau in der ersten Reihe auf dem Acker steht, auf dem Acker nicht mehr Acker ist und diese 50-Kilo-Frau einen 90-Kilo-Mann ausnockt, dann sage ich als Kampfsportler, der sagt, ja klar kann eine Frau trainiert sein, aber wenn ein Typ trainiert ist und eine 50-Kilo-Frau von einem 90-Kilo-Mann steht, die knockt ihn nicht aus, dann weiß ich nicht, ob da so viel Wert auf Realismus gelegt wurde oder ob da mehr Wert darauf gelegt wurde, Leute nicht wütend zu machen. Leute nicht zu verärgern. Ich weiß, was du meinst. Genau. Es gibt, es gab die Schiebeck-Brüder, vielleicht sehen die gerade zu auf jeden Fall. Heiko vor allem, der hat mein Meine-Stadt-Video damals gedreht zum Beispiel und hatte die fast alle Erstgeneration Bushido-Videos auf Agro gedreht. Alles, was so berühmt war damals. Ja, das war eine große Produktionsfirma und die Jungs waren halt auch BFC-affin. Yeah. Ja. Und Heiko wollte mich öfters mal mitnehmen. Ne? Ich habe auch schon ein paar Einladungen gehabt. Und der hat mir auch schöne Sachen erzählt. Parkbank irgendwie ausgerissen und auf einen Dude geworfen, der gerade eine Pumpgun gezogen hat aus Polen und Ahnung. Diese ganzen Geschichten kenne ich sogar. Lustige Geschichten auf jeden Fall. Und irgendwann kriege ich dann einen Anruf, weil ich sollte einmal zu dem BFC-Ding mal mitgehen, aber ich hatte keine Zeit. Auf einmal ruft mich Heiko an. Er sagt so, ey, wärst du mal mitgekommen? Und ich kann ganz schlecht verstehen, weil er ist im Stadion gerade. Wir rennen gerade alle aufs Spielfeld. Es ist unfassbar, Mohammed. Mein Junge, den ich früher trainiert habe, der ist auch eine ganz große Nummer geworden. Haben wir früher Boxen beigebracht. Der ist eine Riesennummer und ich war letztens bei der Hertha Hardcore, bei der Ultra-Party, die Hooligan-Party auf Deutsch, die habe ich moderiert. B war auch eingeladen, B wollte nicht kommen. habe ich ja gesagt, die Party, K- und N-Party, war ganz schön. Die hatten nicht mal einen auf der Bühne. Ich habe 3 Lieder gemacht. Da war nur eine Stunde Dildo-Show, alle Töfte. Aber das, da sind auch ganz stabile Leute, da sind auch mittlerweile viele mit dem Kampfsport verbunden. Ja. Von allen ein bisschen, aber sehr angenehm friedlich mal wieder. Die sind also ja auch viel mit uns alles friedlich. So. Die sind viel mit uns auf der Matte, deswegen ich will mir das auch nicht mehr reintun, dass die dann immer, ja, das, dieses Schwarz-Weiß-Gelabere und die müssen jetzt. Hooligans sind auch Menschen. Ja. Darum geht es ja gar nicht. Außer der lyrische Hooligan. Außer der lyrische Hooligan. Mit seiner Schablone auf alles zu. Ja, ist doch immer gut. Realismus reinbringen ist nie verkehrt. Authentisch mit den Leuten, die wirklich da drinnen sind, zusammenzuarbeiten, sich den Input zu holen, ist nie verkehrt. Nicht irgendwelche Agendas reinzubringen. Da ist wird nicht jetzt auch gerade noch von, glaube ich, ich weiß nicht. Viel Spaß nicht, dabei erstmal. Aber ich hatte in einem anderen Rahmen solche Gespräche und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass das so nicht geht.
Aber ich glaube, die merken auch langsam, dass es so nicht geht. Es ist, na, man muss halt standhaft bleiben und stark bleiben. International. Weißt du, die Zahlen gehen runter. Alles, alles Bullshit. Ja. Dachel Inside arabische Clans. Natürlich. Don't Call It Soccer ist in der Mache. Freut euch drauf. Applaus. Choke. Choke, 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 choke. Takedown Podcast, gebt euch. Yalla. Ja, Shahur Clan. Shahur Clan, so ist er. Ja, aber er ist auch noch da. Ey, Mohammed, der Nachbar ist weg. Nee, der mich ist okay. Der Nachbar ist weg. Er war ein V-Mann. Genau. Alle sind fertig. Ey, aber wir hatten ja eigentlich so positives Ereignis, negatives Ereignis und Arschloch des Jahres, Person des Jahres, Film, Serie. Nur wenn es euch ganz schnell noch irgendwie was einfällt, haut raus. Soll ich noch fertig machen dann? Ja. The Last of Us, Serie des Jahres, Arschloch des Jahres, unsere Regierung, negatives Ereignis des Jahres, Krieg, positives Ereignis, hatte ich ja gerade gesagt. Finde ich gut. Gut gesagt. Applaus. Kann ich mich anschließen. Positives Ereignis ist, dass wir dieses Jahr eine Planung haben, auch in eigener Sache, Gym, Eröffnung, ja. Verhandlung. Yes, yo. Geil, geil. Ja. Auf jeden Fall. Ich werde der Hausmeister. Und, Hausmeister Boogie. Neues Mikrofon, neues Laptop. Neues Mikrofon, neuer Laptop für den Takedown-Podcast, damit ich nicht mehr abstürze. Kein Absturz von Saman mehr. Aber ikonisch. Ikonisch, ja. Die Abstürze. Ich gucke dann immer und dann sehe ich, sein Bild ist schwarz. Und bei dir Abo Rückenfeller. Ist er noch da? Abo Rückenfeller. Ich habe noch, bevor ich rausgehe, wurde ich selber noch da? Saman und Technik. Wer hat's geschrieben? Mohammed Ahmad Shahur. Sehr geil. Hat er gut gemacht. So, ja. Wenn du so eine Freunde hast, brauchst du keine Feinde. Das stimmt, aber ja. Und manche Freunde sind besser als Feinde zu haben als Freunde. 100 pro. Wir verabschieden auf jeden Fall das alte Joke-Team. Ja, es war mir ein Blumenpflücken. Das soll das letzte Mal sein. Das war ein rassistischer Angriff. Da hat der Mohammed Shahur noch einen Popel in geschmissen. Ja. Ja. So, also auf jeden Fall. Das Ding hier abchecken, falls ihr es noch nicht abgecheckt habt, und alle anderen weiteren Projekte von Mohammed Shahur natürlich auch unterstützen. Auf jeden Fall checkt ab, die Glutamine, ja, von Check Plus, genau. So sieht's aus, Dachin. Inside von arabische Clans. Ja? Jetzt mal Wettermann auf. Das war der Wettermann auf Arabisch. Bitte für den Tag, dass er in der Sonderle auf die Fresse bekommt. Bruder, ich bin da jeden Tag, die lieben mich. Ich werde so lachen mit Check, der in meinem Mund daneben sitzen, und ich würde sagen, Hammer. So. Oh, der OG mit Herz, ja, Herzog. Servus, wie geht's euch, Jungs? Willkommen zurück, ja. Mein Bruder. Mein Bruder Herzog. Her, ne? Ich war ja damals lange, mit PTK hier. Boah, ja, ganz lange. Sechsten Folge oder was? Ja. Stimmt, einer der ersten Mal Bruder Herzog. Viele Leute wissen auch nicht, Bela sagte, halte die Silvestershow familiär. Viele Leute wissen gar nicht, dass wir eigentlich schon seit den TV-Straßen-Sound-Interview. Bela hat er damals was ganz krass gesagt. Sonst zähre ich mal von meinem geliebten Partner, von seinem Wissen. Er zerrt durch meine Dummheit, er lacht auf, deswegen. Gott sei Dank, wir müssen auch mal lachen. Und Herzog hat so eine Theorie gesagt von der neuen. Die 7,5 Intelligenzen, Digga. Das fand ich krass. Wenn wir das noch einmal, ich habe das, glaube ich, schon Belas zweimal probiert zu erklären, ich habe es nie geschafft. Willst du es mal ganz kurz erzählen? Weil wir haben ja ziemlich viel Kontakt. Also im Prinzip, um das mal runterzubrechen, besagt es einfach nur, dass jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise intelligent ist. Es gibt keine dummen Menschen. So. Jeder hat unterschiedliche Stärken. So. Und die gilt es halt rauszufinden und zu fördern. Ne? Der eine ist mathematisch begabt, der andere kann gut mit Sprache umgehen, der andere ist motorisch sehr begabt. Also, ja, es gilt halt wirklich rauszufinden, was sind deine Stärken. Und in dem Schulsystem, was hier in Deutschland vorherrscht, da wird darauf gespuckt, Digga. Da geht es gar nicht um individuelle Förderung, sondern. Aber letztendlich ist ja das Schulsystem auch nur dazu da, die Leute gefügig zu machen. Ne? Eine Autoritätsperson hat respektiert zu werden, du hast die Fresse zu halten, dich zu melden und nur zu sprechen, wenn du aufgefordert wirst. Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, da werden junge Menschen, Kinder, die eigentlich draußen in der Natur bei Tageslicht spielen sollten, am helllichten Tage in einem viereckigen Raum mit künstlichem Licht eingesperrt und müssen dann halt diese Agenda, dieses Programm sich eintrichtern lassen. Also das Schulsystem ist mehr als fraglich auf jeden Fall. Da hast du jetzt hier eine Granate hier zu. Er war rausgepackt einfach. Silvester-Show. Ich dachte, jetzt geht es so um Spaß und leichte Kosten. Weed und so. Wir können auch über was ganz Softes reden. Nein, ist doch gut, aber. Aber hat er schon recht, es ist dieses fleißige Arbeitsameisen-Prinzip. Ja. Weißt du, was ich meine? Du sollst ein Hamster in deinem Rad sein, ja, und das auch dieses Rad gar nicht in Frage stellen, sondern morgens pünktlich auf Arbeit erscheinen, ja, und da drin, ja, laufen, und zwar stramm, ohne zu murren, Digga. Das ist schon crazy. Und das habe ich auch oft schon gesagt im Podcast, dass ich auch finde, auch alleine so Institutionen wie Kindergärten und so, ist einfach auch zum Teil, dass das System ganz früh halt Einfluss auf die Erziehung der Kinder hat. Also auch sprich, so grundlegende Sachen, die jetzt auch besprochen worden, ist halt meiner Meinung nach auch, manchmal hat es seinen Sinn,
Aber auch manchmal, im größten Fällen ist es auch zur Kontrolle und einfach absolut zur Verstaatlichung der Saat. Ne? Mhm. Ähnlich wie ich bei einem großen Podcast meinte mit Gillette Eichel, dass die Polizei meist nur die Obrigkeit beschützt, finde ich so, sind die ja so Trichtern, die schon ein bisschen so den Chip im Gehirn ein. Da bin ich voll bei dir. Die Obrigkeit, die schützen sich ja auch gegenseitig sehr gut. Ne? Also wenn dann da 5 Bullen vor Gericht stehen und gegen dich aussagen, da ist deine Aussage auch überhaupt nichts wert. So. Ja. Die 5 Bullen, deren Aussage wird beim Richter immer höher gewertet als deine, Dicker. Und die decken sich ja dann auch noch gegenseitig. Da sagen sie, you got 5 on it. Yeah, on it. Ja, wenn du jetzt mit 10 Kumpels kommst und gegen den einen Bullen aussagst, dann sieht die Sache wieder besser aus. Die Frage, wie viele Vorstrafen die 10 Kumpels haben. Wie glaubwürdig die denn sind. Hoffentlich nicht 10. Hoffentlich keine 10 Vorstrafen. Das Problem generell, was ich ja sehe, weil ihr gerade Polizei erwähnt, ist, meine Mama hat immer gesagt, als ich klein war, wollte ich Polizist werden, so als ich ganz klein war. Okay, und meine Mutter hat da immer schon gesagt, nee, wirst du nicht, weil die dürfen keine eigene Meinung haben. Ah, ja, okay. Das hat Mama gesagt. Das hat Mama gesagt, ja. Mama hat gesagt, die müssen immer die Meinung der Obrigkeit haben, desjenigen, der gerade an der Regierung ist. Weißt du, was ich meine? So, ich meine, ich habe auch andere Polizisten kennengelernt. So, ich meine, ich glaube, wir sind alle am Tisch hier nicht so die großen Polizeifreunde, sage ich mal. Naja, ja, okay, bei Boogie, ja, Dicker. Ja, Dicker 31er. Weißt du, was ich meine? Du, auch wenn ich nichts mache, kommen die in meine Wohnung mit vollen Laune und gucken, was da ist. Siehst du, weil du die einlädst. Ja. Das war zum Beispiel. Die mögen dich einfach mehr als andere. Maskenkarneval am Kameradenweg, ja. Ah, crazy, Alter. Ey, aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ganz ehrlich, du wärst schon eigentlich Archetyp-Polizist. So, warum? Von der Art und Weise würdest du da voll in den Verein reinpassen. Ich dachte immer, ich bin Archetyp Hooligan oder Nazi, Digga. Naja, gut, das passt. Das ist ja jetzt ein Kompliment. Also, das andere nicht aus. Ich passt, aber übrigens, darf ich euch mal vorstellen, ist mein ältester Freund, mein großer Bruder, Commander Abu Langwitz. In Bezug auf Alter? Ja, ich bin der Älteste am Tisch, glaube ich. Ja. Ja, wisst ihr auch, aber jetzt sitzt ja eiskalt 3 Glatzen mit einem Perser am Tisch. Was ist denn da? Hat auch eine Glatze. Glatze ist Glatze. Ey, Alter, ich glaube, wir sind alle Glatzköpfe. Wa? Ach, du auch mit Leuten? Verdammt guter Haarschnitt, Digga. Also, ja, als hätte ich mein Podcast hier, ein Nazi bei Freunden. Nein, geil. Und mein Bruder Commander und Bela hat es sehr schön erzählt, weil ich finde, Commander ist sehr gerecht. Im Hood auch. Aber Commander ist. Ich schon oft gehört. Genau, Commander ist seit meinen ersten Tapes. Für deutsche Ärzte wie Commander und so. Ja, ja. Immer gehypt. Commander hat damals sehr viel Einfluss auf mich gehabt, war schon der große Bruder. Mich auch immer bei sich schlafen lassen und auch immer oft mal Weihnachten gefeiert, wenn der Haussegen schief war. Mhm. Seine Mutter hat großartige Sprüche und hat mich auch immer gestärkt. War oft, weil ich liebe meine Mama, die pflege ich gerade, aber oft war seine Mutter so auch die Bezugsperson. Und Commander ist wirklich, wie Belasch sagt, sehr gerecht. Auf der einen Seite, da ziehe ich Parallelen zu Belasch, hat Commander kein Mitleid für groben Unfug. Bei Commander kriegst du keinen Daumen hoch, wenn du in den Knast gehst, hat sein ganzes Umfeld gemacht und diese ganzen Sachen. Commander und ich rennen von sowas weg. Ich glaube, ich bin der einzige Freund, den er viel verziehen hat. Und er sagt auch, hätte er noch einen wie mich, würde er aus Berlin wegziehen. Das versteht B auch. Fremdenlegion, habe ich gesagt. Ja, liegt voll und ganz bei dir. Ich werde es nie vergessen, Herzog. Ja? Einen hältst du aus. Den habe ich schon ganz oft erzählt. Wie Kramp Commander kriegen wir ganz selten aus. Gerade doch so. Ganz selten kriegen wir Commander aus dem Hut. Wie die alten Kreuzberger Black Panthers mit dem war. Mhm. Und eben ist auch schon wieder passiert, warum er auch dann selten rausgeht. Da passiert immer was. Einmal nehmen wir mit zum Backstage, so auf einer Party. Und er geht nie weg. Und dann war auch so ein Mädchen. Commander hat sich einfach mal wohlgefühlt, ganz kurz. Heger schmeißt eine Weile. Ich nehme die Baseballkeule, zieh durch, Alter. Und Gene, ich sage, nein. Puh, Commander, die ganze Cocktail explodiert, ich werde es nie vergessen. Commander steht auf, Commander war früher mal viel breiter als wir und so, ne? Hat damals immer eine Schleckentech gemacht als Kinder, er konnte mich nicht hauen, hat uns abgeschleckt. Und auf einmal steht Commander auf und schreit nur so, danke Gott für meine behinderten Freunde, er war so angewidert. Und Commander hat mich morgens auch mal aufgetreten, so. Mitten am Bauch, also halt sag mal, abends alle dann... Er wird immer sympathischer, der Commander, je mehr ich höre von früher. Aber wenn ich ganz ehrlich sagen muss, mit Treten muss ich auch mal Props geben, Digga. Ich kann mich auch noch an die Situation erinnern, wo wir bei Mach hart gefeiert haben, kannst du dich noch erinnern? Und irgendwann wache ich morgens auf, Digga, weil irgendwer wirklich wie ein Psychopath auf mir rumspringt. Ja, in meinem Bauch, so als ob ich ein scheiß Trampolin bin. Groß war. Tony D. Ich schwör's dir. Und ich gucke ihn an, ich sag so, bitte, Digga, bist du behindert oder was? Commander war so, Belasch und Herzog, der war halt so immer körperlich überlegen. Also auch damals, da gab's keine Hierarchie bei uns in der Siedlung, wenn ich bei ihnen war. Also Commander war einfach schon so stämmig. Ich war immer groß und dick. Ja. Das haben wir oft schon ja, das ist ein Vorteil. Wir haben ja oft schon erzählt. Kann schon sein, ja. Kennen die Fans. Wir haben uns ja kennengelernt, als ich von Sophie Scholl von der 7. in die 8. runtergeflogen bin, auf Brøndby kam. Ich war Leistungssportler, wirklich mit Wettkämpfen. Hab immer eine 6 oder eine 5 im Sport gehabt. Einmal kam mein Vater böse an. Hat es nicht geglaubt, aber man musste
Sportlehrer auch ein bisschen verteidigen. Ich habe immer Bon geraucht, konnte mich nicht bewegen. Das ist beim normalen Unterricht nicht aufgefallen. Beim Sport wurde es dann eng. Und Commander aber hatte immer auch, obwohl er immer auf der Bank saß und wir immer nur Tapes gehört haben, wir waren so Hip-Hop-affin. Und Commander hatte immer eine 3-, weil er musste immer die Geräte nur auf- und abbauen, weil er so dick war. Spannend. Er musste immer auf- und abbauen. Ja. Herzog. Jawohl. So lange her. Ja. Was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Kannst du wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben. Also das Größte und Wichtigste, was passiert ist, war die Geburt meines Sohnes. Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Ist ja dann doch schon ganz schön interessant, wie sich die Perspektive auf das Leben als solches und auf das eigene verändert, wenn man Vater ist oder Vater wird. Ja. Und viele Dinge, die vorher unfassbar wichtig waren, haben absolut an Bedeutung verloren. Prioritäten, Perspektiven haben sich komplett verschoben. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Prozess. Ich bin dadurch auch, bin ich der Meinung, gewachsen und gereift, wie es im besten Fall bei jedem passiert. Ne? Was ist denn unwichtig geworden? So diese ganzen Business-Sachen, die vorher immer so mein Leben bestimmt haben und da was machen und dort und überall und umtriebig sein. Und sag das Wichtigste, ich als dein Freund weiß, kann man Tacheles reden, wenn ich schneiden will, du feierst nicht mehr seit einigen Jahren. Keine Partys mehr und Exzesse. Ich drehe nicht mehr so durch, ja. Es ist auf jeden Fall um einiges ruhiger geworden. Ich bin mehr bei mir, mehr gesammelt. Mein Gehirn funktioniert wieder auf Hochtouren. Nicht mal am Kameradenweg, deswegen lässt sich bei mir nicht mehr blicken, wa? Ja doch, ich war letztens bei dir und hab noch eine Bon mitgebracht, toll, sogar als Geschenk. Schön. Aber apropos Geschenke, ich habe natürlich auch eine Kleinigkeit dabei, jetzt leider für den Commander und für dich nicht, außer ihr wollt es durch drei teilen. Ne? Ich habe dir ein Kinder Bueno mitgebracht, aber nicht nur irgendeins, sondern das Kinder Bueno 420 TH Comida aus Barcelona. Das sind sehr umtriebige Atzen, die Edibles herstellen. Die machen auch Snickers, Mars, Nutella, so, das heißt ja Ganja-Teller. Kriegen die keine Klagen oder so? Irgendwas? Ist halt oder ist undercover, ne? Undercover, okay. Genau, weil ist jetzt dann, kein dann kommt die Klage nach dem Podcast. Wahrscheinlich, genau. Applaus dafür. Blame on a boogie, baby. Nee, die sind schon eine Weile am Start. Ja. Ich wurde, schöne Grüße an Pasquale, ein italienischer Koch, den ich kenne, der selber Edibles auch herstellt. Der hat uns connected. Du bist ja ein richtiger Geschäftsmann, muss man dazu sagen. Du wuselst, wer dich kennt, du bist immer am Hustle. Ich bin runtergefahren, ich mache ein bisschen ruhiger jetzt so. Aha. Aber genau, neues Album ist jetzt im letzten Jahr entstanden und bin wieder sehr fleißig gewesen. Korrekt. Also man sagt ja auch, deswegen habe ich mich auch relativ viel zurückgezogen aus vielen Geschichten, die Zeit, besonders die ersten 10 Jahre mit deinem Kind, sind die intensivsten Jahre, die du jemals mit deinem Kind haben wirst. All die Jahre danach, du verlierst ja an Bedeutung. Mhm. Ne? Du bist zwar okay, der Papa der oder die Mama, die im Zweifelsfall da sind und das Kind auch irgendwie auffangen und so, aber irgendwann werden die Freunde wichtiger, dann sind die Hobbys wichtiger, das draußen rumrennen und Action machen wichtiger als abkapseln. Ja, normal. Das haben wir alle durch, ne? So und der Prozess ist uns allen geläufig und ich bin mir da natürlich auch im Klaren darüber, dass irgendwann ich nicht mehr so wichtig für meinen Sohn sein werde, wie ich es jetzt gerade bin. Und ist alles, ja klar, also die Perspektive macht auch. Mein Sohn ist jetzt 2 Jahre alt. Das ist auch der Erste, der Einzige. Der Erste und Einzige bisher so. Hast noch ein paar gute Jahre auf jeden Fall. Ja, also ich habe einfach mir gesagt, so die ersten 10 Jahre seines Lebens will ich komplett da sein, so intensiv wie möglich mit ihm verleben und auskosten. Und da sind dann halt andere Sachen einfach nicht mehr so wichtig. So dieses ganze Business-Kram und sowas. Ich habe paar Sachen sausen lassen, eine Sache eingestampft, auch um mehr Zeit zu haben. Mhm. Bin natürlich immer noch großer Fan davon, irgendwie so passive Einkommensströme zu generieren, links und rechts, dass man eben die Zeit hat, dann wirklich auch für sein Kind da zu sein. Zeit ist Geld. Absolut. Ist jetzt natürlich noch umso bewusster geworden. Und, bei dir ist ja andersrum, dann ist das Geld Zeit. Ne? Also da, wo du Geld verdienst, verlierst du Zeit. Ja. Okay, ja, stimmt, richtig. Gut gesagt, auf jeden Fall. Aber so oder so, ich genieße jeden Moment, jede Sekunde. Und Top. Du kriegst einen komplett anderen Blickwinkel aufs Leben. Absolut. Und es gibt Sachen, die waren früher so wichtig, die sind so scheißegal. Naja, weißt du, was ich meine? Also ich kann immer nur von mir sprechen. So war es bei mir zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Digga, ohne Scheiß, mein Sohn wird 18 nächstes Jahr. Ja? Und ich habe ohne Scheiß, ich habe noch mal eine verdammte zweite Kindheit.
wirklich dadurch. Mhm. Das fing an mit Zeichentrickfilme gucken, Bücher lesen, oh, Papa hat einen N64 bei eBay besorgt, wir spielen Super Mario 64, es ging weiter über PlayStation 3, so, wir zocken immer noch zusammen. Weißt du, ich meine, jetzt haben wir ja dieses gemeinsame Hobby mit McFit, Boxen, so UFC, voll. Weißt du, was ich meine? Voll so, nice, voll nice. Überkrass, Dicker, überkrass. Ich nehme das so lange mit, wie ich kann. Ich habe früher mal zu meiner Ex-Frau gesagt, 5 und dann nicht mehr wachsen. Beste Alter. Papa ist der Stärkste. Papa kann alles reparieren. Papa geht mit dir ins Kino. Keiner kocht besser als Papa. Papa erfüllt alle Wünsche. Nicht mehr wachsen. Aber ist halt egoistisch. Weißt du, was ich meine? Und die Kinder hören ja, guck mal, meine Mutter sagt auch, guck mal, du warst auch mal klein. Kannst du dir das vorstellen? Weißt du? Aber so, ich sag ganz, ich kann ganz ehrlich sagen, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, guck mal, es gibt ja diesen philosophischen Ansatz. Was ist der Sinn des Lebens und so? Warum bin ich hier? Was ist... Ich kann für mich ganz klar sagen, ich habe einen Sohn großgezogen bis jetzt. Mein Stiefel ist durch. Oh, ja, für mich. Da bist du auch immer mein Vorbild, Abo Langwitz, weil der Bezirk, du wisst von unseren Kumpels, die Kinder, die geraten alle, Krone Sohn jetzt SV, bist echt ein Vorbild. Digga. So, Herzog. Jawohl. My friend. Wir haben ja jetzt gerade das Ende von 2023 quasi vor der Haustür. Mhm. Deswegen, was war denn das positivste Ereignis für dich dieses Jahr und das negativste Ereignis? Gute Frage, B. Also das positivste Ereignis des Jahres ist, kann man beim Thema bleiben, eigentlich jeder Tag mit meinem Kind. Vor 3 Wochen war es natürlich sein Geburtstag, so, das war ein großes Highlight, als er 2 geworden ist, die Familie zusammengekommen ist und so. Aber unabhängig davon, was mir jetzt so spontan noch einfällt, ist auf jeden Fall, weil ich großer Basketball-Fan bin, der WM-Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Ach, haben die gewonnen? Applaus. Ja, Mann, Applaus. So, ja. Siehst du, haben echt wenige mitbekommen. Musste schon ein bisschen basketballaffin sein. So. Ich war sehr basketballaffin in meiner Jugend. Früher, ja. Ich habe jeden Tag gespielt. Stabil. Also, als der Böcklerpark noch heiß war in den 90s. So. Aber jetzt mittlerweile, da ist die Luft raus. Jetzt dann doch lieber Prügelei. Komm mal. Ja, aber wir haben viel Potenzial, viele Talente mit Franz Wagner, Moritz Wagner, die beiden Berliner Brüder, die auch bei Orlando Magic spielen und gut ausrasten. Hab auch letzte Nacht wieder das Spiel von denen geschaut. Da bin ich sehr hinterher, verfolgt es. Dennis Schröder bei den Raptors, ein bisschen weniger, weil die Raptors als Team jetzt für mich nicht ganz so interessant sind. Aber Orlando, da entsteht was, auch mit Paolo Banchero. Aber die habt ihr wahrscheinlich alle gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin voll der NBA-Fan, so, hab auch die App auf dem Handy, guck nachts spät 2-3 Uhr dann die Spiele live und so. Und ja, das war auf jeden Fall ein Highlight für mich, der WM-Sieg, weil Deutschland der absolute Underdog war und auch. Also das war ja überhaupt nicht abzusehen, dass wir mal so einen Titel gewinnen. Auf dem Weg dahin haben wir im Halbfinale die USA weggemacht. So, es war auch ein Basketball? Basketball. Hätte ich aber als Laie gesagt, das hätte ich ja nicht gedacht, ne? Schau es dir nochmal an. Also Deutschland, USA war ein absolutes Highlight. Ja, das hätte ich nie gedacht. Applaus für Deutschland. Genial. Andi Obst auch mit den ganzen Dreiern da gegen die Amis. Also die Amis hatten den nicht auf dem Schirm. Danach haben bestimmt ein paar NBA-Rekruten drüber nachgedacht, ob sie den nicht mal mit auf den Zettel packen. So. Ja, das war schon eigentlich krass, ist schon ein historisches Ding eigentlich. Absolut, ne? Deutschland, Digga. Basketball-Weltmeister ist schon krass. Ist den meisten, glaube ich, gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, als ich Basketball geguckt habe und so, ich hatte ja so diese, ich sag ja immer so, diese golden NBA-Zeit, ja, hier Jordan, Grant, Pippen. Mhm. Ja, Johnson, Magic Johnson hat. Mit Rodman, weißt du, diese goldene Chicago Bulls-Zeit, wo eigentlich keiner irgendwas gegen die Bulls machen konnte damals. War ja, ich sag ja ganz ehrlich, hätte es Jordan nie gegeben, wäre Pippen wahrscheinlich auch ein Superstar. Er war ja sowieso ein Superstar. Aber Dicker, der war einfach Michael Jordan. Ja, und ich würde heute immer noch sagen, ich habe nicht so viel Ahnung vom Basketball mehr heute, aber ich würde immer noch sagen, so, der krasseste ist immer noch Jordan, oder? Also, ich meine, du hast also, jetzt James und so. Ja. Aber ich fand Jordan halt immer. Von der Legacy auf jeden Fall. Ja, von der Legacy würde ich auch Jordan sagen in der GOAT-Debate, rein von der Athletik und von den ganzen Stats und Rekorden und so, müsste man eigentlich für LeBron so ein bisschen die Partei ergreifen, aber rein vom Status und wer am meisten für den Basketballsport tatsächlich weltweit getan hat, mit Abstand Michael Jordan auf jeden Fall. Krasser Typ, Alter. Ja. Ohne Worte. Voll. Obwohl, frage ich, weil ich ja wirklich von uns drei, glaube ich, der komplette Laie bin, war es nicht Magic Johnson schon vorher? Klar, es gab ja immer mal wieder einen Goat, so, ne? Aber Michael Jordan hat halt dann alle übertrumpft. Aber ich kann mich noch erinnern, vielleicht habt ihr das auf dem Schirm, 1998
Alexanderplatz, Berlin Mitte, hatte Nike aus so recycelten Materialien einen Basketballcourt hergestellt. So der ganze Boden war aus irgendeinem recycelten Material. Und der wurde 1998 oder 99 war es, ich bin mir jetzt nicht mehr 1000% sicher, von Michael Jordan eingeweiht. Ja, am Alexanderplatz, Digga. Ja, überkrass. Und da stand ich und habe mich damals tot gefeiert. Ich war da, wie alt war ich? Ich war 12. 13 Jahre alt, so ein kleiner Steppke, Digga. Das war wirklich die heiße Phase. Das ist genau die Zeit, wo wir auch die ganze Zeit aktiv waren. Ja. Wie alt warst du mit 13, Herzog? 13. Geil, ja, bei ABC waren immer die Alba-Spieler, ne? Da fällt mir immer, Digga, da fällt mir ein Atze von mir ein, der heißt Burn, und der hat mich mal gefragt, wie viel bei mir ein Zehner kostet, Digga. Da bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Fünfer, Digga. Hey, vielleicht habe ich den vorgestern getroffen. Burn, hör zu, ich war erstmal Grüße als Ape Gym, da kann ich zurzeit immer trainieren. Da haben die Sauna, ist ja angenehm. Natürlich nicht für die anderen, die in der Sauna mit mir sind. Ich bin da nackt. Du da rein gehst, ja. Und da war einer, ich fahre immer auf HFBVG, halt wissen die Leute, Spaß geht und geht schnell. Und kraus die Kontrolettis weg. Und dann kam in der Schlossstraße vor 2 Tagen. Ey, ich bin der Bruder von Herz, war nicht, ich kenne ja deinen Bruder, 86 Kilo, genau. Grüße an den, der war stinkbesoffen, doch, ich bin der Bruder, er hatte fast schon einen epileptischen Anfall. Nein. Und er hat einfach mal von Friedrich-Wilhelm-Platz bis Rathaus-Stegels nur Lobeslieder auf dich geredet. Das kann eigentlich, ja, also, dein Bruder, Friedrich-Wilhelm-Platz. Er ist ein Deutscher, der ist Friedrich-Wilhelm-Platz eingestiegen. Hatte er der schwarze oder blonde Haare? Also der hat, die Wimpern waren über den Augen. Okay, dann war es Burn, Digga. Aber ganz angenehmer Typ. Zeig dir ein Foto, Digga. 100%, so wie du von der Statur. Sehr euphorisch. Man könnte ein paar BTMs im Spiel gewesen sein. Jetzt hat da kein Foto drin. Scheiß drauf. Munkelt, oder was? Den brauchst du auf der nächsten Tour. Der hostet dein Ding. Der hat eigentlich den Bus gehostet mit deinem Namen. Digga, ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Atze. Ja. Den habe ich auch schon eine Weile nicht. Na, damals war ja Nirk Nowitzki, war der berühmteste? Dirk Nowitzki. Vorher war Detlef Schrempf, war, glaube ich, der erste Deutsche, ne? Ja. Ich habe eine geile Stripperin, die heißt Twerk Nowitzki. Ja, meines Erachtens war er. Ich glaube schon, oder dünneres Gesicht. Wörnchen, doch. Grüße, Digga. Da ist aber fit, ne? Da ist er fit, ja, vor einem Jahr so. Ja, ist auch gut dabei. Gut dabei, ja. Der ist gut dabei. Winter schneit auch überall mit ihm, ne? Auch der hat auch mal, was hat er mal rausgehauen? Im Sommer ist im Schnee am kühlsten. Ja, nein, der hat. So, ja, what? Der hat dich gehostet. Mindestens 3 Busstationen gehostet. Ich dachte schon, krass, bezahlte krass. Werbung. Dass sie überall rumlaufen lässt, die kaufen ein Album. Die einfach darauf gefeiert haben, dass er dich dann auch trifft. Okay. So, was erzählst du jetzt hier? Ja. Damit ich noch mehr zum Rausschneiden habe? Richtig. Herzchen, wir waren bei Negativereignis des Jahres. Negatives Ereignis des Jahres. Hast du auch ein Arschloch des Jahres? Ist jemand, ja, so das fällt fast zusammen. Also Arschloch des Jahres mit großem Abstand für mich ist Benjamin Netanyahu. Oh, aber wir wollen jetzt hier nicht zu viel politisches Fass aufmachen, oder? Ey, du kriegst hier eine Menge Daumen hoch gerade. Ja. Also, ja, am Tisch meinst du ja. Ja, 100%, ja, das ist sowieso wahrscheinlich. Mädels, und ja, Negativereignis des Jahres kann man da natürlich direkt mit anführen. Ist ja die kontrollierte Zerstörung Gazas und die Kriegsverbrechen der IDF, also der Israel Defense Force, gegenüber den Palästinensern. So, man muss dazu sagen, meine Frau ist arabisch und die Hälfte ihrer Familie ist palästinensisch, und da kriegst du natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen Input und hörst auch viel von der Seite, die medial überhaupt nicht thematisiert und aufgegriffen wird. Was du da an Fotos und Videos zu sehen bekommst, fällt's vom Glauben ab. Das ist nicht mehr, also, war da wirklich schlecht, Digga. Da hast du was gesagt. Wird mir echt schlecht. Ich denke mal, das kann man nicht toppen als Negativereignis des Jahres. Kann man nicht, das kann man nicht. Endgegner ausgepackt gerade. Ja, das Endgegner wirklich. Ich wollte jetzt fast schon hier eine Schweigeminute, das macht keinen Sinn, aber ist krass, hat alle beeinflusst. Kann man nicht toppen, also, Digga, wenn du da die Schulen wegbombst, die Moscheen, die Krankenhäuser, Wasseraufbereitungsanlagen, Essensproduktion und sowas, dann keine Hilfsgüter zulässt, wochenlang, und Digga, was ist das? Also, wie unhuman und radikal kannst du bitte sein? Und das ist ja auch nicht ein Konflikt, der erst seit ein paar Wochen besteht. Das ist halt wieder eskaliert und am Überlaufen das Fass, aber man braucht sich ja nur die letzten Dekaden der Siedlungspolitik Israels nochmal veranschaulichen und wie viele Menschen das gar nicht auf dem Schirm haben teilweise, dass sie ja tagsüber in die Häuser auch
in Westbank und so da reingehen, ja, tagsüber, die Palästinenser sind arbeiten, kommen wieder nach Hause und dann ist aber das Haus besetzt von Israelis und die sagen, ja, kommt hier halt nicht mehr rein, das ist jetzt unseres. Und das haben die nicht nur einmal gemacht, das haben die tausende Male gemacht, Digga. Also, klar heißt ich Hamas nicht gut, aber wenn du besetzt wirst und unterdrückt wirst, dann bildet sich ein Widerstand, ja, dann, das lassen sich Leute nicht ewig gefallen, so. Und ich meine, brauchst ja nur mal den Zweiten Weltkrieg gucken. So, für die Nazis waren die Partisanen und die Untergrundkämpfer ja auch eine Art terroristischer Gegenpol. So, ne? Die dann auch im besten Fall alle gleich noch ins KZ gepackt wurden und sowas. Also, wo Unterdrückung ist, da findet auch Widerstand statt. Das ist doch, das liegt doch auf der Hand. So. Da hast du auf jeden Fall recht, ja. Es ist eine eklige Situation für dieses Jahr, haben wir so oft schon in diesem Podcast angesprochen. Wer da die Details drüber wissen will, kann sehr gerne zurückgehen zum Podcast mit den Grenzgängern, ja, zum Podcast mit Daniele Ganser und auch bei den anderen. Alles, was innerhalb der letzten Monate passiert ist. Ja, habe ich mitbekommen, Thema, dass ihr auch sehr politisch wart. Hat mich sehr gefallen, halt, Alter. Also, auch Ernst Wolf hat auch zum Ernst Teil. Wolf, ja. Auch sehr interessant. Also, was ich halt so krass finde, ist, ganz unabhängig von dem Konflikt ist, Wenn du beobachtest, wie die Medien damit umgehen, ne? Mhm. Also das finde ich sehr interessant. Dieses mediale Ding, dieses Stimmungsmache-Ding, so, weißt du? Natürlich. Oder so, guck mal, das ist genauso dazu, wie in Deutschland kannst du behaupten, nehmen wir mal jetzt als Beispiel, keine Ahnung, Alter, Russland greift die Tschechien an. Ja, greift Tschechien an. Digga, dann sind wir auf einmal alle Tschechen, ja, und stehen alle hinter Tschechien, ja, so. Das hörst du ja, was unsere Politiker sagen, ja, Deutschland, frag doch mal in Deutschland, Digga, wer hinter irgendwem steht. Weißt du? Aber das ist auch der Punkt mit der Demokratie, die wir haben. Ja? Du wählst einen Vertreter des Volkes. Volksabstimmungen sind in Deutschland generell nicht willkommen. Weißt du, was ich meine? Das wird nicht gemacht. Genau. Das wird einfach nicht. Guck mal, wir gehen jetzt einfach nur in die Schweiz oder Schweden. Ja, genau. Guck mal, du nimmst nur das Beispiel Euro. Ja? Warum gab es keine Volksabstimmung in Deutschland? Ganz einfach. Hätten die in Deutschland gefragt, wollt ihr Euro oder wollt ihr D-Mark? Was meinst du, was wäre dabei rausgekommen? Ja? 85% der Deutschen hätten gesagt, wir wollen die D-Mark behalten. Weißt du? So. Und deswegen wird sowas nicht gemacht. Aber ich finde es halt jetzt interessant, einfach mal neutral zu beobachten, was die Medien draus machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, ich meine, wenn ich dann lese, Free Palestine ist das neue Heil Hitler. Das ist so albern, Digga. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Dicker, da frage ich mich auch, wenn du sowas sagst, du bist ja auch, egal welche Agenda in dir steckt, du bist immer ein Mensch. Und wenn du das in der Öffentlichkeit sagst, Dicker, so eine Sachen, ja, dann frage ich mich ganz echt, dann zweifle ich deinen Charakter an. Ja, dann zweifle ich deinen Charakter an. Anzweifeln solltest. Ja, dass man dann auch ganz andere Sachen anzweifeln kann. Dicker, weißt du, was ich meine? Aber das sind so Sachen, wo ich mich frage so, und ich habe mich nie mit sowas beschäftigt, aber durch so eine Konflikte, auch diese Corona-Geschichte, fängst du an, dich mit sowas zu beschäftigen. Medien, Meinungsmache, ja. Und du merkst, das läuft schon seit Jahrhunderten auf diesem Planeten, aber durch die Mittel der sozialen Medien hast du viel mehr Power. Weißt du, was ich meine? Vor 200 Jahren konntest du Leute nicht so krass leicht beeinflussen in der Masse, weil du bist ja gar nicht an die Leute rangekommen. Aber durch diese sozialen Medien, weißt du, was ich meine? Was dir da vorgesagt... Guck mal, ich kann ja als Beispiel sagen, ich habe es gesehen bei meinem Sohn in der Schule, diese ganze Klimakleberscheiße. Ja, diese Klimanummer. So, ja. Ja, die Kinder sollen zu Fridays ein Scheiß, muss mein Sohn zu Fridays for Future. Ja, die Steuern sind dafür da, dass die Lehrer meinen Sohn unterrichten. Jetzt können wir wieder darüber reden, wie gut es ist, was er da lernt. Weißt du, was ich meine? So, ja. Das ist wieder auf dem anderen Blatt. Aber dieses, ja, die müssen da hinten Scheißdreck, muss der da hin. Wenn der beschult werden will, dann wird er beschult. Und da muss der da nicht hingehen. Du kannst auch kein Kind dazu zwingen. Weißt du, was ich meine? Ich meine, ganz ehrlich, wir sind früher zu Fuck-Chirac-Demos gegangen, weil wir wussten, wir können dann auf dem Kudamm kiffen, weil wir schulfrei hatten, Dicker. Wir wussten nicht mal, was da los ist. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt auch nicht anders. Die gehen zu Fridays for Future, weil freitags lieber Demo anstatt Schule. Klar, ja, natürlich. Einfacher Trick. Ja, aber da wirst du auch nicht schlauer von. Nee, weißt du, da kommen wir wieder zu dem, was Herzog gesagt hat. Ja, Lehrpläne und was weiß ich, Alter. Ja, ja. Leuten unwichtige Sachen zu erzählen, klar, die dir nichts für dein Leben bringen. Wo du nichts von hast. Ich sehe das, mein Sohn ist in der 12. Klasse. Ich sehe, was der in Mathe macht. Digga, das braucht kein Mensch. Ja. Das sind Sachen, die braucht kein Mensch. Die schaffen es ja selbst bei ihm in der Schule, ja, irgendwelche Algebra-Gleichungsscheiße in Biologie und Physik zu machen. Da wird nur irgendwelche stramme Scheiße durchgerechnet, weißt du? Ohne Hintergrund. Historische Fakten gibt es auch nicht wirklich oder dir werden keine Sachen gesagt oder irgendwas, was dich im Leben weiterbringt. Ja, und das ist dieses Kurzhalzen der Bevölkerung. Weißt du?
Absolut. Du sollst ja nichts lernen. Nicht schwimmen, du sollst ja nicht lernen, wie Geld funktioniert. Du sollst nicht lernen, wie Steuerrecht funktioniert und sowas. Das wird dir in der Schule halt nicht beigebracht. Dann bist du schlau. Um nochmal davor anzusetzen. Steuerrecht wäre sehr wichtig. Ja. Absolut. Ja, zum Beispiel. Absolut. Ja. Dann auf der einen Seite noch, dass die halt, die, mit man, da bringen sie denen gar nichts bei. Da gibt es manche Themen, die da überhaupt nicht hingehören, weil die Kinder viel zu jung sind, was Sexualisierung angeht. Klar, ich finde das schon, ich finde das schon mentale Körperverletzung. Weil, ey, wir sind, übertrag das mal auf deinen privaten Raum. Ich glaube, wir haben viel Toleranz. Trotzdem, wir reden nicht vor unseren Eltern so, wie vor unseren Freunden. Mhm. Und reden manchmal nicht die Witze, wenn unsere Kinder da sind. Vor allem junge Kinder. Richtig, und ich glaube, keiner würde es irgendwie dulden, wenn ich jetzt irgendwie ein 6-jähriges Kind beim Familientreffen bei euch in so ein Gespräch verwickle. Also da kriegt man nur Angst. Und es geht ja auch wirklich ganz viel über die Medien, ob es jetzt die Erziehung ist. Mhm. Wir haben auch gerade über den Konflikt geredet. Auch die Entsensibilisierung, Entmenschlichung der anderen Seite. Das geht ja alles über Eindrücke, die über Medien publik gemacht werden. Voll gerne. Ja. Da würde ich auch gerne nochmal ansetzen und einen Schritt nochmal davor einhaken. Und zwar leben wir in einer Zeit, wo du, oder das ist schon länger eigentlich so, ne? Also du kannst China kritisieren, aber du bist deswegen kein China-Hasser. Wenn du die Amis kritisierst, bist du ja nicht gleich ein Ami-Hasser. Aber wenn du Israel kritisierst, dann bist du sofort ein Antisemit. Sorry, wie kaputt ist das denn bitte? Das ist doch, da wird bei allem und jedem, was irgendwie dann nicht in die Agenda passt, die Antisemitismuskeule geschwungen, um die Leute mundtot zu machen oder in eine Ecke zu stellen. Also das ist das allerletzte. Und das ist System und das ist auch nicht erst seit gestern. Es wird seit vielen Jahren so durchgezogen. Hast du toll gesagt, Herzog. Ist so, aber die meisten Leute peilen es nicht. Nein, mir wurde es bewusst, als der Staatsschutz da war, wegen einem Post. Und jeden, ich sage immer, man muss sich mit Politik beschäftigen, weil jeden betrifft Politik. Oft die Ärzte auf der Straße wissen gar nicht, dass viele Situationen direkte Ergebnisse von Politik sind. Absolut. Ich finde es auch immer traurig, wenn ich mit Atzen da sitze und die sagen, ja, Politik und Wirtschaft interessiert mich nicht. Ja, okay, Dicker, dann ist dir anscheinend egal, was mit dir passiert. Weil da werden die entscheidenden Dinge beschlossen, die deine Zukunft mitbestimmen und du verschließt die Augen und kümmerst dich überhaupt nicht, machst dich nicht schlau, informierst dich nicht, was falsch bei dir. Genau, da nicht brauchst du auch nicht meckern. So, dann ertrag die Scheiße einfach. Ist ähnlich, wie ich Musikern sage, beschäftige dich mit, wie man Geld mit Musik macht, sonst macht jemand Geld mit deiner Musik. Absolut, ja. Gab es im Gegenzug dazu auch ein positives Ereignis, was wirklich herausgestochen hat in diesem Jahr? Auch in politischer Hinsicht oder irgendwas? Ist dir mal irgendwas aufgefallen? Feierst du irgendjemanden? Wählst du eine Partei? Nee. Ist da irgendwas? Also ich bin politisch sehr interessiert, aber ich bin dann doch wieder ein ganzes Stück unpolitisch, weil es keine Partei gibt, also auch gerade hier in Deutschland, die meine Interessen vertritt und bei der ich mich irgendwo aufgehoben fühle. Das gibt es nicht. Es ist am Ende des Tages immer wieder, was ist das kleinere Übel? Okay. Und das kann ja nicht die Grundlage für eine gute Wahl sein. So. Also, ja, sehr gut gesagt. Andererseits ist natürlich auch erschreckend, dass speziell in Europa dann immer mehr Rechtsruck in diversen Ländern stattfindet. Aber ich denke, egal was gewählt wird, egal was an die Macht kommt, brauchst du ja nur die letzten 50 Jahre anschauen, was hat sich denn groß verändert? Ja, egal wer regiert hat, eigentlich nichts, oder? So. Machen sich alle die Taschen voll. Ja. Genau, Korruption bleibt. Und früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, da hieß es immer, ja, die korrupten afrikanischen Länder, die korrupten südamerikanischen Länder, Korruption in Deutschland gibt's nicht. Alter, sind wir ein korruptes Land? Weißt du, Zensur in China, weißt du? Guck dir an, was sie gemacht haben hier zu Covid-Zeiten und sowas, weißt du, in den Medien. Ich meine, Dicker, Zuckerberg hat es ja zugegeben, ne? Dass sie hier mit Facebook und was weiß ich, mit ihrer Zensurscheiße da die amerikanischen Wahlen beeinflusst haben. Ne? Genau. Mittlerweile hat er ja gesagt, ja, wir haben da Posts gelöscht, wir haben da Posts markiert, wir haben da Posts nach oben gepusht. Und das haben die vom Geheimdienst gesagt bekommen. Ja. Haben sie alles zugegeben. Das ist wie, ich weiß nicht, kennst du das von Putin? Da gibt es diesen einen Ausschnitt, der böse Putin, aber wo er gesagt hat, ja, gucken Sie mal, das Problem ist, es gibt keine Anführer mehr auf dieser Welt. In Amerika ist es zum Beispiel so, wenn sie da Präsident sind, wollen das und das machen, dann kommen irgendwann die Männer mit den schwarzen Anzügen und den Sonnenbrillen, kommen in dein Büro und sagen dir, was du zu sagen hast und das hast du dann zu tun. Weißt du, was ich meine? So hat es ja Putin gut ausgedrückt. Am Ende ist es Lobbyismus. Ja. Genau, so ist es. Wird bei denen auch nicht anders sein. Ich finde gerade wir deutschen Brüder... Da hat wahrscheinlich Putin den Anzug an, weißt du? Also ich finde da immer... Keine Ahnung. Der Unterschied zu B, ja, weil den Unterschied, wir fühlen ja nicht. Aber wir sind ja Bio-Deutsch, ne? Herzi, du auch, ne?
Naja, ja, so europäischer Mix. Ne? Was warst du nochmal? Tschech auch oder Ungarn? Mein Opa ist aus Tschechien. Ja, bin ja so Diätendeutscher. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde gerade, wir Deutsche haben ein tierisches Problem, wenn wir so das Gehirn anmachen, dann nicht die rechte Suppe zu wählen. Weil dann auch immer halt die Eckpunkte vertreten diese Parteien. Aber wir sehen ja auch immer die Meinung. Ich bin ja oft dann da, wo diese Dialoge fallen. Da merkst du, das kannst du nicht, weil wir sind mit unseren Leuten hier und dann ist wirklich, gibt's für mich keine Alternative. Mhm. Also ich frag mich immer, was du gerade sagst, ob diese rechte Nummer, ob das, ich habe gar nicht das Gefühl so, dass das in Deutschland, ich kann es aber schwer einschätzen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, weil ich finde, mittlerweile empfinde ich das so, dass Deutsche sind extrem identitätslos. Ja. Ja, das ist kein Witz jetzt. Also diese Nationalstolz, den du zum Beispiel in anderen Ländern hast, lass mal hängen, Stefan, braucht kein Mensch. Aber bitte stellt euch jetzt nicht hin, Alter, wie jetzt hier Pistorius gerade macht und sagt, ja, wir brauchen Soldaten, wir müssen uns in 8 Jahren spätestens greift Russland Deutschland an. Ja. Digga, wer geht denn hier freiwillig für dieses Pissland zur Armee, Digga? Also ich auf jeden Fall nicht. Wem willst du denn hier bei der Ehre packen und sagen, ja, kämpf mal für dein Land, du bist deutscher Staatsbürger. Da gibt doch jeder hier einen Fick drauf, Digga. Ja. Digga, unabhängig davon will ich aber auch für keine Grenzen kämpfen, die irgendwer mal gesteckt hat. Generell, da fängt es ja an. Weißt du, Grenzen machen das ja, dass sich Leute voneinander abgrenzen, dass man kein Miteinander hat. Das genau, ist ja die beiden Conquer, Teile und Teile. Aber du kannst dich doch hier nicht herstellen, ja, in ein Land, was 2 Weltkriege geführt hat und 2 Weltkriege verloren hat, ja. Den der komplette Nationalstolz abgesprochen wurde, was auch völlig okay ist. Weißt, ich war nie national. Ich habe schon immer gesagt, mir ist egal, wie das Land hier heißt. Von mir aus kann es Schlumpfhausen heißen. Solange wie die Leute hier alle miteinander klarkommen, Alter, weißt du? Ich meine, Boogie weiß, wo wir aufgewachsen sind. Wir waren unter Ausländern meistens die einzigen Deutschen. Weißt du, und ich habe bei Ali und Önder zu Hause gegessen. Und der hat bei mir gegessen. Weißt du, was ich meine? So Grüße an unsere Jungs. Das ist nicht die Frage. Aber jetzt hierher zu gehen, ja, wir brauchen das. Einen Scheißdreck braucht ihr. Ein Scheißdreck, ja. Ich sag dir ganz ehrlich, als ich damals bei der Bundeswehr war, und das ist jetzt, ich bin so alt, Digga, das ist über 20 Jahre her, ja, so, dass ich bei der Armee war, und ey, schon da war Deutschland nicht wehrfähig. Und wenn ich dann immer diese Leute sehe, die sagen, ja, Deutschland hat einen Knack mehr drauf, als du denkst, nee, haben wir nicht. Wenn also, Polen Bock hat, auf dem Freitag spontan um 14 Uhr zu sagen, ey, Deutschland, Digga, Samstag früh um 11 sind die durch und rauchen eine Kippe auf dem Alexanderplatz. Da ist keine Chance. Deutschland hat militärisch gar nichts. Warum? Also das Einzige, was Deutschland militärisch gut kann, sind Waffen herstellen und exportieren. Ja, die verkaufen wir dann gewinnen. Richtig, und andere Systeme kritisieren, da sind wir auch Meister. Super, ja. Ich meine, Deutschland ist komplett, sagen wir mal, amerikanisiert. Ja, das waren die großen, guck mal, ich komme aus dem Osten zum Beispiel, ja, ich bin im Osten aufgewachsen zum Teil. Im Osten war die Geschichte des Zweiten Weltkrieges eine andere im Geschichtsunterricht oder in der Schule als im Westen. Ja, da hieß es ja, die Russen haben Deutschland befreit, keine Ahnung, ja, der Ami hat auch geholfen, der hat aus der Luft bombardiert, damit die anderen rein konnten. So, ich meine, wenn du das guckst, in der Geschichte, das haben sie ja perfektioniert von oben. Weißt du, was ich meine, so? Ist ja alles gut, ist ja jetzt auch kein Politikum, aber so dieses... Ja, wir brauchen hier stolze Leute, die für euch. Kein Mensch will für deinen Staat. Als ich bei der Bundeswehr war, war schon gesagt, Jungs, ihr seid auch alle, die aus Berlin seid. Bitte fahrt ohne Uniform Freitag nach Hause, weil da sind die Punker auf dem Alexanderplatz am Hauptbahnhof, die bewerfen euch sonst mit Flaschen. Digga, jetzt mal ganz ehrlich, die möchte ich mal sehen, wenn hier die Raketen durch die Gegend pfeifen. Das ist genauso, wie ich immer nicht verstehen kann, wenn Leute sagen, das war damals schon Operation Wüstensturm 1, da war ich auf der Grundschule so, ja, ich hab Angst, weil da ist Krieg. Ja, ey, fuck, wenn der Krieg hier ist, brauchst du keine Angst mehr haben, Alter. ohne Witz. Ja, was ist, wenn die Atombomben... Ja. Was ist, wenn die Atombomben... Ja, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Wenn wir an dem Punkt sind, dass hier Atombomben fliegen, dann Digga. Ist eh vorbei, Digga. Dann ist doch der Drop sowas von lecker gelutscht, Alter. Das kriegst du gar nicht mit. Worüber macht ihr euch Gedanken? Und ich sag auch immer, Digga, weißt du, wer tötet gerne schon seine Sklaven, Alter? Ja, die wollen doch, dass wir weiter wie die kleinen Ameisen durch die Gegend laufen und Rabotter, oh, ich hab heute Spätschicht. Weißt du, wie ich meine? So ein Ding, weißt du? Das machen die nicht, weißt du? Und jetzt, weil du gerade sagst, Rechtsruck in ganz Europa, Digga, ja, keine Ahnung. Vielleicht flutet man ja Europa mit Vorsatz mit Unmengen an Flüchtlingen, Digga, um dann zu gucken, damit die Party hier richtig in Gang ist, Digga. Verschwörungstheorie gibt's und, auch. Ich weiß ja nicht, ob dann ein europäischer Gesamtführer aufsteht und sagt, ja, ihr wollt in Ruhe leben, ja, da habe ich aber Truppen für, die helfen euch dabei, da müsst ihr jetzt schön lieb sein, schön stramm stehen, machen, was ich sage. Ja, ich weiß es nicht, weil du siehst ja diesen Rechtsruck in ganz Europa. Ja, so, ist es herbeigeführt, ist es gewollt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall funktioniert es ja anscheinend. Ja, klar, wenn du Krisen schaffst, so, ne, dann rufen gehen die Leute auf die Barrikaden. Hier hängen mal überall Kameras hin, wie in England.
Ja, voll Überwachung, voll geil, finde ich voll super. Ja, das ist so, wie meine Mutter immer sagt, musst du doch keine Angst vor haben, sagt sie. Du machst doch nichts Unrechtes. Nein, es geht um den um Prinzip. Wenn deine Mutter sagt, ja, du musst doch nicht Angst haben, dass du überwacht wirst, du machst doch nichts. Digga, ich sag ganz ehrlich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich fand's schon komisch, als sie auf einmal angefangen haben, überall diese fucking Rauchmelder anzubauen. Digga, 50 Leute sterben im Jahr in Deutschland an einer CO2-Vergiftung durch einen Brand. Dafür brauchen 10 Millionen Haushalte Rauchmelder? Ja, ist so. Ist das Lobbyarbeit, Digga? Hat da einer im Bundestag vielleicht einen Schwager, der Rauchmelder herstellt? Ich weiß es nicht. Das wäre noch die coole Variante. Oder ist da Giftgas drin, Digga? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat sogar das EU-Parlament beschlossen. Die Na, dann haben die dann Bekanntheit. Weißt du? Wie kippen die von alleine aus? Die dann abgeschafft wurden, Digga. Wenn du so blöd bist und besoffen einschläfst beim Rauchen, dann brennst du halt. Dann ist es halt so. Weißt du, was ich meine? Guck mal, das ist, was ich zu dir gesagt habe. In Deutschland, Deutschland promotet Schwäche. Ja, bist du alkoholkrank? Bist du Junkie? Auf eigenen Wunsch. Deutschland promotet dich. Die sagen, ey, da haben wir Fixerstuben. Ey, komm, da hast du Therapieplatz. Ja, lass ihn mal. Er ist ein Alki, Dicker. Er hat die Scheiße selber gewählt. Weißt du, in anderen Ländern ist es natürliche Selektion. Hier ist es, ja, der braucht Hefe. Weißt du, so. Ich verstehe das, auf einer Seite verstehe ich das. Guck mal, das ist genauso, wie wenn ich Leuten immer sage, die fucken sich auf alles ab in Deutschland. Ja, die fucken sich auf alles ab so. Digga, denkst du, im Libanon gibt es Behindertenfahrdienst umsonst? Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es das. Aber so, wir leben immer noch gut. Du hast hier den lustigen Telebus, der rumfährt, holt irgendwelche alten Leute ab, die einen Schlaganfall hatten. Behinderte Kinder werden zur Schule gefahren, finde ich voll super. Aber ey, projiziert das nicht auf den Rest der Welt. Das ist nicht überall so. Ja, das stimmt. Ja, guck dir alleine das Krankensystem in Amerika an. Digga, wenn du da wirklich krank bist, Digga, bist du gefickt. Ich meine, ganz ehrlich, guck mal, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, einen Arbeitskollegen, der ist unser türkischer Textileinkäufer so. Und der Typ sagt auch so, guck mal, Marcel, früher war das so in Deutschland, ja, wenn die türkischen Familien hier waren, ja, Baba und Anne bleiben in Deutschland, wenn sie auf Rente gehen, weißt du, weil gutes Krankensystem, gute Ärzte, gute ärztliche Versorgung. Heute sagen die Türken, ja, wenn wir auf Rente gehen, Tschüssikowski, weil Türkei hat bessere Ärzte mittlerweile als Deutschland. Ja, du zahlst hier ein und dann kriegst du nicht mal einen fucking MRT-Termin, Alter. Weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, Digga, ich hab ohne Scheiß, ich hab einen Anruf bekommen von meiner Krankenkasse, da hieß es, ja, Herr so und so, Sie sind ja nie krank, das ist ja unfassbar, Sie waren vor 10 Jahren das letzte Mal beim Arzt. Können wir Sie nicht in irgendein Bonusprogramm reinstecken? So, ich sag, nee, weißt du, was das Bonusprogramm ist? Bucht man nicht jeden Monat hunderte von Euro von meinem Konto ab? Ich sag, habe ich euch die Erlaubnis nicht für gegeben? Ja, das ist Gesetz. Ich sag, ja, ich habe die Gesetze nicht gemacht. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut, dass mir jeden Monat hunderte von Euro abgebucht werden für krank. Ich gehe nicht zum Arzt, Digga, ich hab nichts. Weißt du, was ich meine? Ich gehe erst zum Arzt, wenn ich denke, oh, so, weißt du? Aber das, was du sagst, ich habe das schon mal hier gefragt, glaube ich. Wer hat das bestimmt? Wer ist mal irgendwann hierher gegangen und hat gesagt, ich bin der große Zahnbahnhof, ich sag euch, wie die Welt läuft. Ich hab da nicht drum gebeten, Alter. Wer ist der Weltkaiser? Das war der legendäre Commander Rand. Zur Silvesterparty, meine Damen und Herren. Erstmal Luft holen, Alter. Verstehst du, dass am Hut der Commander hieß? So saß Commander immer auf deinem Sessel damals. Ja. Alle haben zugehört. Und hat gepredigt. Gut, ja. 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 Und hat gesaugt. Ja. Ganz kurz, eine Zeit muss mal sein. Jawohl. Herzi, du weißt, du kriegst als weniger Leute, muss ich auch darüber reden, du hast den Text schon gehört. Er wird mir auch gut finden, weil ich habe ja durch ihn sehr viel Stärke genossen, du hast mich gehört. Du kriegst das Feature dieses Jahr. Geil. Nice. Und jetzt oder nächstes Jahr dann, ne? Und jetzt hier ist also ganz kleine, natürlich von mir. Was denn jetzt Schönes? Ich verballer mein Geld und verweiber. Einmal von unserem Bruder Sascha, der einfach von Onkel nochmal schön 36-Pullover kratzt. Oh, nice. Von kleiner machen Beute, Homie. Guckt euch das hier mal an. Naja, cool, Baby, Baby. Und Männer, ja. Es geht nur darum, wer dein Rücken ist. Ja, genau. Es geht nur um deinen Rücken, Digga. Toll, toll. Grüße an Kleiner machen Beute. Der hat übrigens auch einen geilen Pullover kreiert. Bela, schon mal ein bisschen Werbung war. Den gibt es demnächst auch online, den Matthias Prime Pullover. Richtig. Sehr geil. Und hier für Abu Langwitz natürlich. Okay. Langwitz Player International. Oh, King. Sehr geil. Ja, schönes Ding, Mann. Achte auf die Bushwick Bee Pullover. Die gab es zum Weihnachtsmesser. Sehr schön. Und Herzog kriegt natürlich kein Geschenk. Herzog hat ein Feature. Das ist super, das ist Mehrwert. Ich weiß nicht, ob ich klatschen oder buhen soll. Bei manchen Stellen musst du halt vorstellen, als produzierst ihn, Digga. Ich habe ihn bei den 16 gesagt, so abstelle, ab der 8. Bar muss er sich vorstellen, dass es gut klingt. Ja. Herzog, zum Abschluss nochmal. Jawohl. Gibt es irgendwelche Filme, Musik oder was auch immer, wo du sagen würdest, ey, dieses Jahr, das ist meine Empfehlung? So. Serie, Video, irgendwas im Kreativbereich. Also ich habe dieses Jahr auf jeden Fall festgestellt, dass
die alte Mucke und die alten Filme geiler waren. Aber, also ich habe ehrlich gesagt dieses Jahr gar keinen deutschen Rap gehört, so, weil immer wenn ich ein Album schreibe, ich mir nichts reinziehe, mir nichts antue, einfach um halt nicht irgendwie unterbewusst beeinflusst zu werden oder dann hinten raus sich da zu sitzen, du hörst es dir an und denkst dir, nein, Alter, diesen Reim, den habe ich doch von dort oder irgendwas, darauf habe ich keinen Bock. So, deswegen, ich gebe mir dann keinen neuen Input. Machst du auch richtig so ritualisch so vor deinen Alben? Wenn ich schreibe, dann rauche ich ein, hör doch mal einen Big Pun Track und so richtig. Hast du auch immer noch so, vom früher war bei uns Schreiben auch immer also so richtig spirituell? Also ich smoke halt eh dann immer relativ viel beim Schreiben, aber... Aber was anderes auch, wenn ich fragen darf, manchmal zur Inspiration? Weil ich frage ehrlich, weil ich finde, der Rest macht unkreativ. Also ich kann tatsächlich auch gerne mal ein Käffchen so. Vor allem, wenn es dann später wird. Ich mag so ein bisschen, also habe ich mir früher auch sehr viel gegönnt. Also früher, ist jetzt gar nicht so lange her, aber ein Bonkopf, ein Käffchen und gleich noch ein Bonkopf hinterher. So, das jeden Tag, gute Welle, so, weißt du, und geht schön aufs Herz, auf die Pumpe so. Nee, so richtig Rituale habe ich nicht, aber ich kann tatsächlich spät nachts besser schreiben und bin dann kreativer als tagsüber so. Und da steht doch einfach zu viel links, rechts an. Man muss für einen kleinen Mann aufmerksam sein, Anrufe, E-Mails, dies, das. Aber abends so, dann schalte ich ab, hab dann wirklich meine komplette Ruhe, Handy aus, Beat rein und dann gib ihm so. Hast du sehr oft dein Handy aus, dann entschuldige dich aber mal. Ich bin nicht der Bewegungshelfer. Nee, aber schon? Sonst, was habe ich denn geschaut letztens? Mit meiner Frau haben wir Old Dads auf Netflix geschaut. Das fand ich ganz witzig. Würde ich jetzt nicht überkrass empfehlen, aber halt so aus dieser Papa-Perspektive. Komödie von Bill Burr, falls euch der was sagt. Der ist ganz geil. Ist ganz cool, ja. Und da geht's halt so ein bisschen darum, drei Väter, die ihr Unternehmen verkaufen an so einen Millennial und dann sich da aber in der eigenen Firma, die sie verkauft haben, nochmal anstellen lassen und dann aber irgendwie merken so, sie haben den Anschluss verpasst so und sind nicht mehr am Puls der Zeit so. Und das eigentlich Schöne an dem Film ist, dass es so ein bisschen abrechnet mit diesem ganzen Gender-Wahnsinn und diesem übertriebenen Feminismus und so. Da wird halt viel vom aktuellen Zeitgeist aufgegriffen und durch den Kakao gezogen, fand ich ganz cool. Serien, ich gucke gar nicht so viel Serien, ich gucke in letzter Zeit sehr viele Dokus. Ich fand zum Beispiel die Sly-Doku sehr, sehr nice. Stallone? Von Stallone, Sylvester Stallone. Netflix, ne? Boah, guck die bis zum Ende, lohnt sich. Also ich kannte ja Sylvester Stallone jetzt wirklich nur aus den Filmen und hatte tatsächlich ein bisschen falsches Bild von ihm so. Weil ich jetzt nie groß Interviews oder sein Privatleben verfolgt habe oder sowas, aber in dieser thematisiert jetzt mit seinem Sohn Herzog auch, der gestorben ist. Es wird angerissen, okay, es wird angerissen. Ja. Aber einfach diese Doku, ich glaube anderthalb Stunden geht die, ist glaube ich auch auf Netflix gewesen, hat einfach einen wunderschönen Einblick mir geboten und diesen Menschen nochmal von einer ganz anderen Seite dargestellt. Kann ich interessanter Dude. Kann ich nur empfehlen. Ja. Also was ich auch krass finde, und das kommt in der Doku nicht so vor, das habe ich dann nochmal separat recherchiert, dass er sich auch krass viel gegen Pädophilie und sowas engagiert hat. Fand ich sehr, sehr gut. Das kriegt man so von ihm gar nicht mit eigentlich. Cool. Es gibt einen interessanten Podcast von seinen zwei Töchtern, die haben ihren eigenen Podcast. Das sind halt so High Society Mädels, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nichts für uns. Aber es gibt halt zwei Folgen. Da ist einmal Sly selbst als Vater so zu Gast. Der hat auch Millionen Klicks. Der hat auch die meisten Klicks. Und einmal mit der Mutter. Komplett so Family Reunion. Und die haben auch eine Folge mit Arnold Schwarzeneggers unehelichen Sohn. Ach krass, der einfach so krass aussieht wie der Original. Opa, ne? Er sieht mehr aus als die anderen Kinder wie er. Ja, wer ist der Jungs? Der ist auch schon so bestimmt so. Anfang 20 oder Mitte 20. Pumpt er auch. Dicker, oder? Ja, er sieht aus wie sein Papa. Er sieht aus wie sein Vater auf jeden Fall. Aber hat einen anderen Namen, da ist nicht Schwarzenegger. Ja, weiß einer von euch, wer Stallone sein Sohn ist? Ob es der von Over the Top ist oder der bei Tommy Gunn? Ist es der von Tommy Gunn? Dann der von Rocky 5 überhaupt, aber nicht der andere. Ey, okay, cool, Alter. Herzog, was steht jetzt an, unmittelbar vor allem? Was gibt es jetzt für Projekte für das nächste Jahr? Neues Album, neue Tour und vielleicht noch ein neues Kind machen, oder? Weil so schön war noch einmal. Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Ja, gut, hey, du schickst mir so schöne Schokolade, willst du mich nicht adoptieren? Aber du bist ja gut am Start, auf jeden Fall. Die Leute können dich am besten wo kontaktieren? Instagram, wo bist du am aktivsten? Ich hasse Social Media. Ich bin da leider nicht so aktiv, wie ich das eigentlich sein sollte, weil es ja das Nonplusultra-Promo-Tool ist, gerade Instagram und solche Geschichten oder jetzt auch
TikTok. Ich habe nicht mal einen Drecks-TikTok-Account, Alter. Nee, kannst du mich mitjagen. Also habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Klar, zur Promophase werde ich dann wieder meine Aktivität da ein bisschen hochfahren und muss auch einfach sein, so den Fans bin ich das schuldig, aber Spaß daran habe ich nicht wirklich so. Okay. Das ist eine pure Zeitverschwendung. Also ich werde auch immer wieder von Leuten... Ja, ich werde halt auch immer wieder von Leuten angeschrieben, die dann pöbeln, so ey, warum antwortest du nicht hier monatelang, so abgehobener Spaß, und du denkst dir, Alter, ich habe nicht die Zeit, Digga. Ich schon bin eine Beleidigung, ja. Vielleicht 5 Minuten am Tag. Blockieren, einfach blockieren. Und bin wieder weg, so. Einfach blockieren. Nee, ach, also lass den Leuten ihre Meinung, weißt du. Du bist Hip-Hop, nicht TikTok, Motherfucker. So sieht's nämlich aus. Nee, es gibt einfach auch viel, viel mehr im Leben, als jetzt da auf Social Media abzucracken. Ich hab's früher mir echt zu Herzen genommen, so, und hab dann da wirklich am Tag 3-4 Stunden die Nachrichten beantwortet. Aber du weißt ja, wie es ist. Dann sind da noch 1000 Unbeantwortete. Und denen du gerade geschrieben hast, die flattern gleich wieder ist Antworten so rein. Und du kommst nicht hinterher, Digga. So, und du wirst auch den Leuten einfach nicht gerecht. So, der eine ist dann, feiert sich dann drauf, hier, guck mal, Herzog hat mir geantwortet. Der andere sagt, ey, der hat seit 2 Jahren meine Nachricht nicht angeschaut. So. Du weißt also, du kannst als Künstler da eigentlich nur verlieren. So. Und ich finde es auch immer irgendwie erbärmlich, wenn dann jemand sich sagt, ich habe einen Social Media Manager, der antwortet da den Leuten. Nee, entweder ich bin das oder antwortet halt keiner. Ja, so, fertig, ja, weißt du? Gut gesagt. So. Man weiß auch immer nie, wen man vor sich hat. Manche schreiben einen seit Jahren und man reagiert nicht, die schreiben immer weiter. Ja, aber da gibt es Hardcore-Supporter und dann, wenn ich sowas sehe, natürlich nehme ich mir dann die Zeit und tippe den dann nicht nur 2 Sätze, sondern schicke den auch gleich noch eine Sprachnachricht und so. Entschuldige mich auch immer ganz artig dafür, dass ich jetzt da wirklich die 1-2 Jahre, die ganzen Verlinkungen und Tags und bla und alles nicht mitbekommen habe. Tut mir leid, aber... Er ist ein wilder Mann, keine Zeit für Instagram. Nee, nur, ich habe seit 2 Jahren auch einen Sohn, so, weißt du? Und ich habe ja schon anfänglich beschrieben, wo ich jetzt so meine Prioritäten sehe oder wie ich die gesetzt habe. Und da ist halt Social Media am Ende der Liste einfach, Digga. Ja. Ich finde es auch oft auch krass, scrollst du runter, da ist irgendein Hodger, der sagt, oh, cooler Bericht, scrollst runter, da twirkt eine, manchmal Reizüberflutung. Ja, das ist ja auch das. Dann gehst du auf Klo und dann swipe ich mir kurz dahin weg. Dein Geschäft ist seit 10 Minuten erledigt, aber sitzt da noch und swipest. Was für ein Blödsinn. Also es ist für mich die reinste Lebenszeitverschwendung. Ist auch, wirklich. Alter, auf jeden Fall. Das Toiletten-Swipen. Swipe. Wer kennt das nicht? Ja, geil. Alles klar. Danke. Ey, Bruder, danke, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Das war B-Swipe, ehrlich, B-Tight. Ein paar Jahre nicht hier. So sieht's aus, ja. Also auf jeden Fall gutes Rutschen, ja. Und danke, dass alles in familiärer Hinsicht vor allem im nächsten Jahr dann nochmal einen Boost nimmt. Dankeschön, ja, ich wünsche dir eine Großfamilie auf jeden Fall. Hoffentlich kriegst du noch mehr als Bushido. Also von daher. Ja. Oh, mir war egal, was der Wettermann sagte. Mein Bruder Herzog war da und auch hier diesmal war es eine Granate. King Herzog am Start. Danke für die Einladung. Grüße auch mein Bruder 86 Kilohertz. Genau, richtig. Top Mann. Und weil er letztens im Videocall sich beschwert hat, dass ich ihn nie in Interviews erwähne, ganz liebe Grüße an meinen Mann Dr. Surabi. Ich liebe dich, mein Dr. Surabi. Let's get ready to mumble. Oh, oh, oh. Family Reunion. Ja, ist ein Familientreffen. Ja. Klassentreffen. Ja, Manni weiß ja. Ich mach manchmal auch auf der Couch. Und bin am Dealen, wa? Ja, ich brauche euch gar nicht mehr vorstellen. Nee. Meine Brüder, Manny, Motherfucking Mark, seit Tag 1 am Start. Darüber DOC, yes. Den Fischgeruch, Beispiel, Scheiß, kennt ihr schon. Wer ihn nicht kennt, hat Westberlin verpennt. Westberlin Feines, da wo das Kokain rein ist. Und man abends nie allein ist, solange das rote Licht scheint. Da gegenüber ist der Commander, der auch den Klicker rannt. Wie ist das eigentlich für euch, wo man mit so einer Person zu stehen halt, ist das krass? So ein Berühmter und so? Man muss aber auch dazu sagen, es liegt daran, dass ich bei Feedfinder sehr aktiv bin und meine Fußfotos sehr gut ankommen, sag ich mal. Und das global. Ja. Worldwide Player. Es geht von Dubai bis zum Ostblock. Alle wollen meine ungeschnittenen Fußnägel anlecken, Alter. Lecker. Was zu hart, Commander. Sowas bringst du ja nie. Bist du auch einer von den Fußfetischisten oder was? Nee, ich bediene diese Klientel. So, ich verkaufe zum teilweise 3 Tage lang getragene Socken. MC Käsefuß. Und man würde es nicht glauben, aber auch abgeschnittene Fußnägel zum Knabbern für die eine oder andere Klientel bringen was. Schön so in der Hotel. Ja, schmaler Taler am Start, sag ich. Jetzt kann Commander auch gerne sagen, dass wir Schneider, viele wissen ja nicht, wir haben ja unsere Sexualität alle zusammen entdeckt, indem wir immer versetzt. Alle in einem Raum, sagst du, ohne Da haben wir immer halt die Couch, den Sessel immer so gemacht, Porno anabends. Wir haben alle Winkel. Haben alle in der Siedlung geschlafen, da haben wir einen toten Winkel gemacht.
funktioniert. Ja, man, es war halt eine kleine Möglichkeit, man hat das Größte draus gemacht. Ich würde gerne applaudieren, aber ich will nicht. Es stärkt aber das Zusammenhalt, die Zusammenhalt und das Zusammenhörigkeitsgefühl auf jeden Fall. Krass. Ja, und bei Commander war immer derjenige, der sagt, komm B, komm zu mir, da zu Hause, der überhaupt gegen Schief war. Und bei Commander ist einmal ein Videorekorder kaputt gegangen. Und Commander ermittelt seit 94, wer es war. Ich wollte auch nochmal so an alle sagen, die damals dabei waren. Ich weiß bis heute nicht, wer die Klappe kaputt gemacht hat vorne. Das war das Rätsel. Ich bin immer noch der Meinung, es war Pott. Pott war ganz krass. Wenn Pott mal irgendwann mit einer Schrotflinte vor meiner Haustür ist, sag ich, hast du recht. Also, die haben wir auch oft immer mies gefoltert. Ich weiß noch, bei seinem Überfall. Abi, wie kommen wir rein? Warte, Pott, mach die Maske an. Er macht die Maske um, schubst ihn durch die Scheibe. Pott knallt auf den Tisch. Keine Namen bitte, die auf Leute zurückfallen könnten, die durch polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Ärger kriegen. Wir sagten es ja schon mal, Pott hat immer gelbe Sprühdosen zum U-Bahn mitgebracht. Alles Fiktion, alles ausgedacht, alles Fantasie. Fake. Ja, ja, genau. Also wir wissen es immer nicht. Willkommen. Jetzt haben wir auch Dio. Ihr kennt euch ja auch schon ziemlich lange. Wir waren ja auch damals in Osnabrück. Also ich habe eben zu Belasch in der Pause gesagt, der Türkei-Urlaub war, also mit B, das war unfassbar schön. Wir waren noch nie in so einer schönen Situation am Meer. B hatte nichts zu meckern, ich hatte nichts zu meckern. Es war einfach schöner, diesen Traumstrand. Und mit Commander einfach habe ich immer eine schöne Zeit. Wir sind halt meinen Kreis sehr klein. Meine meisten Freunde sollen bei Gott sein, nicht bei mir. Aber Commander ist ja immer da, freue ich mich. Und wir hatten damals einen Urlaub im Osnabrück beim Bruder Jayo. Da erzähle ich mal kurz eine kleine Geschichte, ohne hier zu polarisieren zu wollen. Da waren wir nämlich so alle 15 Mann, weißt du noch? Ich kann mich an nichts mehr. Bei einer heißen Tante. Die war ganz heiß. Und 15 notgeile West-Berliner. 15 notgeile West-Berliner waren in der Bude drin. Und dann sagt sie, ja, wir können hier nichts machen, weil ich kann nicht ins Zimmer. Da ist von meinem Mann der Pitbull, der ist extrem gewaltbereit. Und alle kleinen Arzt stehen so, da gehen wir mal lieber nicht rein. So, hinter dem Zimmer könnte ja auch eine Mythe sein. Wir beide wussten nicht, ob der wirklich da ist. Auf einmal, Commander hatte voll einen Tee. Commander macht's. Ich so, nein, bitte nicht, ich mach's nicht. Er macht die Tür auf. Real Talk, dann wirklich so ein Atom-Pitbull. Es war so, Commander nahm ihn auf den Arm. Da haben sie sich gegenseitig abgeschleckt. Das hat er schon mal gemacht. Langwitzkirche. Mark Hunde. Viele wissen ja nicht, Commander hat das Wirbelleben mit 17, 18 aufgehört. Commander stand auch mal gerne so auf dem Stromkasten Langwitzkirche mit dem Kranich oder hat sich nicht verhaften lassen. Gibt es ganz viele Geschichten, aber jetzt habe ich, glaube ich, verkackt bei Commander, weil ich das alles angesprochen habe. Nee, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Arzt das gar nicht mehr weiß, weil ich weiß noch ganz genau, ich habe mit Digga, wir haben 2 Flaschen Uso gesoffen. Ja. Ich war so sturzbetrunken und du auch. Ich auch, Alter. Damals. Das war echt heftig. Das hat ja damals. Ich kann mich noch an einzelne Sequenzen erinnern, ja, ganz aber nicht mehr an alles. Das hatte damals Namen Langwitz, der Dahl ist los. Mit Player's Move auch. Ja, Player's Move und Jayo. Die geilen Runde. Schmaler Schatten. Jayos Bruder. 490 Friedhofschiller. Ja, Edo. Oh, ja. Lolita, Rest in Peace. Boah, top waren Zeiten, Junge. Top, ja, also der Jayo war. Aber Edo meinst du, Edo Schlafwandler war damals mit dabei. Genau, Schlafwandler, genau. Genau. Wir haben ja damals gemacht, der Dahl ist los. Früher hieß es Full House, der Dahl ist los. Das hieß, der Dahl ist betrunken, weil es gab so einen Full House, Captain Morgan. Der hat 6 Mark gekostet. Und Commander hat ja mit 18 aufgehört zu saufen. Respekt dafür. Das Interessante war wirklich... mit 18 B ist so geil, das kommt aber, so lustig. Aber Commander war damals auch sonst, er ist ja nie aus dem Haus gekommen. Nie, also, der war ja Commander. Jetzt außer von Berlin hast du ihn nie gesehen. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass er dann mit uns mit über die Grenzen gezogen ist. Ja, und jetzt habe ich, ihn mal wieder mitgenommen, nach langer Zeit. Hier gleich gerade den. Dann ist es schon wieder passiert, eben bei Nahkauf. Das kommt er nicht raus. Sonst. Ganz selten. Dann passieren immer blöde Sachen, ja. Ja, das war immer sehr selten. Ja. Auf den Jams war aber Commander auch oft dabei. Ja, stimmt. Also es ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Wir haben ja immer, wir beide waren ja immer die, Manni mag ja auch, aber bei meinen Alben, unsere Freundschaft zählt gleich, aber er hat ja immer mehr Einfluss auf meine Alben gehabt. Und es war ja immer, dass wir immer Commander genötigt haben, dass er rappt. Da gibt es so ein legendäres Foto in meinem Fotobuch. Da ist B-Tai, Tony D., und Commander übt gerade so einen Text. Und ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Ich will auch keine Filter schreiben. Es gibt so ganz legendäre, da hält einfach Dio die Ohren zu. Aber Commander hat geile Raps gemacht. Das war bei Money. Bei Money in der Sauna, im alten Studio. Ja. Ey, da gibt es aber auch noch geile Aufnahmen aus dem Keller, ne? Da ist doch etwa so ein Fass. Die Krank hat auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen, habe ich gesehen. Und im Netz habe ich irgendwo was gesehen. Ey, das war so unfassbar, wie du es da ausgehalten hast, Manni. Die Mythe war ja, du lebst da irgendwie voll auf hohen Fuß in so einem Luxushotel. Die Realität war, es war ein kleiner Keller und dort ist nie Tageslicht. Ja, das war wirklich krass. Und Manni hat immer gepöbelt, Belasch, warst du auch mal da, B? In der Sauna damals? Da haben wir alle in seine Wohnung reingepisst, weil es war so ein Kellerfenster. Und er war so sauer. Die Hunde, meinst du? Ja, die Hunde und Penner. Die Hunde waren immer, ja.
Das war krass, dass wir nie vergessen. Eine Sauna ausgebaut als Buch. Ich musste auch rausziehen, weil ich Kreislaufprobleme bekommen habe, weil ich keine Sonne nicht sehen konnte. Chronischer Vitamin D-Mangel, Alter. Ja, ey, rausgegangen, Zeck Plus. Sonne, gleich Kreislaufstörungen gekriegt. Dann nimmst du Zeck Plus Vitamin D? Ja, ganz wichtig. Ne? War echt. Oder ein bisschen Glutamin, AKG. Mhm. Auch ganz wichtig. Auch geil dafür, genau. Magnesium immer gut gegen Krämpfe. Ja, Magnesium sehr wichtig. Magnesium für immer vorm Schlafen. Oh, Freund, ich werde oft gefragt, ob ich Cardio mache. Natürlich. Und wenn ich Cardio mache, brauche ich einen Fallschirm zum Bremsen. Und wenn es euch genauso ergehen sollte, da unten ist der Rabattcode für die besten Supplements im ganzen Universum. Zeg Plus. Und dann in der Nähe hattet ihr auch das große Studio, wo die ganzen Hits entstanden ist, direkt an der Autobahn. An der Autobahn. Genau. Belasch war da eigentlich ganz selten. Belasch war einmal am Gessner Weg in dem kleinen Haus. Da haben wir auch einen Posse-Track damals aufgenommen. Da warst du einmal. Da war ich ein, zwei Mal. Ja, bist ja nicht so oft immer aus. Bist ja auch so ein Hut, als viele Kreuzfähre. Also nicht so wie die anderen, aber ja, geil. Ja, geil. Das waren geile Zeiten gewesen. Ja, ja. Man muss man immer schätzen. Und so, dann denkt man sich, warum hat man nicht mehr aufgenommen auf Video? Und ja, so. Diese Kreativität, einfach Freunde, dass es immer da ist und immer was entsteht und halt auch gar kein Ego. Also am Anfang jetzt noch mehr zurück, dieser Bassbox-Gedanke, null Ego. Also ich habe immer, glaube ich, mich oft auch verbrannt bei Leuten, weil ich immer dann das Verhältnis übertragen hatte, dass ich mit Arzt oder so hatte. Einer, der dich berät, hilft. Na klar, ich bin jetzt heute auch, aber damals war man so naiv und das war was ganz Besonderes. Also ich habe auf jeden Fall noch eine ganze Kiste voll mit DV-Kassetten. Echt? Also ja, ich eine auch. Komplette Kassette, sind sogar alle beschriftet. So Gold wert. Zum also ich habe auch von 96 bis 2000, keine Ahnung, 2, 3, 4, eine ganze Geschichte noch nicht einmal angeguckt. Ne? Und ich weiß, wer noch richtig viel hat, ist DJ Corks. Ja. Der hat auch noch richtig viel. Was macht der eigentlich? Den habe ich lange nicht mehr gesehen. DJ Corks. Ey, aber Bassbox-Doku, das wäre doch die Idee jetzt. Ja. Abu Doku, wir haben Abu Doku am Tisch. Das ist nicht so Doku, das ist so Doku. Doku, ja. B macht die krassen Dokus, jetzt ohne Scheiß. Letztens ihm den Vorschlag unterbreitet, eine Graffiti-Doku zu machen, weil er halt immer wieder gefragt, wegen Leuten, mit denen er zu tun hat. Dann meinte ich, wäre doch die beste Idee, dann das auch mal so richtig öffentlich zu machen. Eine gut aussehende, gut klingende Dokumentation. Genau. Aber mit den Leuten aus den 90ern. Genau. Ne? Ende 80er, Anfang 90er. Es wird jetzt gerade eine geile Graffiti-Doku gemacht, ne? Von hier von Leroy und so. Die machen doch gerade eine richtig krasse Graffiti-Doku. Welcher Leroy? Ja, unser Freund Leroy, den du auch kennst. Der erzählt mit dir, Leroy. Leroy macht eine Doku. Unser Doku. Ja, da brauchen wir doch keine machen. Also der macht ja für seine Crew. Die machen eine Berlin-Doku gerade. Eine richtig krasse Doku. Ja. Also mit allem drum und dran, nicht nur für seine Crew. Ja, guck mal. Ja, okay. Ich dachte, Leroy ist involviert in unser Ding. Naja, der weiß Bescheid. Aber ich denke, mir geht es halt in eine andere Richtung auch. Trotzdem kann es schaden, wenn man exklusiv Material kann sich auch nur befruchten. Und so, kann sich nur befruchten. Ich habe ja zu Belasch gesagt, dass wir nichts Neues erfinden, aber gerade mit dem Touch, wie B das macht, da auch vielleicht ein bisschen tiefgründiger gehen. Was so, weißt du, 90er und so, was da graffiti-mäßig in Berlin los war. Unfassbar. Wenn du da deine Finger mit den Spielern hast und die Katze und alles machst und so. Und dann stelle ich mir großartig vor. Oder eine richtige Berlin-Hip-Hop-Doku. Die Breakdance-Zeiten. Richtige Berlin-Hip-Hop-Doku. Bölle-Crime-Doku. Das ist zu. Ja, da habt ihr doch eure Mini-DVs für. Warum keine Bassbox Berlin Crime Doku mal gesondert von allem so? Ich glaube, das ist auch sehr einseitig, weil das halt mehr so aus unserem. Weißt du so? Das ist eher so. Weiß nicht, ich glaube, so eine geile Berlin-Hip-Hop-Doku wäre schon echt krass. Ich glaube auch. Über alles. Breakdancer, Graffiti, so weißt du, so dieses ganze Zeug. Kann man ja gerne machen, aber. Weil da hängt ja so viel dran. Es gibt doch von jedem Label irgendwie eine Doku oder so. Die DV-Kassetten, die wir haben, das sind ein bisschen so ein paar Studioaufnahmen und hauptsächlich Live-Material. Also ich würde jetzt sagen, die ganzen Bassbox-Leute jetzt mittlerweile, die. Die einen haben ein bisschen mehr geschafft, die anderen ein bisschen weniger, aber die sind ja noch da. So, weißt du? Stimmt, ja. Wenn du die mal alle schön abfilmen würdest in so einer Kulisse, Dokumentation. Könnte man machen. Ich weiß nicht, ob die auch alle Aufnahmen haben. Also die Aufnahmen, die wir haben, sind die alle so hauptsächlich eigentlich so. Also die Aufnahmen von uns, die sind ja eher so aus unserem. Ich fürchte, Aziope wird wieder boykottieren. Fehlt aber schon ein bisschen. Weil du hast so viel Material über die ganzen anderen Crews. Aber so eine richtige Bassbox-Info-Quelle gibt es eigentlich. Großartige Idee, Belasch. Und ich finde auch ganz wichtig, es ist leider oft so, dass diese Dokus, die ich auch dann tatsächlich gucke, wenn man halt das Mainstream-Fernsehen macht, das ist sehr schade halt. Arte hat selbst gute Dokus über GAS, also auch das Funk oder so, größter Schrott für mich, aber haben auch interessante Streaming-Dienste Dokus. Machen zurzeit halt die Dokus. Genau, Belasch. Aber die sind halt auch wirklich top. So, ich habe mir letztens Grüße an den Bruder Fab. Die geile Milli Vanilli-Doku reingezogen auf Paramount Plus. Schon, ich habe ihn eingeladen, Belasch. Die war geil. Ich habe ihn eingeladen, ne? Er reagiert leider nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Aber die Doku war auf jeden Fall krass. Und jetzt kommt noch ein Film.
Ja, jetzt kommt ja ein ganzer Film. Ach, stimmt, genau, den Film meinte ich, nicht die Doku. Wisst ihr, dass mein Film jetzt auch kommt im Januar? Der 15,9 cm Attentäter? 15,9. Korrekt, Applaus dafür. Ja. Aber ganz komplett, den ganzen Akt hat B komplett gedreht da. Hat 2 Minuten mit Vorspiel und Kippe danach. Erster, da gefilmt. Ja. Geil. Aber ich fordere die Bassbox-Doku. Ja. Ich glaube, es würde auch mehr Sinn machen, wenn man noch von die anderen Labels mit einbezieht. Nein. Also alle, die was mit dazu haben. Ich finde auch zu der Zeit gab es so viel. Das war echt krass, die Zeit. Es wird erzählt mal die Story von Bassbox, weil heutzutage ist 2023 und die jüngere Generation hat seit mindestens 10 Jahren weiß sie gar nicht mehr, was da los war. Seit mindestens 10 Jahren. Das ist schon längst überfällig. Das finde ich, was B sagt, ist richtig. Das hatte ich Adrian auch gesagt, dass es wirklich eine Menge Graffiti-Dokus gibt. Aber so, dass die neue Generation, dass es auch, selbst wenn die cool sind und voll Respekt vor den Vorvätern haben, dass die halt gar nicht so viel wissen können. Und das sehr schade ist. Gib doch mal Schockmusik ein, gib doch mal Agro ein. Du kriegst Infos, gib mal Bassbox ein, du kriegst gar nichts. Da kommt nur der Ficker von Aziope, der uns gezeigt hat, Rap hat mir nie was gebracht. War er frustriert. Grüße an Aziope. Ja, Beste. Lass uns, hier kommt der mal sacken. Ja. Weißt du, was ich mal Bock hätte? Man müsste wirklich vielleicht mal machen, das wäre eine geile Idee, wenn ihr mal so ein vielleicht so ein Bassbox-Podcast machen würdet. Halt. Ja. Alle einlädt hintereinander weg. Ja, mäßig. So, weißt du, so als Einleitung. Toll, ja. Und das dann vielleicht parallel dazu halt nochmal separate Interviews führt, einfach so, wie jeder das irgendwie für sich erlebt hat. Tolle Idee, Mann. Dass man sich vorher abspricht. Ja. Und ich glaube, das würde für die Leute viel mehr Sinn machen. Gut gesagt. So, dann. Und das ist einfacher zu bewerkstelligen als ein Bassbox Posse Track, weil da kriegt man meistens die Leute nicht so. Weißt du, aber. Hey, letztes, ich war der Einzige. Mal ein und dann nächste Woche den nächsten. Beat machen und dann könnte jeder so seine Zeilen hier hinten schreiben und dann auch noch. Ich kam mir vor wie so ein Gutmensch, Alter. Ich voll naiv. Ich kam mir vor wie so ein Gutmensch, Mann. Die Doku ist realistischer. Mann, ich kam mir vor wie so ein Gutmensch, war. Ich komme in dein Studio, war endlich wieder und so, war. Ich mach ganz schnell, schreib den Achter. Man muss mal die Wahrheit einfach auch aussprechen. Die Leute mögen sich untereinander teilweise nicht. Ja, stimmt. So, aber wenn sie. Mittlerweile nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht, wer will. Ja, also es ist jetzt nicht so der tiefste Hass, aber es gibt immer noch so ein bisschen was bei dem und ein bisschen ich was. Ich würde ganz dem. Ehrlich sagen, so. Es hat sich teilweise krass in eine andere Richtung entwickelt und hat sich auseinandergelebt. So. Ja. Und man lebt ja größtenteils im Jetzt. Weißt du, man lebt ja nicht so in der Vergangenheit. Und immer dieses so auf der Vergangenheit rumreiten. Das ist Fällt auch immer schade. Es nimmt einen oft Kraft, irgendwie die Sachen in der Jetztzeit zu bewerkstelligen. In der Doku selber, du und Marc zum Beispiel. Ihr seid jetzt an einem Spot, werdet interviewt. Auf der anderen Seite hast du dann Mach und Akte zum Beispiel. Und dann hast du dann zum Beispiel den und den. So, am Ende muss nicht jeder nebeneinander gesessen haben. Darum geht's gar nicht. Jeder soll auch aus der eigenen Perspektive eigentlich, finde ich, spannender die Sachen erzählen. Da gibt's dann Überschneidungen und dann gibt's da so ein paar Sachen, die gehen dann vielleicht auseinander. Und dann hast du dann noch das verbindende Material in Form von dieser DV-Geschichte, altes Zeug, Zeitungsausschnitte, Videoclips. Aber das mal einmal, wenn einer mal wissen will, was war denn dieses Bassbox? Was war das denn? Geil. Ja, dafür gibt's nichts irgendwie Verlässliches. Und das sollte man eigentlich intern regeln, weil eben keine bittere Feindschaft existiert. Denke ich mal, wären alle eigentlich auch cool damit. Ja. Ich glaube auch. So, ja, weißt du? Dann hätte man da einfach so ein Zeitzeugnis für die Leute, die wirklich wissen wollen, was das war und was da los war. Das finde ich großartig. Das muss einer in die Hand nehmen und wenn es einer schafft, dann du halt. Ne? Also wir machen das Filmische sehr gerne. Ja, nein, wirklich, der kriegt Höhenflug, aber es ist leider so. Das funktionieren, der kann das echt, hat er drauf. Das, halt einfach nicht. Das ist gar kein Problem, einfach Kamera. Halt genau so ein Typ, der wenn das ein, das ist so das Ding. Wisst ihr, was ich so Bock hätte? Zeit aufbringen, die Energie aufbringen. Also ich hätte noch mal Bock. Ja, ich bin dabei, 100%. Erstmal danke auch, ich kann gar nicht so oft danke für alle 4 am Tisch, echt wirklich, auf die meisten. Leute, wir sagen, lass mich nicht. Na gut, ich möchte jetzt auch nicht hier Gewaltakte irgendwie glorifizieren, aber ihr seid alle ein Geschenk Gottes, ja, weil ihr alle hilft mir auch weiter. Gute Freunde helfen mir weiter. Sagen auch mal du. Aber ich hätte einfach, obwohl man es heute nicht mehr so oft praktizieren könnte, so ein Bassbox-Konzert wie früher. Einfach so ein Bassbox-Konzert wie früher. Dieses Repertoire. 10 MCs. Ich will den Chiller des Abends wieder haben. Vermisst mir auf kein Konzert den Chiller des Abends. Der arme Chiller des Abends. Ja, das ist hart. So ey, Onkel, heute kriegst du safe eine Anzeige, wenn du den Chiller des Abends machst. Ja, heutzutage wirst du für ganz Konzert eine Anzeige bekommen. Ja, 100%. Das schlimmste Konzert, was ich, guck mal, weil wir haben ja auch manchmal uns mies geschlagen, gestochen, da hat man Toni vergessen. Kennt ihr, es gibt 1000 so eine Geschichten. Das Krasseste war aber, so was mir mal einfällt, weil das fällt gar nicht so auf, ist, wo Kerry fast die Kettensäge in die Kraut fällt. Kennst du das? Kerry, ja, das war beim Moneymark-Konzert. Das ist doch der kleinwüchsige Tätowierer. Der nimmt so eine Kettensäge, die macht sich selbstständig. Alter, ich dachte nur, die Eltern haben recht, die schicken ihre Kinder auf ein Konzert, kommen ohne Kopf zurück. Das war mega gefährlich, ne? Voll gefährlich, ich habe die weggenommen. Ich
habe die Kettensäge nicht anbekommen, weil ich wollte ja normalerweise den DJ-Tisch zersägen und dann Kacke, Show weitergemacht. Ich weiß gar nicht, was ich da genau gemacht habe, aber es war auf jeden Fall verrückt. Und Carrie hinten, gucke ich die ganze Zeit und der Acker und dann so, Chef, ich hab's. Und dann so, geht er auf die Bühne und sägt, geht mit der Kettensäge in die Menge rein und sägt in die Bühne rein. Und der Veranstalter fängt fast an zu heulen. Bühnenkante. oder Bastard. Und die war ja mit Benzin. Weißt du, ja, und man muss sagen, ohne ihn zu schämen, ja, ist ein geiler Künstler. Carrie ist ein Frühchen, der wiegt 50 Kilo im Top-Zustand. Der ist ja noch ganz klein und dünn. Aber Carrie ist auch jemand, mit dem sollte man sich nicht anlegen. Ja, aber halt die Kraft, definitiv nicht. Nein, das war, aber er ist halt auch noch sehr klein. Das ist ja für mich schon schlimm. Aber, ja, aber wenn du ihn von Weitem siehst, denkst du ja, okay, warte, wenn der sauer ist, lieber. Ich werde nie vergessen, wo wir alle auf LSD waren, oder ich und ihr wart dabei. Und da hat Carrie einen gesoffen. Der so hat er nie gesoffen, hat einen geraucht. Da haben wir die ganze Wohnung so halt eine Bassbox-Party. Er wacht so auf, halt demoliert. Da hat ihn einer den Adi-Bart gemalt. Wer kennt die Geschichte noch? Ich kenne sie sehr gut. Ey, und da hat er wacht auf. Klar, und Carrie pöbelt so. Das war lustig, so gesehen. Das war ja Privatparty bei ihm in der Bude und er hat ja vorher. Alles erlaubt. Er alles genötigt, erlaubt. Die Leute genötigt zu zerstören. Die diese Wasserbomben. Alles. Mit Wasserbomben, die ganze Bude war nass und das war richtig krass. Aber es war eine Schickimicki-Bude, er hat da viel investiert. Da ist er aufgewacht nachts, sah die Wohnung so und fing an, eine Hasstherre anzustellen. Hat er das gehabt. Auch wahnsinnig, wie nach diesem, war scheiße bei dem Anschlag von in Erfurt, meines Erachtens. Wir waren kurz danach mit der Bassbox in Erfurt B und Dahl war auch dabei, ihr auch. Und das Erste, was Bastard sagt, wir mussten dann, und war auch im Rahmen des 11. September noch, mussten wir eine amerikanische Fahne da aufhängen. Dann das Erste, was Bastard sagt, Erfurt, trauert ihr noch? So, voll hart, Alter. Ja, das war, das war manchmal, oder einmal Graf bei der Welcome Back Party bei Boogie, ja, war so hart. Da sowieso, Graf war voll auf Taschen und war so euphorisch. Und da haben wir immer, muss man machen, bei Arzt wird es auch sein, bei B, bei uns allen, du trittst ja oft auf. Diese Pufferzone für Rollstuhlfahrer ist immer cool. Dass wenn viele Leute da sind, dass in der ersten Reihe auch ist, dass sie nicht nur die Hinter des Vordermanns sehen, da waren vier Rollstuhlfahrer Graf, hatte Graf zu gute Laune, sagt, die feiern so, sagt immer, steh auf, und der probiert noch, das war zu hart. Und eine schlechte Sache, eine negative Geschichte von Konzerten war, nach der Welcome Back Party in Halle haben echtes, und das, ihr wisst, die hassen mir wirklich, irgendwelche richtigen Nazis, die man auch Nazis nennen kann, so irgendwelche Skins, haben einen Fan ganz krass zusammengeschlagen, der war dann für immer ein Pflegefall, dann wollten die noch, dass wir die Treppe bezahlen, das konnten wir nicht, aber eigentlich waren die Bassbox-Konzerte immer sehr wild, ich hätte mal sehr, sehr gern ein Konzert. Und wenn ihr keinen Schüler des Abends findet, ich bin gern ein Schüler des Abends. Aber danach trete ich nicht mehr auf. Ja, so wie der Schüler des Abends. Erzähl mal ein paar Konzertgeschichten aus der Zeit, die mir nicht einfallen. Manni. Das ist immer schwer, ey, wenn man sowas fragt. Wenn man dann nach Hause fährt, dann denkst du, ah, weißt du noch, da, jetzt fällt mir jetzt... Autofahrten alleine. Pademann so besoffen, ey, kannst du mir Hamburger hören, ich kann nicht mehr laufen. Alle haben gesoffen beim Autofahren. Ich will nie wieder in so ein Bassbox-Auto einsteigen. Dann hat's ja mal gerappt, Bassbox-Clan, 300 Sachen auf der Autobahn. Digga, ich will nie wieder in so... Weißt du noch, Benny und so mit ihren geleasten Autos fliegt der Kotflügel ab und so. Ja, die selbstgetunte Dekadett-Scheiße, Alter, auf der Autobahn und so eine Dinger. Weißt du, wie ich meine? Besoffen eingepennt, wisst ihr? Sitzt besoffen auf dem Beifahrersitz, Alter, der Fahrer ist auch besoffen. Es waren ja aber auch immer mindestens 10 Autos dabei. Alter. 10 Autos dabei, auch Leute, die wir gar nicht kannten, waren dabei. Ja, ja. Weißt du, was mich krass wundert? Was mich krass wundert, ich war bei der Hengst-Tour, da haben sie uns dauernd rausgenommen, kontrolliert. Und auch, weil Muchachos auch dabei waren. Aber wir wurden ziemlich wenig auch von der Polizei angehalten bei Bassbox-Touren. Wenn ich so rekonstruiere, wie oft mir das passiert, wenn ich rumfahre, wenn ich ins Ausland fahre, also in Westdeutschland. Das liegt aber auch daran, weil wir... waren zu viele? Also die ersten Bassbox-Shows, die waren ja größtenteils gar nicht so weit von Berlin entfernt. Die waren ja meistens Springfuhl oder, weißt du, was ja da noch irgendwie Schwerin. Brandenburg ist. Schwerin, Spremberg, genau, so diese ganzen Dinger. Und da, also, da bist du ja relativ schnell gewesen und da war nicht viel Kontrollen oder sowas. Also, und dann waren die Locations, waren ja auch meistens irgendwelche abgeranzten Buden, wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie legal von den Veranstaltungsorten, da hat gar keiner irgendwie mitbekommen oder das hat keiner mitbekommen, das lief unterm Radar. Also. Deswegen war der Flair auch so geil, wa? Der Flair war immer geil. Der Flair war immer cool. Du meinst das Flair? Das Flair. Ja, ganz zum Schluss war ich auch mal einmal mit dabei in Schweinfurt.
glaube ich. Das war, glaube ich, eines der großen. Da waren wir alle. Also, das war so ein Sammelkonzert. Sammelkonzert. Ja, ja, das war stimmt, Bela. Stimmt, da waren ganz viele auf der Bühne, ne? Alle waren auf der Bühne. Und da habe ich immer auf Heger gepöbelt, weil er eine Freddy Krüger-Maske auf hatte. Ich wusste nicht, wer er ist. Und Heger hat aber irgendwo einen Haftbefehl, hat sich versteckt. Hast du am Tanzschritt hast du es erkannt. Ja, ja. Digga, die Aufnahme. So, aber das habe ich zum Beispiel komplett. Das ganze Konzert habe ich auf TV. Ja, okay, das ist krass. Ja, aber was danach auch abgegangen ist, direkt erstmal von der Bühne runter, dann hat sich erstmal alles aufgelöst. Da Schlägerei. Dann weitergegangen, draußen Schlägerei. Und dann fährt ein Auto einfach in den Graben gegen einen Baum. Auf Flucht. Der ist vor Skinny Aids Whiskyflasche geflüchtet. Genau, alle reingefahren. Katastrophenzeit, auf jeden Fall, aber lustig. Naja, danach wurde es mit dem Buchen ein bisschen eng. Ich sag immer, vorletztes Jahr ist die Tour ausgefallen wegen Corona, die letzten 20 Jahre wegen schlechten Ruf, war. Aber das hat sich ja jetzt alles geändert. Und so haben wir jetzt gerade unsere Atzen ja mit hier am Tisch. Ihr seid ja sehr erfolgreich auf Bühnen unterwegs jetzt mittlerweile. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wenn man heutzutage so guckt, so er achtet auf Ernährung und so. Wenn man dich so sieht, dann denkt man so, Mr. Nice Guy. Applaus. Und ihr wart damals so mit so die größten Chaoten überhaupt, Alter. Was jetzt so irgendwie so Crew und Hip-Hop-Gang und was auch immer angeht. So ist krass. Fühlt es sich nicht irgendwie schon langsam an wie so ein Leben, was man vorher gelebt hat. Es fühlt mich für mich fühlt es sich schon so voll lange in der Vergangenheit an. So, schön gesagt. So. Erstmal Applaus für die Arztenpauschale. Ja, erstmal Applaus für die Danke. Wird mir schon sein. Für Commander immer. Yes. Das sind immer Etappen, ne, die du im Leben irgendwie durchlebst. Ist ja bei jedem so. Also du hast ja immer irgendwie so, du alterst halt, ne? Du wirst halt immer älter und das, was in der Vergangenheit war, ist in der Vergangenheit. Du nimmst es halt mit. Ja. So, und es ist halt alles eine Entwicklungsphase, sag ich mal so. Ne? Das ganze Leben ist eine Entwicklungsphase. Das fühlt sich so lange in der Vergangenheit an für mich. Echt, ja? Das sieht ja jeder immer ein bisschen anders. Ja? Der eine sagt, das ist wie vorgestern, der andere sagt, das ist wie ein altes Leben. Für mich ist das 120 Jahre her. So vom Gefühl. Ist das für dich auch so? Für mich nicht. Ist das ehrlich für mich auch nicht. Nee. Unser gemeinsamer Freund Stefan Gumpi, Grüße an ihn an der Stelle, hat auch mal was Interessantes gesagt. So oft, er sagt, das kann ich sehr bestätigen, so oft ein Mensch öfter die Situation gewechselt hat, die Lebenslagen, umso länger kommt mir das Leben vor. Ja, das stimmt. Ja, habe ich auch so ein bisschen bestätigt. Also es wiederholen sich ja auch für viele Leute immer die ganzen Sachen, Weihnachten kommt und so, es ist alles immer schnelllebiger. Ne? Als Kind war das immer die große Vorfreude, du hast gewartet auf irgendwas, auf wenn du Geburtstag hattest oder so, aber das ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass das dann, umso öfter du das erlebst, umso schneller die Zeit geht. Ja, und je älter du wirst, weil du halt immer, weil ein Jahr kommt dir, wenn du 4 Jahre alt bist, hast du gerade mal, kommt dir das viel länger vor. Irgendwann rennt die Zeit an dir vorbei. Aber ich denke gerne an die Zeit zurück. Ich auch. Aber wahrscheinlich, wir hatten auch wirklich so schöne Momente. Ja, bei uns ist es aber wahrscheinlich auch so, weil das Leben halt die ganze Zeit weiterführt. Weißt du so? Also wir machen ja die ganze Zeit eigentlich nichts anderes. Wir machen ja Musik, wir sind im Studio, wir gehen auf die Bühne. Wir machen Musik, wir sind im Studio, gehen auf die Bühne. Stimmt, ja. So, weißt du? Und was anderes machen wir nicht. Und deswegen ist es irgendwie, fühlt sich's an wie ein... ist alles immer noch ein Leben so. Ja, schon so ein bisschen ein kranker Unterschied jetzt von dem, was es damals so war, so eine kleine Nische und zu diesem super Mainstream halt. Ne? Also wer heutzutage so im Mallorca Megapark auftritt und diese ganzen Erfolge genossen hat, so mit USA-Single rausbringen und Videos dann auf den großen Plattformen, wenn man sich mal überlegt, wie das alles angefangen hat, in so kleinen Pennerbutzen, so, das ist ja einfach so, wie es war. So. Da hatte auch keiner so richtig die Perspektive darauf, was jetzt genau passiert. Es ist halt gesund gewachsen bei uns. Ne? Also es ist halt organisch so, auch. Organisch, weil wie gesagt, du sagst ja, die ganzen Bassbox-Konzerte und dieses alles, am Anfang haben wir irgendwie vor 100 Leuten gespielt, dann sind es 500 geworden, irgendwann waren es 800 so. Und dann kam halt der große Atzen-Hype, dann waren es halt 8000. Also weißt du, was ich meine? So, man ist halt eigentlich, es ist eigentlich relativ gesund. Wir sind nicht von 0 auf 100 auf einmal berühmt gewesen, sondern wir haben uns halt so eine Fanbase aufgebaut. Dann kam noch irgendwie so eine kommerzielle Fanbase dazu, sage ich mal. So eine Mainstream-Fanbase. Das hat sich dann vermischt. Und über die Jahre haben wir beides parallel gemacht. Ja. Ne, wir haben ja dann noch weiterhin auch, also jetzt, ich war ja jetzt dieses Jahr erst mit Orgi unterwegs, als Pornomuffel wieder auf Tour. Ich habe immer regelmäßig nochmal als Frauenarzt irgendwie meine Solo-Dinger gemacht. Die einzige, die auf einer Bühne stattfinden lassen. Applaus dafür. Jawohl. Orgi und Art, real talk. Ja, ist so. Natürlich. Auch weil es halt entstanden ist. Besser als umgekehrt. Ja, es war auch nie anders gewesen. Ne? Also deswegen. Ja. Und das, also das ist ganz geil, dass man jetzt gerade so erlebt, also selbst wenn es Underground ist, sind die Pornomafia-Konzerte ja trotzdem relativ dick so. Ne? Also das Huxleys neue Welt voll machen oder jetzt eine Tour ausverkaufen, jetzt mit diesen
Underground-Porno-Rap-Bass-Zeug ist halt auch krass so. Ja. Aber parallel beides laufen zu lassen, ist halt auch geil so. Also deswegen kriegt man beides doch ganz gut mit. Die Leute, Applaus dafür. Die Leute können, glaube ich, auch gar nicht fassen. Das habe ich ähnlich bei MTV so mitbekommen, war ganz kurzer Hype. Und alle haben davon mir Kenntnis genommen, wüssten gar nicht den langen Independent-Weg. Bei dir auch, dich haben ja viele erst, oder euch, mit die Ärzten wahrgenommen. Da staune ich halt immer, weil das war ja schon so lange davor was. Und man kann es gar nicht so oft wiederholen. Das wird ja Manni bestätigen, seid ihr beide unsere Ehrengäste. Aber Arzt war schon die treibende Kraft immer von uns, war. Ja, dich hat er ja auch immer animiert. Also Arzt war so ein ganz krasser Visionär. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, ich habe dich ja kennengelernt, da hast du Graskilos abgezogen bei Touristen. Ja, und die wissen ja nicht, wie weit du von unten kommst und durch diesen lustigen Touch von den Ärzten, der für mich erst selbst spooky war, dann hat voll Berechtigung, voll geil, auch zu sehen, man kann wirklich ganz viel mehrgleisig fahren, wie wir Entertainment Musik. Die wissen halt gar nicht so, können sich gar nicht vorstellen, was davor war. Und halt auch, wie weit zum Beispiel Arzt auch ganz krass von unten halt kommt und halt diesen Street-Shit und Arzt auch erwähnt es halt auch immer. Ich habe ihn ja auch zu verdanken, dass ich nicht eingewandert bin. Also er hat mir eine Perspektive gemacht und viele wissen, kennen diesen Part gar nicht. Deswegen fand ich B's Idee auch nochmal sehr großartig mit so einer Doku. Ja, definitiv. Also ich glaube, die Leute würden das fressen. Ne? Ja. Also wenn wir von alten Zeiten erzählen, die man da so erlebt hat, dann das interessiert die Leute. Ja. Alleine, was man alles so erlebt hat, insgesamt halt einfach, ne? Es gibt ja auch so eine kurze Atzen-Doku, die ist auf Stoked rausgekommen, aber die sind halt immer nur relativ kurz. Ne? Da wird auch kurz dieses BC-Ding angeschnitten und so, unsere Graffiti-Vergangenheit und aber auch viel zu kurz. Ja. Also selbst wenn man irgendwie eine Atzen-Dokumentation machen würde, die müsste eigentlich auch so viel länger und größer sein, da ist auch so viel passiert. Und aber was wir demnächst machen, wir machen auch einen Podcast jetzt, 2024. Kommt endlich der Atzen-Podcast. Geil. Und da haben wir auch ohne Ende Storys zu erzählen. Also das ist so, wir machen jetzt nicht so wie ihr, dass wir irgendwie so einen Gast-Talk machen, sondern wir machen wirklich einen Podcast zu zweit. Und einfach so aus der Arztenzeit, wie man sich kennengelernt hat und aus der Arztenzeit, was man so alles erlebt hat. Wir hatten ja damals kein Instagram, da gab es ja nicht. Es gab nur MySpace, irgendwann gab es Twitter und die ganze Zeit, was wir da, du kennst ja auch Stories. Und Bild, man muss sagen, Arzt hat sogar die großen Medien, die gegen uns gearbeitet haben, nachhinein. Arzt hat ja immer gemacht, dass wir irgendwelche OKB-Shows kommen, irgendwie einreiten oder Bild, da war ich erst sehr skeptisch und nachhinein waren es auch tolle Schachzüge. Es gibt eine Menge zu erzählen. Es gibt so viel zu erzählen. Wenn wir damals Instagram mit den Insta-Stories gehabt hätten, ich glaube, das wäre so krass gewesen. Es wäre so hängen geblieben gewesen. Ja. Mit Helle und Jope, stell mal vor. Ja, ich bin zwiegespalten. So. Zwei Wochen hätte der Account überlebt. Ja, genau. Ich bin jetzt Optimist. Also es hätte wirklich krass sein können. Ne? Auf einer Seite, auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass bei den ganzen Konzerten früher keine Handys am Start waren, dass die Leute nicht gefilmt haben und so. Es ist halt wirklich, man merkt das jetzt noch teilweise, gerade jetzt, wie gesagt, auch bei der Pornomafia-Tour, da siehst du noch, da sind Leute vom alten Schlag, die stehen jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Handy da und filmen so. Ja, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Einerseits dringt es halt dadurch schneller nach außen und du hast halt eine Promotion auf allen Kanälen und andererseits ist es halt, bist du halt in deiner kleinen Bubble und kannst dein Ding machen, ne, dadurch. Ja, Mann, also ich denke mal, so das große Schlagwort ist auch so Langlebigkeit bei euch. Das, ich würde mal sagen, da könnt ihr mal gucken, ob ihr widersprecht oder zustimmt. Wichtige Faktoren für Langlebigkeit sind erstmal Disziplin, dass man Motivation hat, dass man nicht faul ist und auf der anderen Seite, dass man sein eigenes Leben gemanagt bekommt. Dazu gehört dann auch Drogenfreiheit, dass man sich nicht selbst verliert, zum Beispiel in irgendwas. Ja. Ja, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, muss man dazu sagen. Die Rap-Szene ist voll von Leuten, die Junkies sind, mehr oder weniger. Die sind richtig Hardcore-Junkies, aber die leben nicht lange. Also ich kenne keinen, der wirklich so 15 Jahre lang nur Party gemacht hat und immer noch irgendwie ganz oben mitgespielt hat. Irgendwann geht das schafft die Luft der Körper raus. Noch gar nicht. Weißt schafft der Körper nicht. Und du brauchst dann gerade auch ein gutes Team um dich rum. Ne? So, und wir sind halt Selfmade-Leute. Wir machen halt eigentlich alles selber. Wir haben noch einen dritten Mann im Boot, den Gumbi, der auch mit uns mit dabei ist. Und ansonsten ist es halt eine Booking-Agentur, ein Vertrieb, ein Verlag. Das hat halt irgendwie jeder irgendwie mit, das gehört halt dazu. Aber im Prinzip machen wir eigentlich alles selber. Ja. Ne? Und wenn du halt wirklich irgendwie eine Figur bist, die schwach ist, ne, und viele Drogen nimmt und so dazu gehört alles, ne, geleitet also wird, so dann brauchst du saufen und was weiß ich dann, was alles, ne, dazu, ne, das gehört alles mit dazu. Ja, das gehört mit dazu und aber auch gleichzeitig nicht halt, ne, weil du darfst dich darin nicht verlieren. Wenn du dich darin verlierst, dann hast du schon verloren. Ja, das ist halt auch eine Schwäche halt, muss man ganz ehrlich sagen, glaube ich, denn bei BTM-Sachen bin ich hier am Tisch, der am meisten schon mehr rausgeschwommen ist und es macht halt mega unkreativ, muss man einfach auch dazu sagen.
ein Punkt, was ja, ihr seid ja auch die Menge macht's halt, weil ne? Ihr seid ja auch, die Dosis macht es. Ihr seid ja so in so einem Verlockungsbereich, aber muss man dazu sagen, dass ja, da muss man ja mental ja noch stärker sein, weil ich meine, weißt du, wenn ich mir vorstelle, auf Malle die ganze Zeit alleine, ich war ja selber auch schon auf Malle und so als Partygast, ja, so. Und alle sind besoffen, happy, drauf und da laufen schon echt abgefuckte Sachen so. Also die wenigsten Leute sind bei sich und nüchtern, dafür ist Malle jetzt nicht bekannt, einfach so. Und wenn du dann mitten in diesem Pool bist, dann stelle ich mir vor, dass die Verlockung größer ist, als wenn du jetzt, sag mal, in den schönen Etablissements hier auftrittst, wo solche Sachen nicht so oft vorkommen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das mehr relativ, also für mich ist das relativ entspannt geworden halt. Ich habe auch eine Zeit lang immer mitgemacht, aber irgendwann war auch der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht's, Alter. Es geht nicht mehr, weil so irgendwann, man verträgt es nicht mehr, der Körper verträgt es nicht mehr. Am nächsten Tag bist du halt im Arsch und im Eimer. Hast dann 1-2 Tage lang einen scheiß Kater und entweder machst du weiter, oder du quälst dich halt 1-2-3 Tage durch halt, ne? Da kannst du dich entscheiden. Und wenn du denn halt nicht auf Natur bist oder so, schwierig, ne? Das ist halt du darfst halt auch nicht vergessen, es gibt halt Künstler, die treten halt 5-10 Mal im Megapark auf. 350 Mal im Jahr. Andere Künstler machen halt vielleicht mal eine Tour mit 12 Gigs und sagen, ey, jetzt ist ja Highlife und merken dann nach dem dritten Gig, oh scheiße, ich kann nicht mehr, weil also jetzt muss ich mal irgendwie runterschrauben und kann nicht noch eine Pulle trinken. Und wir sind halt wirklich alle 2-3 Tage unterwegs. Also sind alle 2-3 Tage. Naja, sag mal bitte die Zahl, die du einmal gerechnet hast, das Jahr. Das war doch über 350 Mal hatten wir einmal gerechnet. Das war, also ganz früher hatten wir schon. Zenit war aber über 300 Gigs also mal im Jahr, ne? Also wir hatten mehr Gigs als Tage im Jahr. Genau. Das war, glaube ich, 2010 oder 11 gewesen. Also es war, ja, war verrückt, ihr Arm. Das war auch die Etappe, wo du zum ersten Mal, wo ich dich gesehen habe, bist ja gerade ehrlich damit umgegangen. Ja, ja, klar. Da hast du ja getrunken. Früher warst du ja immer abstinent, ja, also in Bassbox-Zeiten. Da war Manni immer abstinent. Und dann zu der Zeit war die erste Zeit auch nie negativ. Man hat gemerkt, du hast Alkohol konsumiert. Ja, ja, klar, logisch. Auch wahrscheinlich war doch der Stress auch ein bisschen, oder? Es war alles Mögliche, ja, ja, auf jeden Fall. Es hat auch Spaß gemacht, aber du hast dann irgendwann gemerkt, so, wo du ja dann halt auch zu viel halt. Ne? Da musst du halt zurückschrauben, runterschrauben und sagen so, okay, jetzt nur bei Gelegenheit, wenn sich halt wirklich auch, wenn du Bock drauf hast, aber irgendwann denkst du ja so, ey, warum? Es geht auch ohne. Es geht auch vollkommen ohne halt einfach. Ne? Ja, und das ist auch die Menge. Ne? Also wie gesagt, wir haben jetzt dieses Jahr, also 2023 haben wir 80 bis 100 Shows gespielt. Ja, also es ist schon echt eine Nummer. Ja, also so, das ist schon ihr beide nur Atze oder auch mit Solo? Bei mir ist jetzt insgesamt so gerechnet, aber wie viele Shows waren davon jetzt irgendwie andere Gigs? Also keine Ahnung. 8 oder so, 8 Shows jetzt irgendwie mit Orgi gespielt und der Rest waren alles Atzen-Shows. Das waren so 80 Gigs. 80 Geil Gigs Shows, ungefähr. Applaus dafür. Das ist schon echt viel. Also das heißt, ihr seid erfolgreich am Markt. So. Das ist eine Menge wert. Ja. Du hast doch was gesagt wegen Nachhaltigkeit. Und da ein Punkt, darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Das ist halt auch, du musst Bock haben. Du darfst nicht diese sagen, die Intention haben, ich will Geld verdienen. Mhm. Weißt du, ich habe was drauf, ich habe Talent. Oder ich sehe krass aus, ich will Geld verdienen, das funktioniert nicht. Es hat noch nie funktioniert. Ich hab Talent, ich will Geld verdienen, funktioniert schon. Wenn du es halt dann musst du es gut verkaufen, aber es ist trotzdem nicht nachhaltig. Wenn du Bock drauf hast, dann funktioniert es. Aber nicht genau. Talent gehört schon dazu. Ja, weil wenn du sagst, du hast Bock drauf, aber hast kein Talent, ja, wird auch schwer. Wenn du Talent hast, aber keinen Bock eigentlich drauf, du hörst es ja an der Stimme, an den Emotionen. Ich meine, die größten Hits sind ja aus Emotionen entstanden. Aus Freude, aus Traurigkeit, aus Wut oder sonst irgendwas. Das hörst du ja an den Emotionen. Das ist wirklich so. Du hörst es an der Stimme, an der Performance auf der Bühne. Die Leute sehen das, wenn du keinen Bock hast. Und viele haben keinen Bock zu sein. Du siehst zum Beispiel bei Rappern zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wer den Namen, auch ein Oldschool-Rapper, der auf der Bühne stand und einfach keinen Bock hatte. Der hat seine Show runtergerattert und ist dann gegangen. So. Das ist zurzeit sehr, sehr oft der Fall. Also oft der Fall. Von der jungen Generation. Ich weiß nicht, bei wem das also bei euch stelle ich mir was ziemlich schwierig. Erstmal, B hat das toll gesagt, du hast es gesagt, ich möchte was ergänzen, was ich hier bei Bruderschaft sehe, bei Partnerschaft und Geschäft, bei Gang-Partnerschaft. Immer auch nach Niederlagen zusammenhalten. Was hier alle am Tisch nicht machen. Bio und ich haben, glaube ich, schon insgesamt über 6-7 Releases. Da manchmal hat jemand eine gekauft. 2, ihr beide. Nee, und danach hat man sich immer zusammengetan, weitergemacht. Ich sehe immer wieder im Hood, sieht man es, bei Bruderschaften, bei Teams auf der Bühne, bei Team am Regler, dass immer ein Projekt geht schief. Scheiße, du bist schuld. Dann immer weitermachen, genau. Du bist immer selber schuld. Genau. Immer selber schuld. Wenn du mit dem Finger auf anderen zeigst, siehst du ja in den Rocky-Filmen. Genau. Das stimmt, wirklich. Du bist selber für dich verantwortlich und selber schuld. Immer. Bei allem, was du... Scheint der Spruch ist, man kann sich nur selber toppen. Den Spruch habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Hast du vor 2-3 Jahren gesagt. Ja, also man sollte nur sich selber toppen wollen. Weil wenn du nach links und rechts guckst und immer sagst, ey, der ist jetzt besser als ich oder der hat mehr Erfolg als ich oder sonst was, das bringt dir nichts. Weil im Endeffekt...
mess dich an dir selber, an deinem eigenen Erfolg. Und wenn du heute 2 Schritte mehr gehst als gestern, hast du schon toll gesagt. Mehr gemacht. Schritt am Tag. Toll gesagt. Noch wäre jetzt hier nicht so viel quatschen, aber ich sage noch, was ich mir bei euch ganz, ganz schwer vorstelle. Das habe ich nämlich vor 2 Wochen am eigenen Körper erfahren. Mein geliebter Bruder Fatih wurde erschossen. Ich kam halt nach Österreich an mit den Gedanken, ich feiere abends mit meinem Bruder Fatih. Wusste schon 2 Wochen vorher, dass der nicht da ist. Ich dachte aber, der ist im Knast oder auf Flucht. Hat auch Scheiße gemacht, aber so hatte keiner gedacht. Dann war mit Haki, der ist auch im Knast gelandet. Mit dem wäre ich auf der Bühne. Das passiert, aber mit Fatih hatte mich erschüttert. Ich kam am Flughafen an, sagt, wo ist Fatih? Der kleine Bruder sagt, der kommt nicht. Und hat aber so gelacht, so ein euphorisches, trauriges Lachen. Und dann sagt er, haben sie erschossen. Habe ich erstmal vor Schreck im Bauch geraten. Ali hat gesagt, da hat Fatih erschossen, habe ich mir vor Schreck im Bauch gehauen. Dann habe ich mich gebückt, weil hatte überall Fans, im Real Talk, am Flughafen Österreich von überall Fans, willst du nicht, dass du weinst. Dann schon Kontinence und dann musste ich halt auf die Bühne. Und dann, was Arzt mir oft halt gesagt hatte, was schwer ist, die Zahlen, um eine gute Show zu sehen, gute Laune. Ich konnte da nicht auf die Bühne gehen, wie wenn ich zu euch privat nach Hause gegangen wäre und so, ey, ich bin traurig, lass mal. Das hattest du oder du mir, glaube ich, erzählt, immer auch diese gute Laune, immer wieder zieht sehr an der Energie, das kann ich mir sehr vorstellen. Weil ich hatte das Gefühl, ich will 8 Flaschen trinken, 10 Kilo wegpumpen oder einschließen also im Raum. Ohne Frage gibt es halt auch Momente, wo es dir scheiße geht. Ne? Und dann kannst du kannst auch keine gute Laune unbedingt jetzt erzeugen, wenn du keine gute Laune hast. So. Aber du machst dann halt dein Programm professionell. Ja. So dieser Elvis-Spruch, ne? The show must go on. Ja. Es gibt immer Phasen im Leben, wo es einem schlecht geht, wo vielleicht jemand, wie du sagst, gestorben ist, der einem nahestand oder Familie ist noch schlimmer. Ja. Ne? Und dann kannst du für dich selber entscheiden, ziehst du es jetzt trotzdem durch oder lässt du es sein? Weißt du so? Und da gibt es halt 2 Möglichkeiten. Und dann, je nachdem, wofür du dich entscheidest, gibt es halt auch immer Menschen, die sagen, ja, wie kann er jetzt auf die Bühne gehen, wenn da jetzt gerade das und das passiert ist, so. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem auch ein Job, den du machst, ne? So, den du halt dann irgendwie einhältst, wenn da irgendwie ein großes Team hinterhängt, die jetzt gerade irgendwie eine Veranstaltung gebucht haben, wo die Leute Tickets bezahlt haben, wo du dann sagst, okay, gut, ey, die halbe Stunde mache ich jetzt Programm, probiere ich das auszuschalten und probiere den Leuten, denen vielleicht auch Schlechtes widerfahren ist, irgendwie mal was Gutes zu geben und einfach mal auch, das sagen wir ja immer, das machen wir auch mit Atzensachen, gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, hören die ja besonders positive Musik oft, weißt du, und hören ja gar nicht so Depri-Musik und schlechte Musik, sondern auf einmal verkaufen sich halt positive Songs wieder viel besser, gerade wenn Krieg in der Welt herrscht oder so, weil die Leute sagen, ey, ich will mal ganz kurz diesen ganzen negativen Scheiß, diese ganze Kacke vergessen und danach, weil die Sachen verschwinden ja nicht dadurch, weißt du so. Das andersrum aber auch, ne? Hast du mal gemerkt, dass wenn jetzt gerade, weil du das angesprochen hast, jetzt Keanu zum Beispiel, der bringt jetzt so systemkritischen Scheiß und weil die Leute jetzt gerade, weil im Krieg und die letzten 3-4 Jahre waren insgesamt nicht so besonders prickelnd, so, aber auf einmal ist da wieder auch ein Gehör für sowas und die Leute fordern auch wieder ein bisschen Message. Aber ich kenne es auch natürlich. Public Enemy, beste Beispiel. Ja. Ne? Also ist ja immer schon so gewesen. Also das ist natürlich dieses systemkritische Zeug, funktioniert natürlich auch immer noch. Du hast damals in der Kindheit auch schon mal gesagt, aus den richtig armen Ländern, wo viel Mord in der Gesellschaft und Tod, also noch mehr, hören die immer friedliche Musik, sagst du. Hast du damals die gesagt. Ja, das war von Chente. Das einfach vergessen. Das ist halt das richtig. Allerwichtigste, dass du dein Gehirn abschaltest und einfach mal auf andere Gedanken kommst. Ich finde es aber auch wichtig. Wenn du morgens aufstehst, bei mir Gangster höre ich immer fröhliche Musik halt. Ne? Die Gangster haben auch immer R&B gepumpt. Die Gangster haben TVB. Die Banger. So Gesangssachen mehr gepumpt. So. Ja, oder halt auch so familiär über Bekannte und so war ich früher als Kind auch in Afrika gewesen und den Leuten ging es da richtig schlecht. In Senegal, nicht in Dakar, sondern noch weiter in den Dörfern und so. Denen geht es richtig beschissen. Mhm. Und dort ist es halt ganz normal, dass wenn du die Leute fragst, wie geht's dir, dann lachen die und sagen, mir geht's gut. So, weißt du, oder auch die 2 Jahre, wo ich irgendwie in Venezuela gelebt habe. Das ist, weißt du, die Leute leben in Armut, viel Kriminalität und sonst was. Und die Leute sind am Lachen, die tanzen, weißt du, die sagen, weißt du, die ziehen sich nicht noch selber runter. Ja. So. Du sagst das zum ersten Mal mit Venezuela. Ich habe das immer nie gesagt. Damals hast du es noch nicht gesagt. Es war Wahnsinn, die Geschichten, die du erzählt hattest, dass manche gar kein Geld haben für eine Kugel, sich mit Flaschen deswegen abstechen. Und dass die vor Armut, hast du immer gesagt, die fliehen vor Kriminalität, sagst du. Das war immer krass, weil die meisten fliehen vor Armut, aber da kannst du dich nicht raushalten. Das wissen viele nicht. Es ist auch sehr wichtig, dass man unter der Sonne lebt und in der Natur. Ja. Das gleicht sehr viel an Drama aus. Ich glaube auch generell, dass das genau, was du sagst. Ich glaube, dass das auch ein Faktor ist. Ich habe immer das Gefühl, so diese sogenannte westliche Gesellschaft, die wohlhabenderen Länder, die promoten so diese ganzen Missstände. Weißt du, was ich meine? Da wird das alles promotet. Ich meine, Digga, du kannst keinen Tag die Zeitung aufschlagen, ohne dass irgendwo ein Reiter kommt, den und den Krebs, so erkennen sie das an dem Frühsymptom.
Weißt du, was ich meine? Ja, ist so. Ja, ja. Digga, es wird alles promoted so, weißt du? Die geben einen Fick da drauf, Digga. Die scheißen, die kämpfen ums Überleben, weißt du? Und das ist das, was ich meine. Egal was ist, wenn es den Leuten in Ländern, ob es Amerika ist oder was auch immer, Deutschland, Europa, egal, ob es den Leuten zu gut geht, weißt du, was ich meine? Da werden immer Missstände promoted. Ja, es wird immer, ja, Depression, Dings, weißt du? Und das ist jetzt nicht so ein Andrew Tate-Nummer oder so, weißt du? Dieses ganze, Digga, ich weiß zum Beispiel, es gab Länder, da war das, diese Covid-Scheiße. Ja, die haben da, das ging denen am Arsch vorbei, den Leuten da. Weißt du, was ich meine so? Schweden. Ja, zum Beispiel, denen ging es einfach am Arsch vorbei. Ja, die haben so gesagt, fuck it, und die leben ja auch alle noch. Weißt du, was ich meine so? Und ich habe immer das Gefühl so, da, wo den Leuten wirklich die Scheiße bis zum Hals steht, weißt du, was ich meine? Die sind immer happy. Guck dir mal so Dokus an von so afrikanischen Stämmen, Digga. Digga, die haben nicht mal einen Fernseher, weißt du, was ich meine? Und deswegen sind die glücklich. Ja, habe ich das Gefühl. Also Sonne und Natur gleicht sehr viel aus. Das habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das kann jeder bestätigen, glaube ich. Es ist besser, broke und am Arsch zu sein unter der Sonne, als broke und am Arsch zu sein in New York und Berlin. Digga, selbst wenn du reich bist und gehst in Berlin raus, kalt und bei dem Wetter, Digga. Ja, bei dem Wetter, du morgens raus, Alter, das ist kalt, ist dunkel. Denkst du, leck mich am Arsch. Ja, und dann hast du noch Vitaminmangel dann am Ende des Tages und die Luft ist nicht gut, dann wirst du öfter krank und dann hast du den ganzen Salat halt so. Also deswegen. Ich glaube auch, dass... Es gibt ja Leute, die mögen das. Was? Es gibt Leute, die mögen das. Die sagen, ich würde lieber in sowas hier leben als am Strand. Das stimmt wirklich. Ganz unsympathisch. Die meisten Westberliner haben auch keine Frau, die Hunger hat und sagt, der Koch doch, ich will was zu ballern. Ich finde es ja schon ganz schwierig, wenn du in Berlin lebst und sagst, ich bin so ein Wintertyp, Alter. Ganz unangenehme Aussage für mich. Ohne Scheiß. Ganz, ganz unangenehm. Ja, so mit Kerzen und so. Und dann mache ich es mir gemütlich mit einer Decke auf dem Sofa. Alter, bitte. Ey. Geh raus morgens, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, Dicker. Sind 20 Grad, wenn du aufstehst. Halleluja. Es gibt so Atzen, die sind so Holzhacker und so, die sind in den Bergen, da ist auch kalt, das kann ich ja auch verstehen. Ja, ja? Das ist aber auch Naturfilm, Dicker. Aber ja, hier in Berlin, Dicker. Aber hier doch nicht. Oh, ist doch widerlich. Das ganze Elend auf der Straße und dann hast du noch keine Sonne? Ja. Auf gar keinen Fall. Egal, ey, Berlin wenn, trotzdem, ich muss ist ganz nett. Sei mal ich froh, muss ganz kurz sagen, wenn er hatte letztens mit einem Streit, da hat er nur gesagt, halt die Fresse. Du hast ein kleines Stoffbärchen am Rucksack. Ich weiß nicht, warum. Digga, ohne Scheiß, ja. Ich im Bus, einer so, erkennen Sie mal den Weg gehen und so. Digga, ein Mann so macht so auf. Digga, du kannst doch nicht auf maskulin oder männliche Diskussionen im Bus machen, Digga. Wenn du so einen Plüsch-Teddy von deiner Freundin am Rucksack am Reißverschluss hängen hast, Digga. Das ist Digga, nee, das geht nicht. Ich guck ihn an und ich sag, Digga, du hast ein Bärchen am Rucksack. Ohne Scheiß, ich war richtig entsetzt. Digga, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch komplette Entmännlichung. Sich so ein Plüschtier an den Rucksack zu machen. Da darfst du doch mit gar keinem mehr diskutieren, darfst Digga. Du die Fresse dann auch nicht mehr aufmachen lassen. Also sehe ich so. Kann aber auch ganz gefährlicher sein, wer weiß. Ja, ey, vielleicht ist es auch als Tarnung erst so ein Killer und will direkt so, dass man ihn so disst wegen dem Bärchen, damit er dich niederstechen kann, weißt du? Ich war C4-Bärchen drin. Ich hab gerade, um das nochmal kurz zu sagen, Berlin so, ich habe gerade so das Privileg, ich arbeite gerade mit indischen Leiharbeitern, ja, in der Firma so. Ja, wir haben so Studenten, weil wir brauchten Arbeiter so. Digga, die besten Arbeiter, die ich kenne, die freundlichsten Leute so. Was ich sehr geil finde, ist, die kommen so her, studieren hier. Da ist ein Bruder bei, der studiert seit 4 Jahren hier so, ja? Macht seinen Master gerade. Und er sagt zu mir so, hey, was denn in Berlin, was denn in Deutschland los, Digga? Ey, selbst Leute, die hier seit 4 Jahren studieren, die merken komplett in Berlin so, ey, hier geht alles den Bach runter, Alter. Es wird immer schlimmer, oder? Digga, der Bruder kommt aus Indien. Die Weltuntergangsstimmung hat Indien. Berlin ist aber auch eine harte Nummer. Ja, Berlin ist die Inder sagen, das ist Berlin, dann Weltuntergang. Dann ist vorbei, Digga. Die Inder sagen, hier ist vorbei, Digga. Berlin ist aber schon immer eine harte Nummer. Ja, ich hab, Orgi hat doch letztens gepostet, ihr kennt doch bei Krieg der Sterne, wo Jabba da ist, wo dann Obi-Wan und so gucken da auf die, ja, das ist der Abschaum des Planeten. Gerade nochmal wichtig gesagt, gerade auch die guten Vibes, wie gerade das Matthias Crime Album kommt ja im Januar. Das ist ja nur Putz die Bong. Das ist ja nur guter Vibe, krasser Sound, hoch lyrisch, aber guter Vibe, gute Laune. Ja. Und ich finde es auch richtig, das haben wir, als wir sind ja gerade bei 0, bei 3 Milligramm von den Tabletten, wo ich runtergegangen bin, zu Prexa, was mich lange zu einer Mumie gemacht hat. Und dann war das dann oft so, dass ich mir auch mal was Gutes tun musste. Dann bist du eher so ambitioniert, dich ins Negative zu stürzen, hat der Onkel gesagt, auch ab und zu mal ein Eis und leichte Kost. Für mich, das ist dann auch ganz wichtig. Auf so einem Podcast hier ist ganz wichtig für die Gesellschaft, dass man aufklärt, dass Leute offen reflektieren und über Missstände reden oder auch über gute Sachen. Aber dann ist auch genauso wichtig, dass man abends auch mal den Leuten Content gibt, gerade als Artist, dass sie mal vergessen. Ne? Das ist beides wichtig. So ist das. Ey, ich hätte mal einen Vorschlag, und zwar, weil wir relativ kurz angebunden sind, wegen der
Gästefrequenz. Ja, man munkelt, dass manche vor der Tür schon gerade sitzen, protestieren gegen die Kälte. Aber hier drin ist kälter ziemlich, als ziemlich frisch. Ich glaube, die Gäste vor der Tür, ist warm, es schneit. Ja, nee, Dings, es wäre vielleicht ganz gut, weil man sich so viel zu erzählen hat, dass man demnächst mal einfach nochmal einen Atzen-Podcast macht. Ja, so. Gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Das gerne mal machen. Ja. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit und nicht so gehetzt und so weiter, weil wir müssen jetzt auf jeden Fall jetzt auch mal zu dem Jahr an und für sich halt kommen, weil es ja so quasi so ein bisschen so ein Rückblick ist. Mhm. Und da wisst ihr, da hat ja jeder so quasi dieselben Fragen bekommen. Da geht es um das positive Ereignis, da geht es um das negative Ereignis, die Person des Jahres, Arschloch des Jahres. Und solltet ihr noch irgendwas Kreatives haben, wie Filme, Musik oder so, was euch hängen geblieben ist, dann auch gerne. Mhm. Da würde ich dann bei Marc dann anfangen. Ja? Boah, oder wollen wir das lieber zu... Mir fällt jetzt gerade ehrlich gesagt gar nichts ein. Das ist also, sehr unprofessionell. Eine Sache ein, denk doch mal tief nach. Eins nach dem anderen. Das Arschloch des Jahres, das wirst du ja noch hinkriegen. Ja. Da gibt es viele. Arschloch des Jahres. Das ist die leichteste Frage. Da fällt mir auch einer ein. Es kann sich bei uns aber auch alles überschneiden. Also ich gerade denke... Ja nichts. Okay, dann gleichzeitig. Also ich meine so, deswegen wird es wahrscheinlich eh doppelt. Aber vielleicht gibt es auch einige Sachen, die der eine... Ja, dann machen wir keine Reihenfolge. Dem es einfällt, der antwortet einfach. Genau, vielleicht sind es auch zwei verschiedene Arschlöcher. Und ich wollte nochmal sagen, Bets Idee ist großartig. Ja, derartig viele Arschlöcher. Ja, fangen wir an. Arschloch des Jahres, ja, was soll ich sagen? Ne? Das ist in dem Fall, man sagt ja mal ungerne Namen, aber diesmal kann man es einfach mal sagen. Endlich mal Name-Dropping. Dr. Motte. Dr. Motte ist für mich auch das Arschloch des Jahres. War doch ein Techno, der gemacht wurde. Definitiv. Also der kam unerwartet. Definitiv. Dr. Motto. Und ey, die Leute wissen, wir reden echt über Leute. Wir reden immer gut über Leute und wir reden auch kaum über andere Leute. Ne? Also sei denn, wenn wir, es sei denn positiv. Es gibt natürlich einen Grund, warum er das Arschloch des Jahres ist. Und zwar haben er Gumbi, Cento und ich mal ein Techno-Label gegründet. Schon lange her. Schon lange her. Techno-Label, da haben wir auch Leute gesigned, da haben wir Geld in Videos investiert. Dumme Jungs, Beef-Theater, Becky. Drunken Masters, also da waren sehr, sehr viele auf dem Label gewesen. Waren einige Leute unter Krasse Vertrag. Videos wir auch. Haben da echt viel Zeit und Energie reingesteckt, haben das aber irgendwann nicht mehr so richtig gestemmt bekommen, weil wir mit Atze zu viel zu tun hatten. Ja. Haben auch für dieses Label ein Patent angemeldet. Gehabt damals, ne? Mhm. Und also das Label war aber nie tot. Also wir haben immer die ganze Zeit nonstop, die Sachen waren also immer noch auf Eis gelegt, kann man sagen, ne? Aber Label genau, also wir haben halt das Patent am Start gehabt und haben auch die Facebook-Seite und Internetseiten. YouTube-Kanal. Genau. Und die Songs bei Spotify, alles, ne? Genau, es gab einmal einen Moment, da waren wir unterwegs gewesen als Atzen und da haben wir Dr. Motte getroffen. Und da haben wir, da hat er uns, da hatten wir die T-Shirts angehabt. Und das Label hieß Techno Changed My Life. TCML. TCML, ganz genau. Techno Changed My Life, Da lief das alles schon. So hieß auch das Label. So hieß auch das Label. Du weißt es auch, ne? Ich weiß das, das hatten ja alle an. Wir haben ja sogar hier Partys veranstaltet. Ja, ganz viele waren gesigned, Liebel Hector war gesigned. Das war krass, ja. Also es ist gerade in den Startlöchern gewesen und es ist wirklich relativ gut gelaufen. Mit Easy Does It zusammen, sehr viel in Zusammenarbeit. Ja, also es war wirklich, hat viel Arbeit drin gesteckt. Obwohl wir schon so viel zu tun hatten. Und wir hatten Dr. Motte getroffen am Flughafen in München, war das, glaube ich, gewesen. Da war auch Sadiq mit dabei und Smokey, glaube ich, auch und so. Und der hat dann das T-Shirt gesehen und meint, boah, geil, Techno Change My Life, was ist denn das? Und so, wow, cool und so, hat das gefeiert. Wir haben uns mit dem auch super verstanden. Bin auch eigentlich ein Fan von ihm immer gewesen. Und er hat das halt gefeiert und Dann haben wir ihm es erklärt und so und dann haben wir ihm sogar noch ein Paket zukommen lassen. Ah, er hat uns dann seine E-Mail und Adresse gegeben und so und dann haben wir ihm noch ein Paket zukommen lassen mit den ganzen Merchandise von uns, mit Stickern und T-Shirts und sonst was alles. Genau. Und ich rate, er hat gebeitet. Ne, warte mal ab. Er hat nicht gebeitet. Er hat noch was viel Schlimmeres gemacht eigentlich, also sowas richtig Hinterlistiges. Er hat sich beim Patentamt informiert, wann unser Patent ausläuft. Pass auf, er ist am ersten Tag, ich bin extra ins Patentamt hingefahren. Du kriegst ja so ein Verlängerungsschreiben, ja, ihr Patent läuft aus, ihr könnt es verlängern. Genau, und ich konnte das damals nicht verlängern, das lief damals, weil das ist ja jetzt schon, wie lange ist das her, 10 Jahre oder was, weiß ich ungefähr, in dem Dreh. Bin mittlerweile da in der Zeit schon vom Keller in zweimal umgezogen und da hätte ich das beim Patent dann auch melden müssen. Die Post ging halt an die falsche Adresse und meine E-Mail-Adresse wurde damals gehackt. Deswegen habe ich keine Informationen bekommen, dass ich das verlängern muss. Du hast ja dann nochmal eine gewisse Zeit und so. Und er hat genau hat sich informiert, wann das Patent ausläuft und hat dann tatsächlich am selben Tag
über irgendwelche Anwälte noch und so, hat er sich die Wortmarke patentiert. Ja. Am selben Tag. Das hat weiß der nicht, dass ihr Leute habt mit Gesichtstattoo in der Gang, die gewaltaffin sind? Und es kommt noch schlimmer. Dann hat er angefangen, genau, also eigentlich fast 1:1 das Logo nachzumachen. Er hat Cappies davon gemacht, T-Shirts davon gemacht und rennt jetzt überall mit dem Scheiß rum. Und promotet halt diese Kacke. Ne? Also man kann jetzt in dem Fall nicht viel machen. Ne? Also brauchst keine Angst haben, dass hier irgendwelche bösen Leute da kommen oder sonst irgendwas. In dem Fall ist ganz klar. Aber wir wollen einfach das jetzt öffentlich auch machen. Ja, ne? Und ich würde ja schon halt einfach wissen, weil er chillt ja auch wirklich mit coolen Leuten und so. Und auch gegen ihn, ja, weiß ich nicht. Also das ist ein Ideenraub. Es ist halt einfach eine Scheißaktion. Weiß ich nicht. No-Go. Auch hinterlistig so ein bisschen. Wenn du zum Beispiel Matze Crime sagst, ey, ich lasse es mal ruhen. Ja. Und da kommt, und es lief ganz gut alles, weißt du. Du hast irgendwann hier Fame gehabt und bla und hin und her. Und dann, weißt du, vom Prinzip her macht man es einfach nicht. Und da gibt es gar nichts zu reden. Das ist richtig Bitch-Move des Todes. Das ist so ein richtiges No-Go, wo man sagt, so scheiße. Ne? Vor allem, das machst du gerade auch nicht, aber gerade noch mit einem, der dir geschadet hätte. Fast schon so ein, was auszuwischen. Ja, oder du meldest dich halt einfach. Ja. Weißt du, was ich meine? Du meldest dich, sagst, ey Leute, ich habe gesehen, ihr seid da nicht mehr so aktiv, ihr macht nicht mehr, die Sachen sind zwar noch online, aber ich hätte Bock, das Ding weiterzumachen. Wie sieht's aus? Wir hätten sofort gesagt, ja klar. So, ah, warte mal, ich weiß, welches Studio es jetzt ist. Wir kümmern uns drum. Ja, Quatsch. Arschloch des Jahres. Dr. Motte, ich krieg Woller, ist ein Arschloch-Move, oder? Dr. Motte, du hast Troll übertrieben, Woller, ich krieg. Sowas macht nur ein Arschloch. Sowas kann nur ein Arschloch sein. Wenn ich will, mach ich Motte zu. Das ist natürlich alles nur Meinung, ja? Nicht, dass Dr. Motte alles Meinung. Ach, Quatsch, das ist ja eher eine Kategorie nur. Richtig. Arschloch-Kategorie. Eine Comic, ist ein Comic. Fantasy. Dr. Motte. Eib, Walla. Melde dich mal bei Frauenarzt und klärt mal das Ganze. 2 Millionen rüberschieben und dann vergessen wir. Oder riecht der Eib bei die Selle mich so gute Junge, Walla, was machst du, Mord? Das ist, ficke dich. So, okay, dann haben wir was Gutes auch? Ein Ereignis, eine Person, irgendwas, was euch hängen geblieben ist? Person des Jahres oder sowas, meinst du? Richtig. Ghostbusters, fehlen der neue Money. Negativ gerade, positiv. Hat irgendjemand eine Katze vom Baum geholt in Langwitz? Mein Taxifahrer, der Nachbar bei uns, der ist Person des Jahres, der fährt überall hin. Immer, der ist immer erreichbar, der ist Top Mann. Top Mann, wie heißt er? Safdine. Gibt es irgendwas, Film, Musik oder irgendwas, was euch besonders im Kopf geblieben ist? Eine Serie oder ein Album, eine Single, ein Video? Also Filme habe ich dieses Jahr gar nicht geguckt. Also keine aktuellen, nur alte Sachen. Nicht den neuen Ghostbusters, ihr als größte Ghostbusters-Fans, die Afterlife kennen. Meinst du? Ich hab vor einigen Monaten, hab ich dir ja geschickt, gab es den Trailer für neuen Ghostbusters. Genau, Afterlife habe ich geguckt die erste halbe Stunde und bin dann eingepennt. Ich kann dazu jetzt noch nicht sagen, ehrlich gesagt, ob der gut oder schlecht ist. Also die Effekte sind cool, aber ob ich den jetzt empfehlen würde. Ich habe gestern, gibt es auf Paramount jetzt Yo! MTV Maps. Kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt empfehlen. Ist eine ganz coole Idee, haben sie aber blöd irgendwie umgesetzt. Wie Maps. Also auch nicht Maps, Serie. Also da ist jemand, ein Videoproduzent, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, eine bekannte Person im Hip-Hop. Da mit Kitty Cat? Nee, ich weiß nicht, ob die da mitmacht. Doch. Also waren bis jetzt nur Wu-Tang-Geschichten am Anfang. Ach so, okay. Aber ich hab's auch ausgemacht so. Aber vielleicht interessiert es manche. Also das ganze Konzept ist eigentlich ganz geil, hätten sie anders aufziehen müssen. Aber nicht Serie des Jahres. Nicht Serie des Jahres unbedingt, ne? Okay. Watchmen, aber Inside wir kennen es jetzt schon. Alles mit Man habe ich mir reingezogen. Aber war auch jetzt nicht, so ich sage. Ja, nicht Serie des Jahres, weiß ich nicht, weil ich habe nicht so viel gesehen, aber. Ich habe auch immer nur dieselben Schinken halt. Schon so ein bisschen Flaute gerade. Aber habt ihr nicht auch, ganz kurz nur ein Zwischenruf, habt ihr nicht auch das Gefühl so, ich habe das Gefühl so durch diese Streamingdienste und sowas, alles verkommt so. Alles wird so billig, genau wie Spotify. Ja, früher ohne Spotify gab es qualitativ viel hochwertigere Mucke und ohne Netflix und diese ganze Scheiße gab es hochwertigere Serien und Filme. Definitiv. Ja, Digga, ich hab Netflix habe ich gar nicht mehr. Ich skippe da mal durch, ich finde nichts. Musik kannst du nicht so verallgemeinern, finde ich, weil da kommen immer noch krasse Sachen. Ja. So, also. Aber das sind ja dann die Künstler, die du zum Beispiel auch hörst, Digga, das werden ja keine neuen Leute sein, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt auf Travis Scott oder so abgehst.
Also ich weiß es nicht. Nee. Oder bist du so wie ich? Also ich höre echt nur alte Sachen. Ich höre auch sehr viel alte Sachen. Ich habe auch mal geguckt. Also in meiner Playlist ist nicht viel Neues. Ich finde Benny the Butcher, finde ich sehr geil. Ja, Dicker, dass du Benny the Butcher feierst. Ist ja die New York-Ecke, ne, glaube ich. Ja, also, aber der ist auch nicht mehr so neu. Aber zum Beispiel hier dieses Big Dogs von Lil Wayne und Benny the Butcher. Eine krasse Kombo, finde ich so. Aber es ist jetzt auch nichts jetzt super aktuell Neues. Aber es gibt schon ab und zu mal ganz geile junge Artists oder neue Talente. Aber das sind dann so undergroundige Sachen eher, oder? Das ist dann nicht so Mainstream, also, oder? Benny the Butcher ist gar nicht mal so underground. Finde ich krass, Dio, die Leute wissen immer mehr auf so, ne? Ja, ja. Also musst du ja mal reinziehen. Der ist zum Beispiel richtig auch noch krass. Album. Sag. Und zwar ist aber auch, das habe ich zufällig mal gefunden, ist aber auch ein bisschen älter, und zwar Ramirez. Ist aber nicht 2002. Ich habe dieses Jahr, ich glaube, ich habe es aber vor kurzem. 22 hat er, glaube ich, sein letztes Album rausgebracht. Ne? Genau, der hat auch wieder ein neues Single rausgebracht. Aber Ramirez müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Ja. Ich weiß nicht, wie heißt denn das Album? Krass finde ich, dass du Raw Dicks kennst. Raw Dicks war so ein Flash. Super underground. Ich höre ja seit Jahren Onkel Mörder. 5000 Hörer auf Spotify, glaube ich, hat er. 500 Spotify-Hörer. Ist der krass. Ist krass, ne? Ich bin ja immer schon so ein bisschen im Underground-Film drin. So. Ja. Aber musst du dir mal einziehen, das ist richtig krass. Ramirez, du Player. Ramirez ist krass. Ein bisschen so Memphis. Memphis-Sound angehaucht. So. 2020. Ja. 100 Pro, aber hast du vor kurzem entdeckt erst? Oder? Ja. Nee, das habe ich schon von mir, aber ich höre das ab und zu mal. Ich vergesse es dann. Ja gut, wenn das du ein geiles Album hören wirst, jeder Song ist wirklich eine Bombe. Amerika ist so groß, Digga, da findest du immer was, ne? Cool. Da aber immer auch was. Commander, ich glaube, das wäre auch dein Ding. Album, zieh mir das mal rein, auf jeden Album Fall, des Jahres für mich dieses Jahr ist von, wenn es auf amerikanische Alben geht, Ice-T. Ice-T, The Legend of Ice-T, Crime Stories. Und der hat das Album nur auf Platte rausgemacht, also nur auf LP, Doppel-LP. Hab ich gar nichts von gehört, siehst du? Super krass. Ist da Never Do a Favor drauf und so? For Friend? Too Old for the Dumb Shit und so. Also der hat, glaube ich, 6 Exklusiv-Songs auf dem Album drauf jetzt, ganz neu. Und ansonsten alle seine Storyteller-Songs. Toll. Und der hat das Album ganz konsequent nur auf Schallplatte rausgebracht. Und nicht für die Streaming-Dienste gestellt. Außer jetzt, es gibt so eine Trilogie, die kann man sich reinziehen auf seinem YouTube-Channel. Da gibt es halt die Musikvideos. Das finde ich sehr geil. Und King T. Jetzt King T ist back. King T hat, der hat ja einen Release früher gehabt, der nie rausgekommen ist, auf Aftermath von Dr. Dre produziert. Größtenteils das Album Kingdom Come. Und das Album ist jetzt auch 2023 in Top-Qualität rausgekommen. Streaming-Dienste, CD, Schallplatte. Und das ist auch ein sehr, sehr starkes Album. Ist jetzt nichts Aktuelles, aber für mich eigentlich so die beiden Alben 2023. Und Deutsch würde ich knallert Chiago sagen. Chiago, das ja, stimmt, Album. Stimmt, der ist abgerissen. Wirklich, ey, wirklich geil. Ist Geschmackssache, geil. Aber sein Album ist sehr unterhaltsam, gut gemacht und unterhaltsam ist das Schlagwort, würde ich sagen. Schreibt er sich Tiavo? Ja. S-K-I-A-G-G-U. Das ist der mit der Skibrille, oder? Dieser Typ mit dem Fukuhila-Haarschnitt. Das ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr cooles Ding geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch sehr authentisch in dem, was er macht und so. Ein bisschen neu. Es hat auch so ein bisschen der Atzen-Style. Charlottenburger, Berlin-Flavor auf jeden Fall voll drin. Ja. Korrekt. Okay, Jungs, wir kommen zum Abschluss. Bevor wir euch entlassen, kommen wir zu unserem allseits beliebten kleinen Spielchen. Oh, Quick and Dirty. Quick and Dirty, meine Quick Damen und Herren. Das muss man natürlich mit den Atzen machen. Muss. Quick and Dirty geht in die nächste Runde jetzt direkt mit der Silvester-Show. Gibt es einfach mal eiskalt neue Fragen, meine Damen und Herren. Also Applaus dafür. Applaus. Geil. Applaus, Applaus. Geilig. Aber die leckeren Fragen, die letzten beiden, die bleiben natürlich, Boogie. Also von daher kannst du dich freuen. Das nehmen wir nicht raus, ja? So, also, Quick and Dirty Silvester-Special mit den Atzen. Let the games begin, Motherfucker! Quick and Dirty, Quick and Dirty! Dirty Motherfucker, Dirty Sauce in the house, Motherfucker! Was müssen wir denn jetzt machen? Ihr beantwortet Quick and Dirty Fragen. Ihr habt einen einzigen Joker pro Person. Wenn ihr den ausgenutzt habt, dann kriegt ihr auch keinen neuen. Also wählt weise. Was bedeutet Joker? Joker bedeutet, ich enthalte mich und antworte. Kannst Frage schieben. Enthalten. Jeder hat einen. Oder jeder beide zusammen einen. Jeder hat einen. Ja, wir wollen ja fair sein. Ja? Okay? Dann geht's los. 80s oder 90s? 80s. Ja, 80s. 80s. Miami Vice oder Baywatch? Miami Vice. Miami Vice. King of Queens oder Alf? Alf. Alf. Milli Vanilli oder die Backstreet Boys? Milli Vanilli. Milli Vanilli. Drake oder Herbert Grönemeyer? Oh. Drake. Ja, Drake. Cardi B oder Heino? Ah, oh, das ist schwer. Aber verständlicherweise. Ja, wir haben vor kurzem, wir haben dieses Jahr kennengelernt, oder? Ja, ja,
den haben wir dieses Jahr kennengelernt. Heine oder Cardi B? Heine, Cardi B. Ja, stimmt. Er wäre immer, was hat er gesagt? Mit Erdbeeren, wa? Ja, das haben wir ihn gefragt, ne? Wusste ich gar nicht mehr. Das ist geil, das ist der Koks und Erdbeeren im Backstage. Koks und Erdbeeren, aber Erdbeeren sind schwer. Ey, willst du nicht bei Matthias Prime der Heino sein? Heino, H-I-G-H-N-O. Aber passt nicht so zu ihm. Ero Stramm am Kotti. Was sagst du? Ich würde sagen Heino einfach mal. Heino? Ja, ja. Ja, was? Machen wir Cardi B bei mir. Okay, dann haben wir beide. Okay. Aber für die Gleichberechtigung. Die hat ein geiles Superfreak-Sample gemacht. Super ja, das sind, die macht schon geile Mucke. Ich glaube, ich würde es eher pumpen. So, Bone Thugs and Harmony oder die Migos? Bone Thugs and Harmony. Bone Thugs. Hallo. Definitiv, hallo. Busy Bone, Mann. Busy Bone, auch einer der krassen MCs der Welt. 100% crazy auch, alle. Nas oder Jay-Z? Nas. Einstimmig. Super Mario oder Sonic? Super Mario. Super Mario. Star Wars oder Marvel-Filme? Star Wars. Ja. Ja. Ja? Ja. Sport oder Chipstüte? An diesem Tisch bin ich gelogen, Manni. Ja, ja. Was? Keiner hat so viel Chips wie du. Sport oder Chipstüte? Also vor 3 Jahren hätte ich noch gesagt Sport, jetzt ist die Chipstüte gerade. Ja? Momentan. Ja. Momentan, jetzt kann sich aber morgen wieder ändern. Richtig, aber wenn ich Empfehlungen geben darf, Sport. Na dann, okay. Chips ist übrigens nach Alkohol das ungesündeste Lebensmittel auf der Welt. Mhm, vor allem das mit Molkepulver und diesen ganzen Zusatzstoffen. Mhm, aber lecker. Takis, mh. So ist das. So, jetzt wird es ein bisschen prickeln, ne? Scholz oder Weidel? Boah, Alter, ich enthalte mich. Erste Joker wird gezogen, aber das wusste er schon. Ja, ja. Ja. Du weißt ja nicht, was danach ja kommt. Ja. Ja. Politik habe ich überhaupt nichts an. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich kenne die auch, kenn ich beide nicht. Nie gehört. Ja, dann wird euch die nächste Frage freuen. Ja, aber Politik halten wir uns ja mal raus. Ja. Super, da kommt ja die nächste Frage genau richtig. Ja. AfD oder Grüne? Oh. Das ist gemein gewesen. Das ist wirklich gemein. Ja, die hat sie in Falle gelockt, B. Deswegen hab ich ja gesagt. Hast du dich auch enthalten? Hast du dich auch enthalten? Ja, das ist ja. Das ist ja. Was willst du denn da nehmen? Ja. Das kannst du beides. Also nimmt einer die Grünen, der andere AfD. Anders kommen wir nicht mehr raus. Anders kommen wir da nicht raus. Ja, mach das mal. Arzt kann man nicht finden, Alter. Okay, wir akzeptieren das als Antwort. Ja? So. Lieber Sex in the City, alle Staffeln gucken oder 10 Minuten mit der Ex-Freundin? Was bitte? 10 Staffeln? Lieber alle Staffeln von Sex in the City gucken oder 10 Minuten mit der Ex-Freundin? Das Problem ist, die anderen Mädchen werden es auch gucken. Alle Staffeln. Alle Staffeln. Korrekt. Meine Ex macht mehr 3 als BMW. Ja, ich hab's noch nie gesehen, aber bin mal gespannt. Ja, dann nimmst du die. Okay, alles gut. So. Staffeln. Du kannst ja auch in doppelter Geschwindigkeit dir reinziehen, ne? Das geht auch, ja. Staffeln, was? Egal, was für ein Sex sind, das ist Staffeln. Egal, was. Ja. Okay, Leute, das sind unsere 2 Klassikerfragen, die werden noch nie ausgetauscht. Lieber Schwanz ab oder Augen weg? Augen weg oder Schwanz? Blind oder Schwanz? Augen sind überbewertet, Augen braucht man nicht. Ohren wäre schlimm, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Aber wir philosophieren oft, du hast dann die ganze Nacht Angst, also nicht Angst, Adrenalin. Lass doch antworten. Was? Ich hätte Adrenalin. Boah, Alter, das weil du blind bist. Weiß ich nicht, hab ich dann Adrenalin? Der war auch blind, der hat auch kein Adrenalin. Ja. Und der hat viel Sex. Stevie Wonder auch? Der will 100 Pro. Ich glaube, das ist so ein Gimmick bei dem, der ist gar nicht blond. Blind. Der ist gar nicht blind, Stevie Wonder. Oder? Ja. Er ist blond. Ja. Ich weiß nicht, was das mit der Psyche macht, ne? Wenn der Pulle ab ist, du trotzdem sehen kannst und du wirst ja dann trotzdem wahnsinnig. Ich glaube, dann spätestens nach einem Jahr bist du in der Klapse. Kann man schlecht einschätzen, dann kann man nur Mut machen. Weiß man nicht, ne? Deswegen. Ja, aber Mann, ich habe jetzt so Angst immer. Manche würden sofort sagen. Also? Entscheidung bitte? Ich habe mich entschieden, du. Pimmel. Was sagst du, Augen? Augen, natürlich, ja, klar. Oh, ich bin eh schon halbblind. Ich hab auch Eier. Ich auch, Digga, was ich schreibe. Puller ab. Da Puller ab. Was willst du machen? Puller ab, ja. Ja. So, ja. Letzte Frage, Kollektiv. Ein Teller lebender Würmer essen oder Zungenkuss mit Boogie? Ich würde Zungenkuss mit Boogie. Puller. Ja, ich auch. Verstehe die Frage. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Alles ist möglich. Ja, meine Damen und Herren, das war Quick and Dirty mit dem Arzt. Was macht mit euch? Und mir ist egal, was der Wettermann sagt, denn auch heute war ein guter Tag. Playboy ist draußen auf Flex und will gleich hier ran. Sagt ihr Hübschen, was ihr wollt.
Don't get too close to your computer screen or you might get pregnant. Real Talk! Hey. Danke, dass ihr da wart. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Yeah. Give me the mic, I'm gonna take it away. So I found it on the Tox Bomber, yo. Das ist eine Legende, geil, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, Bela Spooky. Ja. Erstmal vielen Dank, dass ihr auch wieder geht, ja. Meine Brüder, wisst ihr. Wir sehen uns nächstes Jahr. Wir sind eine Familie, das weiß ich wirklich. Hey, ihr kommt aber dann wieder. Ja, haben wir jetzt. Ich fand die Idee großartig, Bela, ein paar Retalks dieses Jahr. Und oft mal so Bassbox-Hashtags machen. Fork wollt ihr ja kommen, genau. Ja, machen wir. Lass es machen. Danke, dass es euch gibt. Auf jeden Fall, Leute. Ey, euch auch gut. Ja. Rutsch, euch auch, ja. Kommt uns neue Jahr. Commander, dir auch natürlich, ne? Rutsch, Männer. Let's get ready to mumble. Mumble in the jungle, baby. Ey, Bugi, ich hab gehört, wir haben so einen Überraschungsgast. Oh ja, aber wir wollen spannend halten. Ja. Ist auch ein bisschen gespannt. Wer könnte es sein, Digga? Die Community ist gerade gespannt wie ein Flitzebogen. Ich glaube, da gehen schon die Ratespiele aber los. Aber guck mal, wir wollen... Baerbock, Fragezeichen? Ja, es ist ganz schwer zu erkennen. Nein, mit denen hat er eine Fitna mit den Grünen. Oh, okay. Ja. Also pass auf. Pass auf, pass auf. Ich sag mal, er war der erste authentische Berliner mit Berlin, berlinerisch in Umgangsform. Der es in die Öffentlichen geschafft hat, das wird eigentlich Männer. Ja, das ist schon eine kleine Spur, die du gelegt hast hier für unsere Detektive da draußen. Er hat große Spuren früher gelegt, auch kleine. Ja. Was denn auch zum Beispiel, er hatte mal einmal in einer Talkshow eine Frau dabei, da wurden alle interviewt, Savas Sido, er hatte eine Frau dabei, er beantwortete den Reporter, was sie kann, blasen. Ich habe gehört, er hat eine Oma weggerammelt, weil sie geil war. Aber sie sprach nicht mehr, dann war sie heiser. Dann war sie heiser. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zu Gast, mein Übersatten. Ist der Silvester. Danke. Party. Es gibt wirklich ein paar super, super Fragen an mich. Aber ich kann erstmal von mir ein bisschen was erzählen. Ja, okay. Also mir geht's sehr, sehr positiv super. Erstens, ich habe aufgehört mit dem Alkohol. Die andere restliche Drecksscheiße auch. Mir geht's super. Hab angefangen zu trainieren. Bin weg von dem ganzen Scheiß. Und das Wichtigste ist von meinen Augen mein Führerschein. Ich habe auch schon Haarproben abgeben. Nicht vom Sack, nicht von den Armen, sondern vom Bein. 3 Zentimeter. Und das muss ich jetzt nochmal 3 Mal machen. Und ich habe auch ein Schreiben gekriegt. Ich habe von der Rechtsmedizin alles negativ. Also alles sauber. Oh, Ahu. Und so wie gesagt, Danke. Und negativ, also was soll negativ? Gar nichts. Also mir geht's super. So, und so wie ihr sagt. Und bei mir läuft es gerade. Alles gehört mir wieder. Ich habe meine eigene YouTube-Channel. Playboy 5.1 läuft alles. Abonnieren. Aktiviert die Glocke. Like-Button. Der Fans da. Mitschreiben. Das, für mich, meine Übersatten, man merkt ja auch, dass ich nicht mehr so durchgeballert bin. Ich bin sauber geworden, selig. Es dauert zwar noch, man sagt ja insgesamt 2 Jahre. Ich habe ja wirklich jeden Tag Bier gesoffen. Jeden Tag. Leider, aber egal. Andere machen andere Dinge. Ist ja schön. Ich habe es ja für mich gemacht. Auch für meinen Freundeskreis, dass sie mich auch wieder sehen, dass sie mich anders sehen. Dass ich wieder, weil ich mache es ja auch für meine Gesundheit. Seit wann? Also ich bin seit von 15. Februar bin ich weg vom Alkohol. Habe ich durchgezogen. Respekt, Digga, Respekt. 15. Februar ist ja fast 15. ein Jahr. Applaus. Und das war sehr schwer für mich. Also wirklich jetzt die ersten 3 Wochen Schweißausbrüche. Depression gehabt, ich hab mich gewälzt, ich hab komische Träume gesehen und alles. Es war wirklich nicht einfach. Also ich weiß ganz genau, es schaffen sehr wenige. Vom Alkohol und komplett von jedem Scheiß wegzukommen. Digga, und ich hab's geschafft. Yeah! Und es lohnt sich, Bruder, oder? Digga, Hut ab. Koks, Nutten, Alkohol ist wie Salzwasser. Man will einfach nicht genug. Man will, umso mehr man trinkt und man fühlt sich besser und auch für die Freunde, weil es ist ja ähnlich wie bei Dummheit oder Tod. Ja. Das ist schlimm für die Angehörigen. Ja. Weil derjenige, der stirbt oder dumm ist, kriegt es nicht mit. Und das ist ja echt traurig. Du hast bestimmt 5 Kilo zugenommen. Also, wenn man es so sieht, kann man... Unfassbar. Zahle der The Rock. Ich wollte gerade sagen. Oh!
Damn you! Ey, jetzt noch ein Monat Check Plus und du bist Mr. Universum, Baby. Also noch ein einmal Also Training mache ich. Läuft, Digga. Ey, Playboy, da kann man auch, ich bin ja mit Kraftsport aufgewachsen, ja? Da kann man gar nichts reininterpretieren. Es sind Fakten. Guck den Podcast. Harte Arbeit, Digga, harte Arbeit. Das sind 7 Kilo mehr Muskeln. Danke, danke. Der Playboy danke, fokussiert, danke, gepumpt. Wie in die 90er, Respekt, Baby. Digga, Respekt. Und, ey, Riesenrespekt. Danke, und bei mir ist es ja so, ich habe ja auch was vor. Ich will ja auch in meinem Videoclip, so wie ihr erwähnt, also will ich ja auch richtig geil aussehen. Richtig, jawohl, wieder wie früher. Aber nicht zu breit. Zu breit ist es wieder richtig. Defi. Ich will so richtig übersexy Body, so was cool aussieht. Und nicht die Szenen übertreiben. Einfach so sein, wie man ist. So sieht's aus. Und darf ich auch noch mal den, ich sage auch mal einen Künstler, ich will dir jetzt nicht aussprechen, dass ich mit einem Künstler auch Musik machen werde. Ja. So Hip-Hop-mäßig, ein Beat. Wir, Belasch. Wir reden ja noch mal darüber. Da hast du den besten, danke. Du hast den besten Playboy. Danke, 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 dass es klar geht, wirklich. Auch an MC Boogie. Und da habe ich auch noch eine Überraschung, ja, würde ich auch noch mal erwähnen. Ich habe mit Tetto24 in Sassnitz telefoniert. Und der hat einen Dings gekauft, also eine Halle direkt, so eine Konzerthalle und so. Und der hat mich gefragt, so, wie wäre es 2024, ein Konzert zu geben. Ich so, ja, hört sich super an. Ich muss erst mal dahin fahren und mir erstmal die Lage erstmal anschauen. Ich werde auch noch filmen selber mit der Kamera, mir das erstmal angucken. Und er hat mich gefragt, ob ich ein paar Rapper kenne, die auch gerne Lust hätten, da mitzumachen. Also sehr, sehr gerne, wenn ihr gerne Lust haben sollt, könnt ihr gerne mitmachen. Ich sag euch das sowieso nochmal. Ja, Guck mal zur Ruhe. Und bei mir so, also was ich wirklich gerne, wirklich, also ich sag mal, beste Album. Ich will jetzt nicht irgendwas sagen, von Busta Rhymes, was jetzt vor 3 Wochen erschienen ist. Dieses Album. Blockbuster oder wie das Ding heißt. Hab ich noch gar nicht gehört. Hab ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, Alter. Krass. Ja, überkrass. Also ich bin mehr so Method Man. Method Man sagt euch Wu-Tang Killer. Na, selbst. Chimmy. Also so in dieser, so Hip-Hop, das feiere ich. Also die geile Zeit. Geile Hip-Hop. Ja, das war auch nur unsere Zeit. Das war wirklich. Also definitiv waren es. Ja. 90er, 80er, 90er. Also ich höre auch gerne hier Rock'n'Roll. Ist auch geil, Alter. Oder? Ja. Ja. Mal ab und zu mal kann man sich sagen, ich mag auch gerne GTA 5. Ich zocke gerne zur Zeit. Also mich abzulenken, GTA 5 macht Spaß. Da laufen auch verschiedene Songs und Musik. Und die Bucke ist geil bei GTA. Ja, das war damals schon so. Stimmt, wenn ihr sagt, da war mal das GTA-Radio. Das habe ich sehr gern gehört. Ja, mit den Sendern, ja. Da hatte ich noch kein YouTube. Und da war das 80er-Radio sehr beliebt. Genau. Ja, der schöne Miami Vice 80er-Sound. Genau. Danke. Richtig. Und wir warten ja sowieso ab. Die erzählen hier von GTA 6. Mhm. Soll 2025 48. rauskommen. Genau, ich bin 48 Jahre alt. Ja. Und genau. Ist ja gut, wir warten erstmal. Und deswegen, so wie gesagt, Playboy hat erstmal 2024 erstmal einen Plan. Erstmal einen Führerschein und dann der Rest kommt von alleine. Schau. Und wir haben heute auch einen Gast, mein Übersatten. Ah, mit H. Der heißt mit H, Terminator, 100 Schuhgröße. Hassan am Start, den holen wir hier rein, Ladies and Gentlemen. Hassan, wir wollen den Hassan sehen. Schuhgröße, Terminator. Wie schüchtern sein hier, komm. So. Bisschen mehr am Mikrofon, mein Übersatten. Die erste Frage, ich bin gespannt. Letztes Mal hast du mir in die Pfanne gehauen. So, Hassan. Willkommen, Hassan. Grüß dich auch. Wir haben uns ja so gesehen. Ja, nicht so viel Rauch ist und gesund, aber egal, machen sowieso alle, was sie wollen. So, Hassan, schön, du warst letztes Jahr auch hier. Vorletztes Jahr warst du ja nicht da. Wie oft bin ich jetzt hier? Das 4. Mal. Erstmal Applaus. Hey. Yeah. Verdient. Komm mal ein bisschen näher ran. Genau. Und das ist Hassan. Leider geht ganz schnell. Auch ist was weggegangen von ihm, seine Allerliebste. Genau da, wo ich hier war. Wo als er gegangen war, weil du ihn gefragt hast, wie auf deinen Puff geht, war? Das Ding ist, wir haben ja darüber über meine Mama damals geredet. Also sehr traurig. So, ja. Und danach, nach drei paar Monaten, ist das bei dir passiert? Das war im Januar. Ja. Jetzt erklärt mal, weil es ja echt ein Ärzte-Thema ist. Ist die von uns gegangen oder von Hassan gegangen? Von Hassan, ja. Ach so, okay, tut mir leid. Aber dann war es nicht die Richtige. Entschuldigung, war es deine Mama, Hassan? Ja. Entschuldige, Hassan, ich habe jetzt gefragt. Ja, nicht lustig, ich dachte, die Freundin ist gegangen. Und das ist wie, so wie ihr sagt, also das ist also so wie diese Optik. Man redet darüber, dann passiert es.
Ganz von einfach, der hat dann schon angerufen. Nee, mein Beileid, Bruder. Der hat das falsch gemacht. Entschuldigung, Hassan, Entschuldigung, jetzt ehrlich. So. Ich habe einen Freundin verstanden, sonst hätte ich den Witz gemacht. Und wir waren ja da, gewesen. Ich mit Dennis, mit Cobra, mit Dennis, mit Habibi und so. Und alles gut, Abschied, ja, haben sie gegeben und alle drum. Dann war er ja auch verreist. Er ist ja auch gegangen, rüber in der Türkei, da wo sie auch beerdigt und so. Und das Ding ist, er wollte auch für sich selber da sein. Pass auf, das Ding ist ja, bei mir war der so gewesen. Ich habe zu Dennis, zu Hassan auch gesagt, so, pass auf, Hassan. Entspann dich mal, sei mal eine Zeit für dich selber da. Wenn irgendwas ist, dann ist er auch hier. Er war ja auch verreist mit seinem Bruder. Wo warst du gewesen? Letztes Jahr Mexiko. Sehr gut. Ey, am Strand, Palmparadies. Er hat mir Bilder geschickt. Alle sehr schön. Ja. So, aber weißt du was? Da habe ich in diesem Moment gemerkt, dass er nicht mehr er selber war. Ist klar, durch den Schock und alles. Denn die Persönlichkeit ändert sich. Das war ja bei mir auch so. Ich war ja auch nicht ich selber, weil mein Kopf, da war ein Stuhl drin. Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Wo kann ich Hilfe kriegen? Dies, das. Ich muss selber mit mir selber klarkommen. Wie war es bei dir? Ja, die ersten Wochen war Katastrophe. Also, konnte es gar nicht so realisieren. Ja, er ist weg so. Man war schon depressiv in der Phase. Auf jeden Fall. Ja, ist normal, Digga. Also, ne? Ganz normal. Heilig, ja, ne. Anders weg. Aber hat gestärkt auch Hassan. Ich habe letztes Jahr meinen Vater verloren. Ich pflege gerade meine Mutter. Ich bin durch den Schmerz, durch das Zerbrechen wieder stärker gekommen. Und dann auch das, was meine ganzen Freunde hatten, Angst, dass ich dann voll abstürze. Ja. Bin eigentlich stärker zurückgekommen. Jetzt pflege ich seit kurzem meiner Mama. Das gibt mir riesen, riesen Kraft. Wir hatten über 30 Jahre ein schweres Verhältnis. Das und stimmt, das tut mir so gut. Durch den Schlaganfall hat sie ganz viele Sachen verdrängt. Das ist so schön. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich gehe befriedigt ins Bett, also zufrieden mit den Tagen. Mhm. Ich glaube, wie im Koran steht, das Glück liegt unter dem Fuß einer Mutter. Deswegen mein Beileid hast du. Und es tut mir richtig leid, jetzt ganz ehrlich, dass ich das mit einem Witz geopend habe. Ich hatte Freundin verstanden. Du weißt, kennst mich, Hassan. Mein Beileid. Boah, ja, möge sie die höchste Stufe im Paradies haben. Ja. So, und das ist es ja. Und das ist traurig, aber wahr. Aber das wird jeden betreffen. Mhm. Und jeder wird das irgendwann mal durchmachen. Deswegen Kopf hoch. Immer einen guten Freund suchen und stark bleiben und deswegen, und wenn man darauf nicht klarkommen sollte, dann einen Psychologen aufsuchen, das ist sehr wichtig, ja, und das ist so, sonst ist ja Feierabend, sonst geht gar nicht. Und das Wichtigste war ja bei dir gewesen, du hast genossen, also in Mexiko, wie war das Wetter, wie war es für dich eigentlich? Ja, Mexiko war gut, ist natürlich, wenn hier es schneit und eiskalt ist, da bist du dann unter Palmen, 25, 30 Grad, so. Hat dir gut getan? Sommer, ja, natürlich. Auch für die Seele, Entspannung? Ja, hat man auch gebraucht, also weil das ist ja, für sich wenn selber. Man hier bleibt, das ist ja... Wie war das da, Hassan? Eher so Mexiko-Wüste, wie man das kennt bei Spidi González oder Strand? Wenn dir das was sagt, die Region Yucatan ist ja halt viel grün, ist die Jaguar-Gegend. Die haben da sehr viele freilaufende Jaguars. Und karibisches Meer halt die Ecke so. Nicht also, Wüste oder Norden. Sehr schön, ganz weißer Sand ist. Und so. Wollte ich gerade fragen, bombastisch. Auf jeden Fall. Kann man mehr so vergleichen mit Flucht der Karibik so. Ja, wirklich schön. Karibik so. Schön. Also so wie ihr gesagt, so mit Weibers hat es ja keine Probleme gehabt, oder? Also ich... Gesnitcht, Alter. Ich gucke erstmal eine Mieze, so sehe ich so. Hassan so war so, auf einmal hat er sich da eine Mieze wieder geklärt. So. Ist ja schon gut. Also ehrlich gesagt, wenn ich... Ist ja richtig gut, wenn er seinen Spaß haben kann. Jeder kann machen, was er will, solange das sein Geld ist. Ist ja gut. Das Ding ist, also ehrlich gesagt, er hat Spaß, er lebt sein Leben. Wieso nicht? Er ist solo, er ist alleine, er kann machen, was er will. Ja. Und er lebt sein Leben rein. Und das finde ich gut. Er lenkt seine Seele wieder zum Sauberen und dann hat er wieder Freiheit. Das ist wichtig. Ja. Anstatt man den Teufel da drin sitzen lässt und sich die ganze Zeit nur Gedanken macht. Man wollte auch einfach grübeln. Nee, scheiße. Das ist so einfach mal richtig. Diese deutsche und europäische Mentalität vergessen und einfach mal wieder Leben genießen so. Ja. Und Südamerika hat mich schon immer fasziniert. Ich war ja schon auch in Kolumbien vor ein paar Jahren. Ist so mein Ding, ja. Also mein Traum wäre wirklich mal einmal in Thailand. Thailand würde ich gerne mal runterfliegen. Thailand wirklich da unten, wisst ihr? Oder nach auf Malediven. Aber Malediven soll ist traumhaft, so wie ich das gehört habe, aber so langweilig sein. Bisschen langweilig. Ist so egal. Aber ey, wenn man wegfliegt, dann will man auch entspannen. Ja. Aber jetzt frage ich mal Playboy, jetzt wo du auch nüchtern bist. Ja. Ich habe wirklich jetzt ein bisschen Ironie ist mit drin, aber ich habe wirklich ein bisschen auf das Piratenschiff gesetzt. Und du kennst doch meinen Nachbar, der hat ja die Tochter von seinem Chef gebumst. Okay. Vorgestern hat er rausgekommen, drei Tage später ist er selbstständig. Und keine Oma? Weil er sich überschätzt hat auf Koks. Ja. Und jetzt frage ich aber mal,
War das ein bisschen so Selbsterschätzung oder haben wir noch damit zu rechnen? Weil der Grundgedanke war ja perfekt. Alle können so viel ballern, so viel nutzen, trotz Hartz IV. Da kriegst du, das ist eine Alternative. Also ich sage dir, ich war ja wirklich in einem sehr, sehr guten Weg. Also der Konzept, alles war 100% gewesen. Und dies, ich wollte es ja verwirklichen. Ich wollte ja diesen Piratenschiff so, dass, war ja alles da. War ja, also Beat war bestimmt war vor Ort gewesen. Ich hätte darauf gerappen können, aber vielleicht noch ein anderer Künstler mit dabei oder was weiß ich drum. Aber da ist ein bisschen, ich will auch den Namen nicht sagen. Jeder geht seinen Weg. Ich bedanke mich sowieso, ja, nochmal an meinem Rechtsanwalt, an den Dominik. Riesenrespekt an ihm. Ey, vielen Dank, Dominik, dass du mich vom Vertrag da rausgeholt hast. Ich hatte ja auch sehr viel durchgemacht. Also, ich habe jetzt meinen eigenen YouTube-Channel. Ist ja, läuft alles. Ich weiß, damit kann man Geld verdienen. Das wusste ich vorher nicht, weil vorher hat mir man das nicht erklärt. Das hat man mir nicht erklärt, ich wusste das nicht. Und jetzt habe ich alles bei mir. Ich bin mein eigener Chef, mein eigener Boss. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mich selber filmen. Ich kann es bei YouTube reinsetzen. Nicht jetzt alles. Man muss vorher jemanden erstmal fragen, ob man das machen darf. Okay? Und so, ich achte jetzt mehr drauf. Ja. Aber ich weiß, Playboy 51 verdient damit Geld. Also ich habe jetzt meinen eigenen Aktenkoffer jetzt bei mir. Playboy, get money. Mach Playboy, so. Get money. So ey, ich habe eine Frage, Playboy. Ja, mach das. Ich habe dich gesehen, das kannte ich nicht. Vielleicht kennt B das auch nicht und Commander. Vielleicht selbst hast du nicht. Da warst du irgendwo, es war schon so eher so Österreich, also schon so fast Niagara-Fälle. Ja. Da warst du in der Natur. Und du hast aber nach 3 Stunden hast du abgekotzt, die alle angepöbelt. Das habe ich letztens erst gesehen. Das war in der Schweiz gewesen. Das war Sport 1. Ja, stimmt. Aber ist schon lange. Ja, der ersten Videos. Aber ehrlich gesagt, wirklich, also das war eine ganz, ganz große Herausforderung für mich gewesen. Da musste ich hier erstmal so eine Schluchten runterrutschen, musste ich mich von so einem riesen Staumauer, musste ich mich da abseilen. Also im freien Fall nicht an der Wand. Ich dachte, mir fallen die Beine ab und so. Also alle haben sie ja schon gesehen. Weil ich hätte so viele Videos von Talkshows und all drum. Ich verstehe nicht, warum die von den ganzen Fernsehsendern das nicht alles irgendwie bei YouTube reinballern. Die würden damit auch was verdienen. Aber es gibt so viel Videomaterial, was nicht gezeigt wird. Ich verstehe nicht. Also ich grüße noch mal die ganzen Fernsehsender, wo ich bei euch überall war. Von was war das denn bitte? Sat 1, RTL 2, RTL, was weiß ich, ist schon lange her. Also auch durch die 90er-Zeiten, 2001. Da gibt es so viele Videomaterial, was die da bei sich selber im Schrank da irgendwie einbetoniert haben, anstatt das mal rausholen und das nochmal bei YouTube das reinballern. Weil da gibt es so viele Sachen von mir, was andere oder beziehungsweise meine Fans nicht gesehen haben. Ich denke mal, alle würden es gerne mal noch sehen. Ja, früher, ne? Du hast es selber nicht. Das habe ich nicht. Ach so. Das haben die ganzen Fernsehsender Belasch und wieso nicht? Also, ehrlich gesagt, das gibt so viel Fernsehauftritte, das ist der Wahnsinn. Ich war ja früher überall. Du warst wirklich überall. Wie sieht's denn, ich meine, jetzt wo jetzt bei sauber und clean und so, diese ganzen Sachen, würdest du jetzt so was wie. Nein! Gottes Willen. Also ehrlich gesagt, ich habe ja damals früher, wo ich im Fernsehen unterwegs war, halt meine Szene nicht übertrieben gehabt. Da gab es, wo wir in den Clubs reingegangen sind, habe ich mal wahrscheinlich mal einen Wodka mit O-Saft zusammengetrunken oder so. Ich habe meine Szene nicht übertrieben, weil ich wusste, ich muss nächsten Tag wieder einen Kameradreh machen. Genau. Und dass ich da nicht mit einem Kater. Oh, du musst ja auch Energie haben, du musst ja Lust drauf haben. Ja. Um was, dass du selbst gefilmt wirst, dann kriegst du auch noch Fragen, wie ist es, was war. Und dann musst du es wiederholen. Aber ich war ja eigentlich so pfiffig, dass ich das schnell hingekriegt habe. Ja. Deswegen. Hast du die Sendung übernommen? Also, Mimi. Die schnellste Maus oder der schnellste? Roadrunner. Genau, das hatten wir letztes Jahr. Und so wie gesagt, also es gab so viel. Also, ja, aber ich meine, jetzt heutzutage, könntest du es jetzt wieder TV machen eigentlich? Also, ehrlich gesagt, TV wieder. Ich wurde ja auch vor, ist nicht lange her. Wie lange ist es her? Das war ja jetzt vor 2 Jahren. Da hatte ich auch bei RTL, glaube ich, hatte einen Kameradreh gehabt. Da war ich auch unterwegs. Also wenn Ena das hast du doch erzählt gehabt. Da ist doch nichts draus geworden. Haben sie nicht gezeigt. Ne? Also das wurde gezeigt. Haben sie gezeigt? Ja, das ist auch bei YouTube drin im Fernsehen. Da habe ich erzählt, so, was ich da durchgemacht habe, bla 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 und so. Und da hatte ich ja hier ein Date gehabt. Und dass ich nicht mehr der Durchgeknallte bin, der Flippige wie von Jans früher. Also ehrlich gesagt, ich habe meine Zeit gelebt. Ich habe alles gelebt, ich habe alles mitgenommen. Zwar gab es auch Höhen und Tiefen, aber ey, es hat mir einfach Spaß gemacht. Ey, pass mal auf, ich kannte noch keinen Furz damals. Weißt du, ich war von heute auf morgen, bam, sehe ich
voll berühmt. Ich laufe die Straße, Playboy. Ja, auf einmal kriege ich Schreiben nach Hause, ey, willst du da im Fernsehen mitmachen, willst du da hin? Und danach kriege ich einfach irgendwie so eine vom Flughafen so eine Tickets, ja, dass ich da irgendwo hinfliegen kann. Ey, ich bin jeden Tag geflogen, Alter. Ja. Ey, weißt du was? Dann war ich in so einem kleinen Flieger, alle mit Fliege und alle drum und dran. Ich voll als Hip-Hop mit meinem Kumpel. Und alle starren uns an, ob ich hier einer von Erka und Stefan bin. Oder? Und dabei, ey, ist doch Playboy und so. Und dann fliegen wir da zum anderen Sender und so. Ey, ich sag dir, das waren geile Zeiten, aber es war auch anstrengend. Voll. Und es war Neuland. Du kanntest es nicht. Ich war noch jung. Ich war ja, wie alt war ich? Da war ich 24, 25, dann ging es bis 26. Und irgendwann mal hat sich das ein bisschen aufgelockert. Weil, da wollten ja noch Fernsehsender noch voll viele von mir. Weißt du, was ich meine? Aber ich wollte nicht mehr. Ich hatte keinen Bock. Weil mit dieser Stress, das war zu stressig einfach. Ja, weißt du, weil ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich wollte ein bisschen... die Abstand halten von den ganzen Sachen. Aber da kamen wieder andere Dinger. Weißt du? Und das ist halt so. Also, Kamera, Drehs und all drum, das hat mir Spaß gemacht. Ich war nun mal so ein Verrückter, so ein Witziger. Mhm. Ja? Aber was hat mir im Leben gezeigt? Also im Leben, für mich hat es gezeigt, so, dass ich viel mitgenommen habe. Weißt du, was ich meine? Also ich hatte Spaß gehabt. Ich habe einfach Spaß gehabt. Also ich habe die Sau rausgelassen. Und die dachten immer, das ist Parodie. Wir wussten immer, so ist der Playboy, so kennt wir ihn. Die dachten immer, Erkan und Stefan hießen die beiden, ne? So Parodie. Die waren ja trocken spielt, im normalen Leben. Ja. Oder wie New Kids, die habe ich auch mal gesehen. Voll trocken. Playboy war ja echt. Ja. Vielleicht hast du mir auch so. Original. Ich bin ja dann vor 7 Jahren mit so Nuscheln und Mumbeln so gekommen, Interviews. Vielleicht hast du ja den ersten Schritt geebnet. Ja, früher sowieso. Also, ich war ja sowieso wirklich der Erste gewesen. Also, wo ich damals unterwegs war, ich war der Erste, der richtig als Entertainment, ich bin der Playboy mit dem Videoclip, der da, wo ich mit den ganzen Weihwasser den drehe. Ich habe ja die ganzen Mädels, die im Videoclip da mitgemacht haben, die habe ich alle geklärt. Ja, bei mir extra von meinem Video. Ja, ich bin Playboy 51. Die Legende sagen alle, stimmt. Also, vor allem 100% real. War ja nicht aufgesetzt oder gespielt. Authentisch, Digga, authentisch, ja. Aber Playboy, es gibt einen Track nach wie vor, den spreche ich immer wieder an, der ist auf dem Mixtape von Arzt und Frauenarzt, die eben auch da waren. Ja. Grüß über Pauschal, der ist immer noch nicht draußen. Was waren das? Ice Ice Baby oder Lambada? Ich kenne ganz wenige. Selbst B kennt die nicht. Ich will die immer suchen. Die findet ihr nicht. Ich hätte jetzt Manni fragen müssen. Also, du meinst ja von früher nochmal so ein Song? Das war jetzt der Hype von Atzen Music, meines Erachtens, waren so um die 2010, war B. Okay. Und da hattest du einen ganz speziellen Track, da hast du nur ein Part auf einem Mixtape. Und das ist irgendein Track. So ein ganz Sexurlaub meintest du, was? Auf Sexurlaub, kann auch sein. Stimmt, auf Sexurlaub mit DJ Reckless. Genau. Da war das, genau. Und das, wie heißt denn bitte der Track? Oh, das weiß ich nicht. Aber auch irgendein 80er-Hit, ne? Genau. Aber so geil, und das kennt B nicht. Kannst du das noch? Meinst du jetzt hier von Ice Ice Baby Something, dann nach Hokon und Track mit Flohen auf? Nein, da bist du auf, das ist ein richtiger deutschsprachiger Track. Ja, das weiß ich nicht, das ist lange her. Also das gab schon ein paar Lieder, weil ich habe noch von früher, ich habe noch eine alte Kassette gefunden, wo ich damals, ich hatte früher auch in meiner Einzimmerwohnung, hatte ich auch so ein kleines Studio gehabt, da hatte ich mein Mikrofon auch so wie hier so auf dem Tisch und da habe ich selber meine Musik selber gemacht, weißt du? Und ich habe noch eine alte Kassette, da wo ich noch irgendwie rappe, aber ich habe keinen Kassettenrekorder mehr. Der Onkel hat ja mal festgestellt, dass du besser rappst als Leute, die sich nur als Rapper dachten. Du triffst den Takt, Aussprache, also du rockst, du bist ja Rapper. Der Entertainer, ein Rapper ist das schön, aber das Ding ist, deswegen danke ihr auch. Yeah, ich hab MC Boogie, Applaus für uns alle. So sieht's aus. Aber was wären wir ohne Hudson und Commander, unsere Brüder? Und MC Boogie. Aber auch nochmal eine Frage an euch beide, an Belasch und an Belasch und der MC Boogie. Wann kommt denn eigentlich euer Album? Wir haben. Deins kommt bald. Meins kommt bald. Es kommt meines Erachtens am 14. oder 15. Ja, am 12. Januar kommt die Single und am 28. oder so, Ende Januar kommt das Album. Da bin ich sehr stolz und da war damals wieder eine göttliche Situation. Bela und ich haben oft das immer noch das Missverständnis. Ich sage, alle Frauen bleiben geil, auch wenn sie alt sind. Also bin ich auch ein GIF-Hunter. Ja. Ich hunte alles. Super! Genau. Und dann war ja so ein Track, der heißt GIF auf dem Album, okay. Oma Corona. Darf ich ein paar Lines sagen? Nein. Okay, dann mache ich da einen ganz harten Rap. Ja. Und du kamst hier, als wäre das abgesprochen. Er hat es. Ja, ich hab einen Freestyle. Ich hab eine Oma gefickt, weil sie geil war. Wichste ihren Mund, man war so heißer. Dicker, ich dachte. Weggerammelt. Und wir haben eigentlich so, außer Ständigkeit, weil wir für die Verbesserung eigentlich wenig Fitness, was Musik angeht. Ja. Den Track, da gab's immer so ein bisschen heiße Luft. Ja. Und da ging's darum, da sollst du unbedingt den Part machen. Das haben wir leider nicht geschafft. Da fordere ich nochmal einen Remix vielleicht. Können wir machen. Ist kein Problem. Ja. Ich bin ja jederzeit dabei. Ich würde locker vorbeikommen oder ich könnte das dann irgendwie
per WhatsApp dann rüber rappen, ganz einfach, dann könnt ihr großartig einspielen. Das ist eigentlich immer. Was ist denn mit deinem Videoclip eigentlich? Ein Videoclip habt ihr 2024 irgendwie, wollt ihr, willst du was rausbringen? Naja, wir bringen jetzt ein, ich bin ins Pornogeschäft eingestiegen, Playboy. Okay. Sag ich dir, weil da warst du auch Vorreiter, muss man sagen, auch wieder. Ne? Ja, jeder machen, wie er mag. Also wirklich, also, wenn kein weh tut, verstehst du? Also, ich bin Nachreiter, hab aber Vorhaut. Das ist der Unterschied. Wenn es dir Spaß macht, ja, zu machen. Und du? Ja, wir blenden mal einen Clip jetzt ein. In diesem Augenblick seht ihr die Vorschau von MC Boogies Porno, Saul Alhamdulillah. So, das wer, ist mal wieder, ich, alle sind jetzt schockiert. Ich sag ganz ehrlich, wer ihn meiner Mutter zeigt, töte alle. geil. Und das ist auf jeden Fall eine richtige Premiere bei dir? Ja. Das ist ja nicht Oberste. Weil wenn irgendwas ist für ein Videoclip, dann nimmst du Hassan damit. Ja, klar. Ja. Hassan ist ja ein Big Dog, der geht ja auf Ü30-Partys. Ich werf ja. Aber es ist egal, Mexikaner. Ich spiele ja Heidenheimer, Unterwassermikade. Was willst du haben als Mädel, die bei dir so rechts und links da? Aber ich hab dir auch gesagt, Playboy, du hast ja gefragt wegen Belasch letzten Tag gesagt, keiner hat, ich sag ehrlich, das wird er bestätigen, keiner hat, glaube ich, so hier am Tisch so ein Stein im Brett wie du bei ihm. Ich wusste, wenn ihn persönlich fragst, ich freue mich verdammt krass auf den Song. Der könnte mein Fight sein. Wir können auch mit Scorpions aufeinander ballern. Okay. Er bringt den mit geilsten Playboy Sound. Playboy machen wir was Geiles. Playboy Revolution. Ganz viele Artisten, es kam zuerst von Belasch, haben durch ihn eine Schule genossen, Playboy. Ja. Ja. Ich habe mit Mitte 30 noch eine Schule genossen. Auf deine Schule bin ich gespannt, Digga. Du bist von der alten Schule. Ich weiß noch genau, wie das alles begann. Eine Sendung von Playboy war für mich wie ein Telegramm. Und ich war auf Scham und konnte kein Wort verstehen. Doch, ich wusste, ich werde doch diesen Weg gehen. I need you. La 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 la. Ey, geil. I'm in love, boy. Es ist mal Zeit, dass Playboy mal wieder einen Rap kickt. Ja, ich denke auch, Digga. Mach ich. Ein ganzes Album fordere ich, weil wirklich, ich sag Real Talk, nur die Vibers ist ein Track, den höre ich. Es war auch ohne Ironie. Das ist richtig geil. Ich weiß, das war unfassbar. Das war ja, man sagt ja eigentlich, ob es ein Durchbruch war oder nicht. Das war für mich ein Durchbruch. Also wirklich, wir haben das wirklich richtig geil gemacht. Auch direkt am Studio. Das war ja alles perfekt, sei perfekt. Aber ich will darüber auch nicht reden, was vorgefallen ist. Genau. Jeder geht seinen Weg. Genau. So sieht's aus. So sieht's über aus. Den Durchbruch einmal im Hotel reden wir auch nicht. Und was ich noch mal sagen wollte, schöne Grüße nochmal an Sido, an Sie geschehen. Der hat mir bei TikTok hat er mir ein Piratenschiff geschenkt. Als Geschenk. Ey, du, ich so, boah, wo kommen das her? Wir hatten hier die Schenk. Dann gucke, kann ich so schnell lesen, weißt du, weil die ganzen Kommentare voll ratzfatz ging. Und danach zum Schluss habe ich gesehen, das war Sino, habe ich mich richtig gedacht. Das ist doch ein Guter, der freut sich doch auch nur, wenn es dir gut geht. Top, Mann. Er hat mich Mann. Auch nur im Herz drin, ich hier. Ey, so was super. Hatten wir alle mal am Tisch miteinander. Deswegen. Pack, schlägt den, pack, vertreten. Guter Atze. Ja. Weiter so, Top, Mann. Playboy 51 hat sich ganz doll in meinem Herzen drin. Aber so, total, wir so, alle. Ich habe gehört, Dr. Norbert Blüm würde zu Sido sagen, mach weiter so. Stimmt. Dr. Norbert Blüm, da bei dem ich auch. Ich habe auch gehört, du arbeitest demnächst vielleicht wieder mit Fico weiter. Willst du ein bisschen aufpeppen und ein bisschen Schub geben? Das hattest du gesagt. Oder spoiler ich jetzt schon wieder? Seid ihr wieder Freunde, ja? Das war so cool, Playboy. Ja, kein Problem. Der braucht dich. Der ruft immer bei mir an auf Instagram. Das weiß ich. Das Ding ist ja bei mir, also ich habe mich ja mit Fico, das war ja auch kein Streit gewesen. Also okay, das war ganz oft cool. Der hat mich bei Facebook angeschrieben, ey, ich bin's Fico, ruf mich mal. Ich hab ihn angerufen, haben wir mal telefoniert ein bisschen. Und man, der hat es nicht einfach. Wer hat der heutzutage schon einfach? Keiner. Ja. Weißt du, was ich meine? Er ist nicht mit meinem Wasser gewaschen oder weiß ich nicht. Und der hat es durchgezogen und der bereut es auch. Der ist jetzt Erwachsener geworden. Also der hat jetzt auch eine Freundin. Mhm. Und der wohnt da in Bremen einmal im Hotel. Und einmal bei ihr. Toll. Also ist auch real. Und der ist glücklich. Weißt du, soll er doch einfach. Ja. Weißt du, er will nicht alleine leben, weil wer will schon alleine leben, was ich meine. Und denen geht's gut. Und wir haben Kontakt. Und wahrscheinlich kommt er vielleicht im Sommer, vielleicht nach Berlin. Vielleicht können wir uns mal zusammen wieder mal. Ja. Vielleicht. Und dann bringe ich den her. Ja, klar. Weißt du? Diese kleine Olsen-Bande, weißt du, was ich meine? Deswegen, und wird bestimmt witzig. Warte mal, ich grüße dich trotzdem, Fico. Ja, 51, schöne Grüße nach Bremen. Und die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Deswegen, und da warten wir erstmal. Aber das Allerwichtigste ist, dass erstmal dass ich erstmal komplett weg bin von der ganzen Scheiße, vom Alkohol, von dem ganzen Piss, dass ich was vorhabe. Und weißt du, wie geil es sein wird, wenn ich meinen Führerschein wieder in der Hand habe und dann wieder mal Auto einsteigen und mal das Fahrzeug wieder fahre, einfach frei sein. Bombe. Ja, und dann, Bagger bist du ja immer gefahren, du hast mir regelmäßig Bagger vor. Ist das nicht eigentlich auch, dass man einen Führerschein braucht? Führerschein für einen Bagger, für einen Radlader, also wenn du irgendwie unterwegs bist auf Baustellen, so bräuchte man schon einen Führerschein. Also du bist auch versichert, weil wenn du keinen Führerschein hast,
und du fährst ohne einen Schlappen in der Tasche, einen Bagger oder ein Gebaugerät, aber was abgesperrt ist, das weiß ich nicht, wie das Unternehmen ist, dann muss der Unternehmer dann die Kosten übernehmen, ja. Wenn er einen Unfall baut. Also ich als Führerschein, wenn ich den habe in der Tasche, deswegen kommst du mal am besten schneller weg da. Da hast du keine Probleme mit dem Staat oder mit der Polizei, ja, und so. Klar, ja. Dann sagen sie, ja, der Typ hat einen Führerschein, er ist Maschinist, also, und der darf das Fahrzeug. Velas, Commander, ihr glaubt es nicht, wie groß die Viecher sind, wo Playboy darauf fährt. Es schickt mir live, ist auch nicht Photoshop. Das sind echt so Dinger, ja, wo die Räder so groß sind wie die Decke. Ja. Ne? Das sind so, langhalsige Dinosaurier. Voll lustig, und da siehst du Playboy darauf, voll Arzt. Hast du was von Mad Max? Wie war denn dein, weil das ist ja Silvestershow, da müssen wir jetzt natürlich fragen, wie war denn insgesamt dein Jahr? Was hat dich, sag mal, besorgt oder traurig gemacht und was glücklich? Was waren die Positiven und was war das Negative? Also positiv für mich, das Positiv bedeutet gut für mich, so, was das Gute war, dass ich komplett von dem ganzen Alkohol weggekommen bin, von der ganzen Top. Scheiße, ja. Das war positiv. Negativ war für mich, also dass das alles so ein bisschen öde geworden ist. Öde bedeutet für mich so, dass das die Leute sich geändert haben. Also jeder hat sich geändert. Ich weiß nicht, ob das wegen Corona war. Ich denke mal auch so, dass das viele auch krank geworden sind und dann wieder anders. Das hat nicht mehr so alles so harmoniert. Verstehst du, was ich meine? Sonst war man immer so zusammen, ey, was los und so. Also das hat sich die ein bisschen getrennt. Ja? Spaltung. Genau, die Spaltung war drin. Ne? Und ich will ja auch jetzt nicht über die Politik darüber reden. Ich sag auch so, hier rein, da raus. Man kann alles besser machen, aber wieder bei dem ganzen Scheiß. Ist sowieso zu spät. Vielleicht kann man auch 2024 noch was gut zaubern. Ist ja bald wieder wählen, ne? Irgendwie habe ich schon gehört. Und deswegen sage ich euch, keine Ahnung, was man wählen soll. Also ich will bestimmt kein Bürgermeister sein, sondern Kanzler, Gottes Willen. Ja, auf jeden Fall, die Grünen abwählen. Du warst ja beim Gespräch. Ja, da würde ich wählen. Also ich gehe nicht wählen, weil du auf der Liste stehst. Also ich würde es mir nicht antun, weil ich bleib so, wie ich bin. Und mit dem Album, was ich dir meinte, Geschmäcker, weißt du, also Busta Rhymes, ne? Überhammer, ihr Geschmack ist anders. Und ich... So wie gesagt, ich will jetzt nicht versprechen. Verspreche ich's? Ich werde es versprechen. Also ich warte 100%. Belasch, wir haben ein Gespräch beide geführt, dass wir das noch klären mit einem richtig geilen Beat. Ich bedanke mich nochmal. Danke. Und dass ich dann 2024 meinen Führerschein habe und dann ein Videoclip drehen oder werde. So. Ey, guck mal. Der Onkel hat meine Alben so gut produziert. Da habe ich mir als kleines Dankeschön, weil du ja für immer 187-Tattoo gemacht hast. Okay. Wenn er Hit, wo du ja machst, du auch eins. Das will er nämlich nicht. Das ist ihm viel zu lieb. Pass auf, das Ding ist... Und dann stehen wir immer vor seiner Tür und sagen, zahl unsere Rechnung, wir haben dein Tattoo. Ne, pass auf, ich habe ja nicht so viel Tätowierung. Das hast du auch noch nicht nachgefragt, wa? Ich weiß, das du hast aber... Hast du der hier, das war ja hier bei Sido noch damals in dem Tattoo-Laden, dieses 51er-Logo. Ja. Dann hat das auch hier, diese Pirat... Und das hatte ich damals ganz woanders gemacht. Das war in Reilingdorf gewesen, in so einem Tattoo-Laden. Den gibt's was ja hast leider. Du da? Nur aus Neugier einen Drachen, wie wir alle, oder... Wie bitte? Das war ja 90er. Was hast? Ich hab da einen Drachen. Was hast du? Das ist ein Tribal. Tribal. Ja. Tribal. Aber ich wollte danach nicht mehr. Aber dann habe ich mir überlegt, soll ich wieder eine Tätowierung machen oder nicht? Du. Kann man sich da selber überlegen. Wenn ich einen Videoclip dann herausgebracht habe, wenn 2024, dann lasse ich mir wieder einstechen. Wieso nicht? Ah, so. So, heute ist ja Silvesterabend und deswegen sage ich euch, meine Übersandten, wenn ihr 2024 rübergeschossen geht, ja, dann bleibt alle gesund, übertreibt eure Szenen nicht so viel Alkohol trinken, habt Spaß, feiert die Scheiße richtig geil durch und jagt so viele Raketen, wie ihr habt, nicht so viel auf die Dächer, sondern ganz normal, wo es keine Person verletzt, ja. Lasst die Feuerwehrmänner in Ruhe. Und lass die Feuerwehrmänner in Ruhe und lass die Sause raus, schneck die Schneide in eine Rakete in den Wolken gegen meine Haare. Yeah! Ey, Playboy, weißt du, letztes Jahr haben wir gesagt, wir knallen alles außer Belasch, Commander und Hassans Verwandten. Gott sei Dank, Alhamdulillah. So, habt ihr noch ein paar Fragen, meine Herren? Ja, klar. Ich wollte mal fragen, hast du Features geplant fürs Album? Futures? Nein, eine gute Frage. Nein? Nein. Keine Features? Nein. Aber du hast doch gesagt, mit einer Person machst du. Also mit einer Person mache ich ja, aber nicht direkt. Das ist, man muss immer so was, man sagt ja, man muss erstmal vorher überlegen.
was man macht. Die Konzentration muss stimmen, da muss alles harmonieren. Was muss man rappen, was willst du drauf rappen, was für ein Beat drauf man rappt. Ist es jetzt so ein Gangster-Mucke, willst du auf Gangster machen, was willst du? Willst du mehr auf über Sunnyboy machen? Ja. Willst du einen Party-Song machen, was willst du denn? Ey, wir machen Gangster-Rap. Und dann lassen wir uns anschießen und verkaufen ganz viel Geld. Playboy Boogie schießt mit Uzis, wie ein Gangster es nur kann. Ja. Lass uns regnen wie der Wettermann. Ja, man kann ja auf Gangster machen, man kann ja alle. Aber ich will so ein richtig cooles, so Straßensong. So, weißt du, wir kommen ja von der Straße. Ja. Das knallt wie Bombe. Weil in Amerika machen die alle immer auf Gangster. Okay, zwar die Klicks hast du richtig eine ganze Menge bei YouTube. Alle mit Waffe oder ein Schlagring, komm her, du Sack. Oder einer tritt den Typen, weiß ich nicht. Ah, nee. Ich will so was auf Witziges machen, was richtig cool rüberkommt. Der schöne Playboy, weißt du, bei Rappern wie Belasch, ja, mir oder dir, da musst du ja nichts erfinden. Da ist so viel Potenzial auch von der Figur auch. Und ja, da gibt es ja Leute, die sich dann sowas dazu erfinden, dass die dann relevant sind. Ne? Also ganz kurz mal, ich sage euch nur so viel. Ja, ja. In 4 Minuten und 23 ist Silvester. Ja? Alles klar. Dass ihr das Timing auch habt. Alles klar. Ja? Ja, so. Also so wie ihr sagt, also ich werde auf jeden Fall auch rappen. Refrain wird auch noch von mir raufkommen auf das neue Single, ein Album. Weiß ich nicht, ob es ein Album geben wird von mir. Ich werde einfach mein Bestes geben. Eine Single, dann wieder eine Single. Wenn wieder was kommt, dann wieder eine Single. Du, ich werde nur Singles rausnehmen. Ey, ich habe voll die Vision gerade. Belasch ist nicht nur bei neuen Sachen der Meister, auch 80er. Ja. Und ich liebe so ein Lied von Gloria Estefan. Es heißt Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy, Bad, Bad, Bad. Play, 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 Boy. He make me feel so good. Also, ich hab da auch gerade eine Vision, aber, Alter. Aber wenn jetzt noch vor den Silvester-Countdown, du weißt doch, Herbert Drönemeyer, der Commander bleibt der Commander, Wolfgang Späti, Roy Eck, Harre Ott, Marilyn Mongo, Jennifer Hasch, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ja. Wer wirst du sein bei dem Matthias Crane-Projekt? Was musst du sagen? Also wir haben, na, Ero Stramm am Kotti haben wir noch bei Playboy. Ja, musst du dir in Ruhe Kilo De Angelo, Kilo De Angelo, Kilo De Angelo, Kilo De Angelo, dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim aus Schmerz, wir werden die Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Geil. Dann kommen die Vibes auch. Auf jeden Nee, jeden Auftrag ohne Zögern ausgeführt. Fühle mich manchmal wie von innen unrasiert. Manchmal im Traum fängst du das Einhorn. Nimm meine. Also, kann ich gar nicht. Geil. Ja. So, Hassan, du hast ja auch noch, hast du noch eine Frage an MC Boogie? Nee, ein paar Klassiker müssen wir rausholen. Ja. Gut. Bevor wir uns verabschieden. Schimmi. Die wollen den Playboy. Ja, die wollen es. Achso, nochmal. Von vorne jetzt? Okay. Ist jetzt deine Bühne. Soll ich Beatboxen? Nee. Kopftuch und Goldzahn, Augenklappe holzarm. Doch wenn ich Tantitten sehe, werde ich immer vollzahm. Mein Schwanz so groß und aufgemotzt, wie sie los Volkswagen. Weiber werden immer so gefickt, wie sie es gewollt haben. Ich bin der Playboy. Hört ihr, das ist kein Spaß. Los, Weibers, ich will, dass sie mir einblas. Wenn ich sie nicht gefickt hab, fuhr sie Dreirad. Denn keiner kann mich aufhalten. Die Weibers. Hamdullah. Mach doch keine Sonnenfreunde, jetzt ist Tanju da. Und ich nehme mir deine Sonnenbrille, weil du keine Sonne siehst, wenn du eine Bombe kriegst. Playboy hat gesprochen, lutsch an meinem Blasrohr. Fico kifft und ich trinke Schulteiße oder Pesado. Deshalb fick ich Weibers, während Fico immer Körbe kriegt. 50.000 Bitches einfach fucking in the Germany. Hamdullah, yeah. Shit. So sieht's aus. Check this out. Silvester Show, Real Talk, Fieber. Playboy mit seinen Reim, er burnt alle nieder. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yes, yes, shimmy, yes, yes. Give it the microphone, take a breath. Auf von der Nature, toss Bomber, George. Jeben eine Hand in die Dame, Brooklyn Sword. Wu-Tang Killer, Beast on the Sword. Shimmy, shimmy, yo, yeah. Oh, baby, I like it. Baby, I like it, boy. Hassan, kannst du irgendwas auf Türkisch singen? Hassan. Hassan, gab. Schgedem, schgedem. Gel, gel, kartel. Gel, gel, auf die großen Schuhe. Sau. Terminator, Botten. Hassan, yeah, to let's go. Immer aus dem Puff mit einer Short. Yeah. Ich hoffe, Hassan, du fliegst nächstes Jahr nicht raus. Aus dem Puff mit einer Short. Saul Hamdullah. Yeah. So sieht's aus. Oh,
chill. 40 Sekunden, chill. Oh, so, halbe Minute. Satten. Dann für 2024 bleibt alle so, wie ihr seid. 30 Sekunden noch, 30 Sekunden. Gleich haben wir Silvester. Ihr wollt irgendwas verbessern an euch, dann bleibt so, wie ihr seid. Wenn ihr wirklich vom Alkohol wegkommen wollt, dann macht ihr es selber. Ihr müsst wissen, stark bleiben, meine Übersatten. Und deswegen sagt nur Playboy, forever, forever, die Gesundheit zählt. Man lebt nur einmal auf Planet Erde, auf unserer Welt. Genießt eure Zeit, übertreibt eure Szenen nicht. Und ich sage euch, neun Herzen auf. Das ist ready for Rumble. Du so mal Baby, so, Alhamdulillah. Ja, ich würde sagen, das war die großartige Silvester-Show. Playboy 50 Mann wird sowieso erstmal nachher eine Rakete erstmal hochballern, das sowieso. So sieht's aus. Und jetzt erinnere ich mich, was der Wettermann sagte, alle Jahre. Auch die Show war Granate, denn mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich war mit euch, es ist ein guter Tag. Yes, Baby. Okay, wir müssen noch mal einmal ganz kurz den Leuten Bescheid sagen da draußen, dass wir auf Tour sind. Ja, Ticket, mit dem 100% Real Talk. Da sind wir in 6 Städten unterwegs, 6 verschiedene Locations, auch mit Special Guests. Eine Menge auf jeden Fall für euch, was ihr erleben könnt. Wirklich. Die Berlin-Show wird natürlich die spektakulärste, weil das ist unsere Heimat. Hier können wir viel besser organisieren. Home da können run. Wir auch viel mehr Leute holen und so weiter. Wie für die Leute, die das nicht können, nach Berlin zu kommen, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, in München vorbeizukommen. Geben wir euch natürlich die Möglichkeit. Dann haben wir Magdeburg als Termin, wir haben Hamburg als Termin, wir haben Frankfurt als Termin, wir haben München als Termin. Und zum krönenden Abschluss werden wir dann hier in Berlin auf jeden Fall die fette Granate dann abreißen. Mit dem ein oder anderen speziellen Gast. Special. Wir haben euch noch nicht genau wer, aber vielleicht könnt ihr es euch denken, wer da noch mit dabei ist. So, deswegen, die Tour-Tickets, die sind im Vorverkauf. Die schnappt ihr euch auf jeden Fall schon mal, dass ihr auch die Tickets nicht verpasst. Kommt auf die Tour, ihr könnt mit uns zusammen interagieren, mit uns zusammen Spaß haben. Wir werden erstmal 20, 30 Minuten lang Konzert machen, Bobby und ich. Wir werden erstmal die Bühne rocken und danach dann gibt es eine kleine Pause. Dann machen wir Podcast, genauso wie ihr das gerne von YouTube mögt. Und dann kommen Gäste mit dazu, wir machen einen geilen Talk. Mhm. Ihr seid locker 2, 2,5 Stunden auf jeden Fall mit uns dann am Start. Ja. Könnt mit uns Spaß haben, geht dann zufrieden und glücklich hoffentlich dann nach Hause. Das ist das, was am Start ist. Die Matthias Crime, nicht EP, sondern das Album, das ganze Album, langem angekündigt wurde vom Boogie, kommt sehr endlich lange. Ende Januar dann auf den Markt. Mhm. Und die nächste große Single, das ist das eigentlich große Video, was wir die ganze Zeit für euch auch in Vorbereitung gehabt haben. Und zwar heißt es Anlauf. Anstatt Gleitcreme. Kommt am 12. Januar direkt auf YouTube raus mit der Single und so weiter. Also freut euch da drauf. Ja? Es hat echt Spaß gemacht mit euch mal wieder. Ja, aber es war ein Traum. Ich muss auch noch ganz kurz was sagen. Vielen Dank an euch alle. Playboy liebt euch alle. Vom Herzen aus. An alle. Jo. Danke. Ich wollte nur mal sagen, ich habe Echo vermisst. Ja, gute Besserung, Echo. Ja, der ist krank. Gute Besserung, Echo. Wir lieben dich ganz doll. Ja, 100%. Er will auch keine Glückwünsche haben, dass er gesund wird. Ihr sollt ihm nur folgen. Ja, gute Besserung, Echo. Folgt doch schon jeder Echo, Alter. Jeder, der Echo nicht folgt, soll mit seiner Freundesliste löschen. Bleibt alle gesund, meine Lieben. Das ist das Wichtigste. Schönes 2024, Leute. Erfolgreiches Jahr, Leute. Ich grüße alle, außer meine Ex. Die ist eine... Ich weiß gar nicht, was der Mann sagt. Auch diese Show war eine Granate. Super. Ja. Perfekt. Ja, danke. Ja, Mann. Danke, dass ihr gekommen seid. Nicht dafür. Wir ziehen das auf jeden Fall durch. Gerne. Machen wir. Also ich, so wie ihr sagt, Pferdes, ich melde mich dann bei dir. Ich schicke dir so ein bisschen was rüber. Ey, Playboy, du siehst aber aus. Die du siehst sehr gut aus, Playboy. Naja, der brenne ich. Danke, sowieso. Ey, das ist jetzt schon... Also, sehr gesund, richtig gesund. Ja, danke. Ja. Ist sofort aufgefallen, wo du rein. Nein. Man schon so, du hast keinen Bock, jetzt hast du wieder Bock. Danke. Wir machen noch ein Foto. Oh, mir ist egal, was der Wettermann sagt. Mein Partner Belasch hat die besten Nachrichten für diesen Tag. So sieht's nämlich aus, meine lieben Damen und Herren, Neffen und Nichten. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben wir uns größtmögliche Mühe gegeben, euch das feinste Entertainment-Programm zu bieten, aber auch ein bisschen aufzuklären. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir hatten unsere Ups, wir hatten unsere Downs. Und man munkelt, dass dieser Tisch hier das Podcast-Game hier in Deutschland revolutioniert hat.
Aber auch für unser Format wird es irgendwann Zeit, die nächste Stufe zu erklimmen. Mit der 100% Real Talk Deutschland Tour. Yes! Wir kommen in deine Stadt, auch in deine Nähe. Was aber nicht so schlimm ist, denn durch Bus und Bahn und eventuell einem Flugticket ist es euch möglich, auch zu uns zu kommen. Ihr müsst euch unbedingt beeilen, der Vorverkauf hat ab sofort begonnen. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Sichert euch eure Tickets. Wir werden kommen, eine Entertainment-Granate abreißen und dann wird das hier, nämlich dieser Podcast-Tisch, den ihr innerhalb der letzten 5 Jahre so lieben gelernt habt, zum ersten Mal in deine Stadt kommen, auf deine Bühne und ihr habt die Möglichkeit, mit uns zu interagieren. An diesem Tisch wird nicht gelogen und wir freuen uns genauso auf euch, euch alle zu sehen, mal die Gesichter von unserer Community zu sehen. Also kommt zur 100% Real Talk Deutschland Tour. Make hip hop great again, baby, baby. Matze, bin wie Bobby Brown. Downtown, mein Hobby, Frauen, ich bin's Matze. Kein Tabu, zieh mein Schwert bei Schlägereien, Zahn zu. Matze, Magnet für Divas. Ich mag die Pussy, Bro. Matze, geh den Weg des Kriegers. Doch bin ich Bushido. Matze, wie ein Toyota Supra. Geb ich Gas beim Kamasutra. Matze, ich mach das Para easy. Keine Angst wie ein Kamakisi. Matze, der das Kusch verbrennt. Zieh das Höschen runter, buschige Trends. Matze, der hier pusht in den Benz. Von Tokio bis Langwitz, schmutzige Jens. Digga, Matze. Matze, 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 Matze. Einfach Matze.